Cookies, Comic-Cookies, lecker. Willkommen zu den Comic-Cookies Ausgabe 41 mit Uni. Hallo. Und mit Schnucki Feli. Ich bin ein Goldfisch. Und ohne Briefstorm mal wieder. Aber. Aber wir wurden heute ganz, ganz fürstlich von Flori versorgt mit Samosas und Süßigkeiten. Die, wenn man sie anschaut, einfach einen dick machen. Ja. Sie gehen direkt auf schon vom bloßen Hingucken. Ja. Einmal dran Wahnsinn. Lecken, 10 Kilo schwerer. Oh Gott. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich mache Diät. Wir machen alle wir Diät. Wir sind trotzdem unfassbar dankbar für Flori, die an uns gedacht hat und aus Krankheitsgründen nicht hier sein kann, aber trotzdem das Essen vorbeigebracht hat. Leute. Ja. Flori ist übrigens immer noch Single, Ladies. Ich will es nur noch mal erwähnt haben, er bringt Essen vorbei und er ist Single. Ja. Ja, er sollte heute eigentlich auch da sein. Leider ist er dann kurzfristig doch noch verhindert. Aber trotzdem danke für das Essen. Genau, super. Ja. Solche Gäste lassen sich loben. Genau. Was haben wir denn heute so? Ich werde ein bisschen vom Comic-Satellit berichten. Ja. Der war im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, wurde es von der Comic Solidarity eben der Comic-Satellit organisiert. Von der Konstabler Wache aus 2 Stationen raus. Und also super gut zu erreichen, fand ich schon mal. Und in verschiedenen Location, Galerien, Cafés waren eben Comic-Ausstellungen organisiert. Teilweise gehangen, teilweise lagen die Comics aus. Sehr spannend. Aber eben noch ist das noch sehr klein, weil viele Leute waren halt so, ja, ich gehe mal hin oder dann waren sie mal, also ich habe schon mit den Leuten dort geredet und auf jeden Fall wird es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder einen Comic-Satellit geben und diesmal etwas komprimierter und zeitlich nicht so gedehnt, denn es stand halt aus von 12 bis 19 Uhr, sind die Sachen offen, das ist halt viel zu weitläufig, man ist sozusagen aneinander vorbeigelaufen. Es waren dann welche von 12 bis 13 Uhr da, dann gab es halt welche, die kamen um 14 Uhr, das heißt, man hatte nie das Gefühl, dass viele Leute da sind, es waren zwar immer mal wieder Laufleute da, aber das nächste Mal wird es wahrscheinlich Signier-Events geben und ich meine, wir hatten jede Menge Künstler da, also wir waren, das muss man halt ein bisschen mehr. Es war auch noch nicht genug beworben, ja. Kommt halt drauf an, auf Facebook ist halt die Comic Solidarity wohl recht groß, ich bin ja nicht auf Facebook. Ja, aber selbst, also ich habe das Facebook-Event ja gesehen, das war trotzdem sehr klein, sage ich mal, für so ein Facebook-Event, wo ja normalerweise jeder, ich nehme teil, klickt und dann kommt nur die Hälfte, also aber auf den aber Lesungen, es war ja auch das erste es gab Mal. Zwei Lesungen, einmal eben Fahrradmod, das war am Samstag, die war wohl sehr gut. Ja. Ich war leider bei beiden nicht da, weil ich einfach arbeiten und Kram und Zeug. Und es gab noch die 3-Fragezeichen-Lesung, die wohl sehr gut besucht war, ein bisschen zu gut besucht für die Location. Okay. Also das ist jetzt das, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, ich hoffe, dass es wieder nächstes Jahr den nächsten Comic-Satellit gibt und ich durfte den Eike Arndt kennenlernen, der ja meinen absoluten Lieblingscomic gezeichnet hat und ja, ein bisschen schnacken. Das war sehr nice. Also das ist nichts um Gott bei Zwerchfell und die Zeit um Gott. Ja. Genau. Okay. Das war's schon zum Comic. Ja. Was wollt ihr noch was wissen? Viel mehr gibt es da erstmal nicht. Ich hatte halt jede Menge Krempe dabei. Ich hatte den Aigude dabei und das Witzige war halt wirklich, ich lege den Slitch aus und es kommt die erste Person und das so, den habe ich zu Hause. Und ich dachte, meine Güte, der ist so 2008. Ah, okay. Ja. Das muss mal wieder. Der Uni und R Comic ist im Prinzip druckfertig. Ich muss ihn irgendwann mal drucken. Ja. Okay. Ja. Was hast du denn zur Buchmesse gemacht? Zur Buchmesse? Ja. Zur Buchmesse selbst war ich auch nicht. Ich habe mich so mehr oder weniger auch auf Ersatzevents rumgetrieben. Eigentlich hatte ich den Comic-Satellit auch ein bisschen mit auf dem Plan, hat dann leider irgendwie nicht mehr geklappt. Also gut, sage ich von mir aus, ist halt dann so, war dann einfach zu viel los drumherum. So. Und dadurch, dass das Tier 3, also mein Stammladen, das Terminal Entertainment, sein 20-Jähriges gefeiert hat, war da auch jede Menge los. Und das eben an diesen Tagen um die Buchmesse.
Deswegen habe ich mich da vermehrt rumgedrückt und habe ja die Signiertermine besucht und ein bisschen mit begleitet. Ja. Mhm. Das waren im Einzelnen am Freitag, jetzt lass mal kurz überlegen. Ja, am Freitag war das Jochen Till, der seines Zeichens Kinderbuchautor ist mittlerweile. Manche kennen ihn vielleicht noch früher vom Comica, da war er mal angestellt. Und er war zusammen mit seinen Haus- und Hofzeichnern quasi dort. Der eine ist Zapf, den ich sehr schätze. Und der andere ist Steffen Gumpert, genau, den ich jetzt auch das erste Mal kennengelernt habe. Ja, auch ein sehr toller und begabter Zeichner. Ja, dann war am Samstag, was war denn am Samstag? Upgrade. Ja, da war, bitte? Upgrade, oder? Das nee, die waren am Sonntag. Die waren erst am Sonntag? Okay, dann habe ich Kami was Falsches erzählt. Die, am Samstag war Schütze Allegra, heißt er, glaube ich. Ja, und ich nenne ihn jetzt einfach nur mal Apri, weil der restliche Name mir sehr kompliziert erscheint. Die waren jetzt zum zweiten Mal da und haben den zweiten Band von Lemuria präsentiert. Mhm. Und genau, am Sonntag war dann Upgrade, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich seitdem ich den allerersten Band habe, also den selbst herausgebrachten ersten Band von City damals noch, dem Ecki quasi in den Ohren liege. Hol doch mal die Jungs. Und endlich hat es mal geklappt und mit dabei war noch Ingo Räumling. Genau. Ah, dann war das das, okay. Ja, es war auch eine Signiersause sozusagen. Ja, war ein tolles Wochenende. Ja, ich lag mit Fieber im Bett. Ja, deswegen, ich wollte eigentlich mit Feli dann nochmal den Comic-Satellit unsicher machen. Ja. Aber sie lag dann im Bett krank und mein Mann war dann auch so, oh nein. Und Ja, eigentlich wollte ich ja mit Alman zusammen dann rüberfahren bei Uni vorbei und dann mit ihr Party machen. Genau. Ja. Ja, dann ist heute Aufnahmetag, ist der 22. Oktober. Dieses Datum war schon in Hinkelstein gemeißelt. Da gibt es Musik im Hintergrund. Geh mal Alarm, schnell raus. Das war nur Dr. Who, das darf man immer also spielen. Dieses Datum war schon in Hinkelstein gemeißelt, weil Uni? Hinkelstein gemeißelt. Ich habe einen neuen Asterix-Comic in der Hand, den Konrad gezeichnet hat. Ah. Genau, der mittlerweile zweite Band, den das neue Kreativteam geschaffen hat. Also Didier Konrad und Jean-Yves Ferry hat den Text geschrieben. Ganz genau. Yves. Ich glaube, Yves spricht man so. Lesen haben wir den Band jetzt natürlich alle noch nicht, weil ganz frisch hier auf dem Tisch. Ja, er hat allen uns einen mitgebracht, damit wir uns ihn anschauen können. Wie die alte Tradition wird wohl fortgesetzt und dieser Band spielt mal wieder im Dorf. Der letzte war halt ein Reiseband, wo die mit den Wikingern oder nee, wie heißen die? Die Pikten. Der Vorstand der Schotten war das, genau. So was. Aber wir werden trotzdem heute noch zu was anderem Franco-Belgischen kommen. Und Achtung, Gewinnspielalarm. So viel. Das ist so toll. Ich kann hier irgendwas triggern. Die Mädels reagieren. Okay. Das ist das nicht normal. Na gut. Mach halt. Nein. Bitte. Ja, natürlich haben wir auch ein paar Comics gelesen ansonsten noch, oder? Beziehungsweise... Ein paar wenige. Ich habe einen neuen Webcomic entdeckt. Also was heißt entdeckt? Der ist neu. Der ist von dem Zeichner von Jetzt nichts Falsches sagen, Questionable Content. Mhm. Er ist dort. Ich muss die Adresse nochmal raussuchen, die blenden wir unten ein. Es geht jetzt um Satelliten, die über eine AI verfügen, also eine künstliche Intelligenz und im Weltraum schweben und sich unterhalten. Wie heißt der Comic? Dort. D-O-R-D, das ist die Abkürzung für irgendwas Deranged Orbital Dings. Ja, weil es halt... In Deutsch ein wunderschöner Pun, im Englischen völlig verschwendet. Mhm. Okay, ja. Ja. Ansonsten? Es ist grafisch hervorragend, man sieht immer die Sonne und Satelliten, die drumherum schweben. Mhm. Also
Szenerie immer sehr ausgeglichen. Ich habe Cartoons geguckt. Mhm. Da werde ich ein bisschen was von berichten. Mhm. Und ich habe Life is Strange gespielt, Leute. Ja, du darfst über Computer. Wir dürfen nachher gleich nochmal eine kleine Computerspielsektion machen. Yay! Ja. Und ich habe angefangen, Trouble is My Business zu lesen. Mhm. Von Jiro Taniguchi. Das ist der Comic, der uns mal zugeschickt wurde von Schreiber und Leser. Also, und ich hatte echt Probleme, den zu lesen. Der Jiro Taniguchi ist eigentlich sehr cool in der Charakterisierung. Er hat ihn aber nicht geschrieben, sondern Natsuo Sekikawa hat ihn offensichtlich, glaube ich, geschrieben. Ich habe es nicht ganz rausfinden können. Und die Charakterisierung der Frauen ist halt so voll nett gut. Es ist sehr 80er. Okay. Das sagt dann alles über die Charakterisierung der Frauen. Ja. Und es ist sehr anstrengend, weil ich dachte erst, es wäre ein Polizeiding, aber nein, es geht um Privatschnüffler. Mhm. Und er ist halt auch Trouble is my business, ist seine Businesskarte. Also wenn man auf den cheesy Scheiß steht, ist es voll geil. Also wenn man wirklich... Also klassischer Private Detective Noir Ding. Genau, ich habe diese... Und sie kam in mein Büro und ich wusste sofort, dass sie Ärger bedeutet. Sie hatte rote Lippen und ihre wunderschönen... Ich konnte ihr nicht widerstehen. Ja, wenn du sowas haben willst, ist dieser Band perfekt. Es ist wirklich so, sexy und... immer mal wieder sehr viel Haut, aber es geht halt hauptsächlich um so den Typen, der ein bisschen cheesy, ein bisschen bescheuert halt seine Fälle löst, von einem Trouble oder einem Problem ins nächste stolpert und sie halt auch mehr schlecht als recht löst. Also es viele Sachen, also ich habe irgendwie nach der Hälfte dann aufgegeben, weil einfach der Charakter mir so unsympathisch wurde. Er ist halt auch ein Unsympath. Die meisten dieser Private Detectives sind heutzutage nicht mehr so die coolen Typen. Genau, man liest den und denkt so, oh mein Gott, wie gehst du durch dein Leben? Immer nur betrunken und ich habe ein fantastisches Spiel zu gehabt, das auch so einen Charakter hatte und das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen hat dann. Ja, es vergeht kein Podcast, in dem wir keine Sirenen drin haben. Es tut mir sehr leid, denn wir wohnen zwischen zwei Krankenhäusern. Ja. Und das ist immer noch... Und dann ist das ja noch eine relativ große Hauptstraße. Das bedeutet also... Ja. Es tut uns sehr leid. Tut's nicht. Mir tut es tatsächlich ein bisschen. Wie gesagt, ich habe sehr motiviert angefangen. Der ist schon relativ alt, oder? Der ist schon sehr alt, ja, genau. Also wie gesagt, deswegen ist auch überhaupt nicht schlimm. Wer halt Altwerke von Jiro Taniguchi mal lesen möchte und halt auch auf diesen cheesy Kram steht, auf jeden Fall kaufen. Der Titel ist nochmal Trouble is my business. Genau, und das ist halt auch seine Businesskarte. Also die Leute kommen halt in sein Büro und er ist, das ist mein Markenzeichen. Und wie es ist problematisch und gefährlich, genau da muss ich hin. Wer das mal ernst genommen, also lesen möchte, kann das gerne tun. Es ist halt, die meisten Sachen, die man heute kennt, die nehmen das auf die Schippe. Ja. Aber hier geht es halt nicht weit genug mit dem auf die Schippe nehmen, sondern es ist halt, nimmt sich oft zu ernst und dann ist es sehr schwierig, das gescheit zu lesen. Okay. So, abgeschlossen. Gut, wenn wir doch gleich bei klassischen Comics sind, dann gehe ich mal auf die Lobo Collection. Ich will die. Oh. Kannst du mir sie gleich da behalten? Ja, dann kannst du gleich da. Ich nehme sie mit und du kriegst sie, wenn ich fertig bin. Die Lobo Collection ist jetzt erschienen bei Panini und zwar beinhaltet der erste Band im Grunde die ersten, glaube ich, 6 Hefte der damaligen Reihe, die auch schon bei Dino erschienen war. Ja. Es ist wunderschön. Was zeigst du gerade? Das Gesucht-Plakat von diesem, was auch immer es ist. Jetzt hatten wir ja, letztes Mal schon ein, sagen wir mal, klassisches Material mit den Batman Animated Geschichten. Mhm. Die waren dann halt gemischt mit unveröffentlichten. Hier ist es jetzt halt wirklich so, dass es, glaube ich, alles Material ist, was schon seinerzeit erschienen war. Hatte ich damals so in meiner Anfangs-Superhelden-Phase, Wiederphase oder wie auch immer man das nennen möchte, habe ich die praktisch gelesen und verschlungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein zweites Mal hat es mir jetzt nicht mehr so viel Spaß gemacht. Gut, der Kontext war halt ein anderer.
und war auch noch deutlich jünger und da hat mich sowas eher mal geflecht. Genau. Und ja, mein, wer Lobo kennt, der weiß Bescheid, also in welche Richtung das geht. Und es geht halt im Grunde auch darum, dass er hier praktisch seinen Kopfgeldjägerpflichten nachkommt und oder nachkommen muss, weil er braucht halt ständig Credits. Ja. Ja. Und dann das erste Mal in Els Diner landet und den Schuppen gleich mal platt macht mit Hilfe von was weiß ich, anderen Leuten, die er jagt oder mit denen er in Konflikte gerät. Und, die ihm auf den Geist gehen, die genau. Zufällig anwesend sind. Und ja, somit ist es natürlich eigentlich ein eher gern gesehener Gast im Els Diner, aber im Grunde ist es auch der einzige. So zeichnet sich fast ein bisschen ab. Und ja, naja, es ist halt ein derber Humor und ja, jeder, der Lobo kennt, der weiß eigentlich Bescheid, in welche Richtung das geht. Ja, darauf sollte man sich aber halt auch einstellen. Und ich bin halt, was mich halt neugierig macht, ist dann, wie der Band oder wie die Serie fortgesetzt wird. Mhm. Was dann in den nächsten Bänden erscheint. Ob dann auch weiterhin solches Material erscheint, was damals vielleicht noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die Serie damals ging. Oder ob es dann auch andere Lobo-Storylines in die Bände schaffen, wie diese Lobo Unbound oder wie der damals hieß. Ja, einfach mal weiterverfolgen. Also wie gesagt, es war halt eine für schnelle Unterhaltung, für Leute, die es etwas derber mögen, ist Lobo natürlich immer ein willkommenes Spektakel. Mhm. Ja. Ich habe einen Charakter, der von Lobo inspiriert wurde. Okay. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich also kenne nur die tollsten Soundwords aus Lobo. Kabomba! Nein. Fragger, 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 Fucker, Fucker, Fucker. Das ist wunderschön. Sie reden miteinander über ihre Waffen in einem tollen Shootout. Oh Gott. Na. Ja, das ist, also ich glaube, Lobo ist perfekt für ein etwas jüngeres Publikum. Und da darf man es noch gar nicht lesen. Und genau in dem Moment ist es perfekt, wenn einfach das Blut fließt und alles explodiert und ja. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was da noch so kommt, aber ich kann mich halt erinnern, dass damals so auch nochmal Sonderbände erschienen waren mit Aufeinandertreffen mit anderen Comicfiguren. Also die Maske. Ich habe ja alle Lobo Authority Crossovers da. Ah ja, okay. Genau. Es gibt doch einen Lobo, wo er den Osterhasen oder den Weihnachtsmann. Das ist Authority Crossovers, die habe ich dir mal geliehen. Ja. Er tötet als erstes den Weihnachtsmann und dann kommt er zurück und tötet den Osterhasen. Weil die sich aber gegeneinander irgendwie ausspielen, ne? Oder nee, der Weihnachtsmann ist eigentlich böse. Und er ist eigentlich erfunden von Jenny, also dem Geist der... weil sie haben ja halt erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt und sie ist ja der Geist des 21. Jahrhunderts und alles, was sie halt glaubt und denkt, wird halt wahr. Und dann deswegen hat sie ihn dann... Ist das wunderschön, man muss das mal gelesen haben. Du musst es mir nochmal leihen. Ja, mache ich gerne. Es ist halt ein bisschen derber gezeichnet und es passt halt wunderschön zu Lobo. Also es ist sehr brutal gezeichnet. Also da ist nichts mit schöner weißer Weihnacht. Blutige Weihnacht. La 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 la. Ja. Ach ja, Halloween, nein. Das ist Halloween. Das ist Halloween. Ja, wir sind schon sehr gehypt für Halloween. Ja, Halloween. Ja. Mhm. Mhm. Und alle Serien machen momentan Halloween-Specials. Finde ich auch sehr gut. Ja. Was hat denn die Feli dabei? Ich habe das einfach mal so eingepackt und mitgenommen, weil da sind auch Bilder drin. Und Star Wars Episode 1, die illustrierte Enzyklopädie. Ah, ja. Die mitgenommen aussieht, weil ich sie mitgenommen habe. Nein, weil du sie mit zweiter Hand von jemandem bekommen habe, der sich nicht gut drum gekümmert hat. Hey! Ja. Das muss noch was geht's da? Also, Star Wars ist diese fantastische Geschichte über Jedis und Sith-Lords und Darth Vader und Geschwister, die aufeinander stehen. Nein, nein. Nein, warte, das ist kein Manga. Das ist kein Manga, genau. Das ist kein Manga. Nur beinahe. Beinahe aufeinander stehen. Ja, beinahe. Ja, und in der fantastischen Enzyklopädie gibt's halt Bilder zu allem mit Erklärungen. Wer ist Darth Sidious? Was ist ein Hyperantriebskern? Mhm.
Testschirm. Hohe Jedi-Rat benutzt handliche Multifunktions-Testschirme zur Prüfung der Lehrlinge. Mhm. All diese spannenden Fakten mit tollen Fotos und ich glaube, hier sind gar nicht so viele Zeichnungen drin. Ich habe noch ein anderes, das war aber zu groß, um es jetzt mitzuschleppen, wo auch noch Artworks drin sind, auch zu Episode 1, glaube ich. Ja, mhm. Große Kampfdroiden. Die sind so süß, ich liebe sie. Oh mein Gott. Ich habe einen Wackel-Droid zu Hause. Oh, das ist wunderschön. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf den nächsten. Ein wenig. Ganz klein wenig. Ja. Ich habe immer noch Angst. Ich freue mich ein bisschen, aber ich weiß auch, also ich will mich nicht zu sehr freuen, weil es nicht klar ist, ob das gerechtfertigt ist, weil ich habe mich schon zu oft auf Sachen gefreut, die dann echt bescheiden scheiße waren. Also ja, vor allen Dingen habe ich mich halt auf Star Wars Episode 1 gefreut und war dann sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht damals. Deswegen habe ich echt Bedenken, obwohl ja das Material, auf dem es aufsetzt, ziemlich gut ist. Deswegen. Ich bin ja zum Glück kein so harter Star Wars Fan. Wir saßen im Kino und konnten es teilweise nicht fassen. Also, so schlimm. Ja. Also gut, ich habe jetzt alte Geschichte, ich habe das Star Wars auch relativ spät entdeckt und deswegen war mir das nie so. Ja, genau, ich habe Star Wars auch erst sehr spät geschaut. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 20.000 Star Wars Comics mit allen, im Prinzip auch schon den Teil der Geschichte illustriert und keine Ahnung. Also es war so, yay! Ja, weil ich damit nur sagen wollte, dass ich mit der neuen Trilogie super zurechtgekommen bin und Das ging mir ähnlich. Aber das ist halt was für andere Leute Star Wars ist, war für mich Star Trek. Das waren meine Kindheitserinnerungen. Und als diese neue Serie rauskam, war ich super entsetzt. Ich habe sie mir irgendwann sogar mal angetan. Und sie ist echt scheiße. Sie haben alles versaut, was sie versauen konnten. Mhm. Sie ist nicht sie Kanon und der Timeplot. Nein, sie ist quasi immer noch drin, aber sie haben sie ja abgebrochen. Aber sie ist welche rausgenommen. Das mit Captain Archer, dieses, was dann Star Trek Enterprise hieß, das ganz Neueste. Ach so, du sind wir bei Star Trek, okay. Ja, wir reden über Star Trek. Wir reden über Star Trek und Star Wars, weil man muss das gleichzeitig behandeln. Und jeder, der behauptet, dass er nur eins mag, ist doof. Nein, Quatsch. Ich verstehe halt nicht, warum man nur eins mögen sollte, weil es völlig unterschiedliche Sachen sind. Das einzige Gemeinsame ist das Star im Namen. Ja, Star Wars ist ein Märchen und Star Trek ist eine Ideologie. Utopie, ja. Ja, also Utopie, genau. Mhm. Star Trek ist eine utopische, so hätten wir gern unsere Zukunft, Sci-Fi-Serie. Und Star Wars ist eine fantastische Sci-Fi-Serie mit epischen Gut- und Böse-Charakteren. Mhm. Ja. Ich kenne mich ja auch immer wieder ganz gerne als Jar Jar Binks-Fan. Ich mag Jar Jar Binks. Ich weiß nicht, was Leute haben. Der hat die Serie so aufgelockert. Ja. Er war der Einzige, was man sich anschaut. Nein. Tatsächlich war ich jetzt auch, hat man ja auch schon mal erwähnt in einem der Podcast-Episoden, beziehungsweise Matthias hat es mal erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe, in dieser Star Wars Identities-Ausstellung in Köln. Und habe mich natürlich auch gleich für die Rasse von Jar Jar Binks entschieden, die da heißt wie? Michsus? Nix, Moment. Egal. Ich habe vergessen, wie sie hießen. Und Leute, ich habe hier extra direkt Jar Jar Binks gefunden und es wird nicht mehr reingeschrieben, was es ist. Stimmt bestimmt. Es steht nur dran, was er tun kann. Ja. Ne? Grammatik? Und nein. Tatsächlich hat man es so erklärt, dass oder dort näher beleuchtet, dass wie heißt der große schlachsige Roboter? C3PO. Das ist ein schlachsig, Jungs. Ja. Quietsch. Dass die ja erst relativ spät kommen. Also, wenn nicht erst im zweiten Teil oder im ersten schon. Die ist, glaube ich, direkt im ersten. Aber relativ spät, ne? Ja, ja. Und deswegen brauchen sie halt einen ähnlichen Sidekick-Charakter. Deswegen Jar Jar Binks. Ja. Ich fand ihn nicht so schlimm. Nö, wie gesagt, als Goofy-Fan darf man auch Jar Jar Binks mögen. Stimmt, ja. Episode 1 war halt viel mehr auf Kinder gerichtet. Ja. Ja. Mit den ganzen Rennen und so. Deswegen brauchte man ganz, ganz dringend eben auch noch so einen Charakter, der. Das war halt das Witzige, du saßt im Kino und es waren Kinder im Kino. Mhm. Und Jar Jar macht irgendeinen Scheiß und alle Kinder lachen. Und die Erwachsenen sitzen so da und sind so, hä, was fandet ihr jetzt lustig? Mhm. Und genau dasselbe, halt irgendwas anderes kommt und alle Erwachsenen lachen und die Kinder sind still. Also ich fand das ein bisschen seltsam, weil es zum ersten Mal mir da aufgefallen ist, wie aneinander vorbei der Film
also wie die Geschmäcker aneinander vorbeigehen. Andere Filme gehen da manchmal, also zum Beispiel Incredibles lachen Erwachsene genau wie die Kinder. Zumindest ist es mir, saß mir da halt auch schon im Kino und da ist es mir halt aufgefallen, dass alle gleichzeitig lachen bei den Pixar-Filmen. Ja. Und bei Star Wars war es wirklich so, jetzt kommt noch ein Pupswitz und das komische Kamel pupst nochmal und alle Kinder lachen. Und du sitzt als Erwachsener da und bist so, okay, ja gut. Ja, gut. Ja. Das könnte aber auch am deutschen Publikum mitliegen, weil ich habe gemerkt zum Beispiel, dass das amerikanische Publikum über gewisse sehr niedrige Witze, wo in Deutschland die Leute nur so machen, lauthals lacht. Also Pupswitze zum Beispiel gerade sind bei Amerikanern, beim erwachsenen Publikum auch sehr, sehr beliebt oft, also bei vielen Sachen. Ja, weswegen war ich überhaupt bei der Star Wars Ausstellung? Ess mir nicht den leckeren Dings weg. Welchen findest du denn lecker? Ach, den, dann nimm ihn dir, um Himmels Willen. Der Dings. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz essen kann, deswegen nehme ich nicht sofort. So. Wir müssen wichtige Süßigkeiten-Dinge diskutieren. Ja, ich habe ein Messer und du hast eine Gabel. Oh Gott. Hast du ein Messer? Nein. Ich habe das Messer. So, weswegen war ich eigentlich bei der Star Wars Ausstellung? Ja. Ja, weil ich in Essen war, bei der Comic Action. Mhm. Nun doch. Und da habe ich zum einen mit dem Alexander Lachwitz ein Interview geführt und mit meinem Herbergsvater, dem Emil Boskop. Und das hören wir uns jetzt an. Die hören wir uns jetzt erstmal. Dann sehen wir uns gleich. Bye, bye. Ja, wir hören uns gleich. Sehen, hören. Das ist doch alles dasselbe. Wir schreiben uns gleich. Ja, genau. Können uns gleich antwittern. Wir sehen uns mit den Ohren. So, bis gleich. So, da laufe ich hier auf der Spiel- bzw. auf der Comic-Action entlang. Und wer läuft mir da über den Weg? Der Alexander Lachwitz. Hallo. Ja, hallo. Alexander Lachwitz, können unsere Hörer vielleicht schon, wir hatten dich schon mal in einem kurzen Interview damals in München, war das richtig? Ich glaube ja vorletztes Jahr, nee, vor 2 Jahren, dieses Jahr war ja wieder München, da muss es vor 2 Jahren gewesen sein. Da war es sogar in Erlangen. Stimmt, Erlangen war es. Vorletztes Jahr. Wir werden alle alt. Ja. Und es ist auch schon spät. Nein, Quatsch. Da wollte ich doch mal fragen, weswegen bist du hier? Wegen den Comics primär oder hast du auch andere Schwerpunkte? Weil die Hörer wissen, ich bin jetzt eher wegen den Comics hier. Ich muss gestehen, ich bin jetzt ja zum 3. Mal hier und ich bin damals das 1. Mal wegen den Comics gekommen und dieses Jahr steht unter dem Motto geblieben wegen den Spielen. Also ich habe mir dieses Jahr mal bewusst Zeit genommen, die ganzen Spiele zu sehen. Deswegen, ich bin jetzt 4 Tage hier, aber ich bin auch wegen den Comics gekommen. Also die Comic Action war meine erste Messe. Also damit bin ich emotional sehr verbunden. Es ist immer eine sehr familiäre Sache, auch wenn man da die ganzen Webcomicler, Sarah, Marvin, Mario, Max, Michael, David, Leander trifft und wieder trifft und schnackt. Das ist halt wie ein altes Klassentreffen inzwischen. Ja. Hast du schon irgendwelche Highlights auf der Messe entdeckt? Du sagst, du bist jetzt schon 3 Tage hier. Seit Donnerstag. Seit Donnerstag, ja. Was sind für dich so die Highlights? Ich sage jetzt mal ganz bewusst allgemein gefasst und vielleicht kommen wir nachher später nochmal auf die Comics nochmal zurück. Gute Frage, weil ich irgendwie es immer schaffe, so um die ganz großen Sachen drumherum zu gehen, vielleicht weil es zu viele Leute sind oder weil ich immer nur auf das Kleine gucke. Meine Highlight-Überraschung bisher war ein super kleines Rollenspiel namens Ultima Ratio, von dem ich den Verlag jetzt gerade vergessen habe. Was mir aber sehr gefallen hat, ich habe mir alle Quellenbücher und Spielleiterschirme gekauft und das hat gerade mal 40 € gekostet, weil jedes Büchlein ist nur ein dünnes Heft und man kommt super schnell rein. Und das ist eigentlich genau das, was ich gerade suchte, weil ich bin ein alter Rollenspieler und im Moment steht dass die ganze Szene, habe ich ja eigentlich so ein bisschen auf dem Thema Entschlackung, um neue Leute anzusprechen und ja, das ist es. Ansonsten will ich mir so ein paar Brett-Tabletop-Mischlinge ansehen. Also ich glaube, ich werde dieses Jahr in X-Wing einsteigen und vielleicht Lobotomie auf Englisch will ich noch ausprobieren. Auch so ein Kickstarter-Projekt und Human Interface Nakamura Tower, ebenfalls ein Kickstarter, Sci-Fi, Cyberpunk-Brettspiel mit Figürchen. Muss ich noch ausprobieren. Und das sind so jetzt meine Nicht-Comic-Highlights bisher. Was bleibt für dich so das Comic-Highlight bisher? Also jetzt auf der Messe oder das Jahr? Sag mal ruhig beides. Also Messe, hast du da irgendwas Spezielles entdeckt oder hast du irgendeinen Geheimtipp bekommen, etwas in der Richtung? Und dann kannst du auch gerne nochmal sagen, was so für dich das Highlight im bisherigen Jahr so war. Okay.
Also auf dieser Messe möchte ich noch kein Highlight benennen, weil ich mich tatsächlich mehr auf die Spiele konzentriert habe. Ich habe mir schon einige Comics angesehen, gab einige, wo ich mich gefreut habe. Einiges kannte ich schon oder wusste, dass es gibt. Aber ich muss mir da definitiv noch einiges ansehen und hoffe, da noch irgendwas zu finden. Und keine Ahnung, ob es ein toller Indie-Neuüberraschung wird oder irgendein großer Sammelband. Keine Ahnung. Also Panini, Splitter, Crosscult, die sind ja nicht unbedingt alle direkt da, aber vertreten. Also irgendwas, denke ich, werde ich noch finden, aber benennen noch nicht. Doch, eins. Ein kleines Tacker-Heftchen von einem Indie-Zeichner. Ich weiß nicht, Sebastian Driemer, bin ich gerade nicht sicher. Tank heißt der auf jeden Fall. Sehr schöner deutscher Endzeit-Comic, spielt in der deutschen Nach-Endzeit, sieht aus wie Mad Max. Sehr schöner Charakter, starker Strich. Und jetzt schon das zweite Heft raus, war ich schon seit Jahren scharf drauf. Super. Ist der hier? Ja. Der war gestern noch hier. Ah, okay. Deswegen habe ich den nicht gesehen. Weil den hat man schon mal drin irgendwo und ja, das wollte ich mir auch nochmal näher angucken. Aber ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen, deswegen. Okay. Und so allgemein gesehen, übers Jahr verteilt, hast du da jetzt irgendwie einen Comic, was du besonders hervorheben möchtest? Also, da muss ich sagen, ich habe dieses Jahr tatsächlich meine Begeisterung für Mainstream-Comics gefunden. Ich habe mich Ende letzten Jahres angefangen, in der DC reinzulesen, hauptsächlich die Bat-Comics, wo es ja zig Varianten gibt. Da wurde ich zu gedrängt von Vanessa Drossen und Mario Bühling bei Katzenfutter Gelee-Spritzer, die sind da beide ganz groß drin. Und verliebt habe ich mich als Fan tatsächlich in Batwoman. Mhm. Ist ja sowieso eine sehr gehypte Serie, die leider nach den ersten Bänden stark abschwacht, weil die Autoren gewechselt wurden, weil man eine lesbische Hochzeit wahrscheinlich nicht haben wollte, wie auch immer. Es ist dennoch eine Serie, die mich inhaltlich überrascht. Ich hätte so gut gezeichnete und konsistente Charaktere, worauf die Charaktere eingegangen wird, in einer US-Mainstream-Serie nicht erwartet. Und erst recht nicht in dem Bat-Universum, wo ich denke, dass eigentlich auch, böse gesprochen, immer nur so diese zwei, drei Standard-Klischees mit ein paar Psychopathen aufmischt. Also das ist tatsächlich meine Überraschung des Jahres bisher. Mhm. Ja, wird mir auch immer wieder empfohlen, muss ich tatsächlich nochmal reinlesen irgendwann. Ja, weitere Frage von mir wäre, wie geht's bei dir weiter? Also du machst ja einen eigenen Blog unter der-lachwitz.de. Richtig, der-lachwitz.de. Ich bin wieder mal so ein bisschen am Restaurieren bzw. konzeptionellen Überarbeiten, aber ich denke mal, diesmal wird es jetzt flüssiger. Ich gehe gerade so ein bisschen weg davon, jetzt immer nur Comic-Rezensionen zu machen. Das möchte ich jetzt eigentlich lieber bei den Jungs von Comicgate machen, wo ich auch ab und an schreibe. Und mit denen es eigentlich sehr schön ist, zusammenzuarbeiten. Das ist ein sehr schöner Austausch. Und ich möchte stattdessen lieber so gucken, was ist so am Rande dessen, was man so als Comic-Fan und Geek damit zu tun hat. So, wie hält man seine Sammlung im Griff? Ich stehe beim Comic-Händler und es gibt wieder die x-te Variante von Batman. Und ich überlege, habe ich die schon oder habe ich die nicht? Gibt es da nicht was mir hilft? Oder Messeberichte oder mal irgendwie Interviews oder auch mal irgendwas, was mit Comics gar nichts zu tun hat, sondern so mit Geek-Bastelei zu tun hat. Sowas möchte ich halt einfach mit reintun, wo ich merke, das macht mir tatsächlich Spaß. Man kann es aber nicht so unbedingt in eine Schublade tun und andererseits sollst du auch sagen, mein Gott, wir Geeks und Nerds, wir haben auch ein ganz normales Leben, wir meistern unseren Alltag und wir brauchen da auch manchmal so eine Hilfe, so Lifehacks und dergleichen. Und warum nicht? Und das ist eigentlich so in die Richtung, die ich gehen möchte. Ein bisschen mehr Videopodcasts, vielleicht auch mal Audio. Aber da gibt es ja schon einige sehr gute. Nein, im Ernst, es gibt sehr gute und weiß nicht. Also Videopodcasts will ich weitermachen auf jeden Fall. Hast du jetzt ja hier auch auf der Messe wieder so ein bisschen in Angriff genommen wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Ich hatte gerade ja eben mit dir auch schon mal noch vor der laufenden Kamera geschnackt. Gestern mit dem Daniel Wöhner, der ein herausragender Experte ist bei Brett und also bei den ganzen Brettspielsachen, der den Markt auch viel besser im Blick hat. Das finde ich hier auf der Messe auch sehr toll. Das habe ich auch versucht, will ich auch versuchen, im Podcast so ein bisschen in den Schwerpunkt zu rücken. Alles das, was ich eigentlich so nicht beleuchte. Also diese ganzen Brettspiele, Tabletop, wo geht's hin, was geht. Also man darf natürlich keine tiefgehende Expertise von mir erwarten, da bin ich der Laie. Deswegen werde ich da fleißig Links zu anderen Blogs wie Teilzeithelden, Nördlich und Zeitzeugen etc. einbauen, die über sowas viel häufiger und mit viel mehr Expertise berichten. Aber ich wollte einfach mal auch zeigen, was mich da auch begeistern kann. Auch mal ein paar schöne Bilder produzieren, hoffe ich. Okay, dann sind wir alle gespannt.
So, und dann eine andere große Beute auf diesen Messen sind ja auch nicht nur die Hefte und Comics selbst, sondern halt auch die Sketche. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du da schon eine gewisse Ausbeute hattest. Also meine Sketch-Ausbeute ist dieses Jahr noch nicht so groß, aber das will nichts heißen. Ich mag da lieber die Qualität und das Persönliche. Also, ich gucke gerade, was haben wir denn jetzt? Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber hier ist jetzt was, ja, vielleicht kann man irgendwie ein Foto oder so später im Text reinbinden. Ich kann die Unterschrift nicht lesen. Also es ist eine Zeichnerin, die auch Textfonts macht. Die sitzt auf der Zeichnerallee. Aha. Und was ich da gerne mache, ich blätter dann immer durch deren Hefte, was die so davor liegen haben, und einfach so zu sehen, was für einen Stil machen die. Und dann sehe ich dann oft, die hat einen sehr coolen Stil mit, also hier haben wir jetzt zum Beispiel einen, die hat mich angesprochen, die hat mir jetzt so einen Sideshot von Gypsy Danger aus Pacific Rim. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt den euch an. Aha. Gemacht. Und sie hat das so richtig schön gemacht. Wenige Farben, paar feine Linien und dann so ein paar richtig dicke Linien, fast so Frank Miller oder artig rein, und der hat Wumms, noch so ein bisschen mit einem weißen Hintergrund vorgehoben. Und sowas mag ich, einfach durchblättern, gucken, springt mein Stil da an oder vielleicht sogar ein Motiv, aber eigentlich nur der Stil, und dann sage ich, okay, gut. Und das jetzt mit irgendeinem Motiv, das mich anspringt, und schwupps, dann habe ich das. Also ich gehe jetzt nicht rum und sage jetzt, mal mir mal ein Batwoman, machen noch was. Das wird mir langweilig. Also wenn man jetzt wieder mal schaut, ist aus irgendeiner Twitter-Witzgeschichte habe ich mir jetzt einen Schuh zeichnen lassen. Oder von Rudolf Perez, den ich auch schon, der ist ja auch immer jedes Jahr hier da als eine Protagonistin aus dem Captain Commander oder Captain Cork? Commander Cork. Commander Cork, seine eigenen Comics. Mhm. Ja, dann sieht man schon, jetzt sind jetzt die alten Sachen von 2014, das müsste jetzt noch eher lang sein, so richtig so ein Horror-Wikinger. Und, aber also dieses Jahr eher noch eine dünne Ausbeute. Ja. Ja, mein Liebling. Ich weiß nicht, erkennst du es? Nee, jetzt so nicht, ne? Das sind drei Captains, okay. Wobei er trägt den Captain-Namen nicht offiziell. Mhm. Kommt jetzt demnächst wieder ins Kino, Harrison Ford. Ah ja, okay. Und ja, okay, ich löse es mal auf für die Hörer, ist jetzt auch blöd. Ich habe mir so Harrison Ford als alter Familienvater und daneben dann Captain Malcolm Reynolds aus Firefly und links dann Captain Jack Harkness aus Torchwood, Doctor Who. Ja. Es sind für meinen Geschmack eigentlich die coolsten Captains, die es da irgendwie durchs All düsen, und ich finde, sie haben irgendwann mal ein Crossover verdient, und dann habe ich in diesem Fall den Leander von Leanders Feine Linie gebeten, mir da mal so einen Crossover-Fanart zu machen, und okay. Das ist dabei rausgekommen. Sieht cool aus, ja. Danke, oder ja, vielen Dank an Leander und sein Geektum. Ja. Ja, aber das war's. Also so viel Ausbeute ist tatsächlich noch nicht. Okay. Ja. Dann hast du morgen noch ein bisschen vor dir, ne? Genau, ich wollte morgen wahrscheinlich eine kurze Abschlussrunde machen. Abhängig davon so ein bisschen, wie es mir geht. Ihr hört, ich habe meine schöne Radiostimme aufgelegt. Extra eine Erkältung eingefangen, damit ich jetzt sehr charming rüberkomme. Nein, morgen kleine Abschlussrunde, das mitnehmen, was ich heute nicht mehr schaffe, und dann aber auch nicht zu spät losfahren. Ja. Und das war's dann. Gemütlich nach Hause kommen. Genau, ja, Montag steht ja wieder Arbeit an. Ja. Okay, dann danke ich dir recht herzlich und wünsche dir noch eine schöne Zeit hier. Dir auch, vielen herzlichen Dank. Da es schon ein Interview auf der Comic Action in Essen gab, kann das nur eins bedeuten, dass ich bei Emil Boskop zu Gast bin. Hallo. Hallo, Leute. Dieser überschwängliche. ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal angefangen, mit dir ein Interview zu führen, in schriftlicher Form. Ja. Irgendwie ist das wieder eingeschlafen. Deswegen machen wir es jetzt einfach für den Podcast. Können wir machen. Und zwar geht es um ein Projekt von dir, nämlich die Superhelden-Timeline. Richtig. Genau, die Superhelden-Timeline. Kurze Einsteigerfrage, wie kam es dazu? Ja, damals, wo ich halt mit den Comic-Sammeln angefangen habe, das war halt zu Anfangszeiten der Dino-Ära oder auch Panini, und die haben dann halt ihre Hefte auch oft durch Specials erweitert, und ging halt die Story in den Specials weiter und von den Specials halt wieder in die Heftserie. Die Storys gingen so über. Und dann habe ich die halt auch immer nicht nach Heftserie gesammelt, sondern in chronologischer Reihenfolge, wie das gelesen werden muss, quasi in Lesereihenfolge. Mhm.
Und dann irgendwann habe ich mir mal gedacht, weil es da sonst auch nicht großartig was im Internet dazu gab, dass ich mal einfach so Lesereihenfolgen mal im Internet veröffentliche. Das war so die Grundidee dahinter, genau. Weil du hattest da zu der Zeit niemanden gefunden oder nichts gefunden, wo das so gemacht wurde? Richtig, genau. Ja. Ja, jetzt machst du das schon. Wie lange? Also du hast ja gesagt, Dino-Zeit hat es angefangen. Ja, richtig. Eine Dino-Zeit. Na ja, gut, die Homepage, die gibt es ja nicht seit Anfang der Dino-Zeit, aber nur da fing das halt an, damit, dass ich das alles so ein bisschen chronologisch gesammelt habe. Und ja, weiß nicht, wie lange gibt es meine Seite schon? Knapp 10 Jahre, glaube ich. Mhm. Na, immerhin. Wie gehst du daran? Also was machst du da genau? Du sammelst jetzt Story Arcs und sowas und dann sagst du oder schreibst du praktisch nieder, wie das, in welcher Lesereihenfolge das zu lesen ist oder wie funktioniert das? Viele Sachen lese ich auch selber und dann kriege ich ja selber ein Gefühl, in welche Reihenfolge das ungefähr gelesen werden muss. Mhm. Und teilweise kann man halt auch nach US-Heften gehen, ne, wie die veröffentlicht wurden. Da nehme ich auch dann viel die Panini-Vorschau dann zur Hand. Ne, und dann ab und zu nochmal, gerade bei Events oder so, gucke ich halt so nochmal im Internet, auch was die Amerikaner da so zu schreiben, wie das gelesen werden muss. Mhm. Und dann gucke ich halt, wie das in Deutschland alles veröffentlicht wurde. Und dann stricke ich mir das so ein bisschen zurecht. Das heißt dann aber auch innerhalb von einzelnen Ausgaben, also wenn da jetzt irgendwie was ist, das heißt, also die Episode so und so ist in dem Heft drin und dann wäre es besser mit dem anderen Heft weiterzulesen, weil da ist dann eigentlich die direkte Fortsetzung und dann kann man wieder zum Heft zurückkommen. Auch sowas dokumentierst du dann? Ja, genau. Okay, verstanden, soweit. Was sind denn so momentan die Serien nach deinem Gefühl, bei denen du das oder bei dem du da den meisten Aufwand hattest oder wo du auch die meisten Einträge hast? Ja gut, die meisten Aufwand haben natürlich die Serien, wo am meisten von erscheint. Gerade jetzt auch Avengers zum Beispiel, X-Men, Batman, Spider-Man, das sind so die, wo am meisten Aufwand immer mit ist, weil er halt auch am meisten von erscheint. Mhm. Also jetzt gerade bei Batman hat man das ja oft, dass da dass da halt eine Storyline beginnt und jetzt zum Beispiel mal als Beispiel herangezogen ein Tod in der Familie oder so. Und da ist es ja dann so, dass sich da viel aufteilt in verschiedene Ausgaben. Ich denke mal, dass da der Aufwand noch am deutlich größten ist, oder? Ja, genau. Und auch generell auch so bei so diesen Events jetzt, wo jetzt gerade hier in Deutschland auch alles Mögliche veröffentlicht wird, in Monsterbänden und Sonderbänden und was weiß der Geier was. Mhm. Also Forever Evil oder sowas. Ja, genau. Das war ja dann ziemlich aufgesplittet, ne? Das hatte dann nochmal irgendwie seine Spezialhefte und dann, also gut, es gab die Hauptserie und dann gab es die Spezialausgaben über die Schurken und dann gab es aber vereinzelt nochmal wieder Ausgaben in den eigentlichen Heftserien. Ja, genau. Ne, dann da war das ja auch so, die viele Ausgaben hatten ja auch gar nichts mit dem Event zu tun, aber einzelne Schurkenausgaben hatten ja wieder was mit dem Event zu tun. Mhm. Ne? Und dann habe ich da auch halt irgendwie auf US-Seiten mal so geguckt, ne, wie, was jetzt genau wichtig ist und was nicht. Ne? Ja. War das, wenn wir jetzt gerade bei DC sind, vielleicht fällt dir dazu dann auch nochmal ein Marvel-Beispiel ein, war das bei DC, als der Neustart angefangen hat, also dieses New 52, war das da einfacher in dem Moment? Ja, im Prinzip schon, da ist ja eigentlich alles wieder auf Null gesetzt worden. Mhm. Ne? Hat sich aber mittlerweile wieder etwas überholt, ne? Ja, natürlich, da ist alles wieder durcheinander wie eh und je. Und bei Marvel, wann war damals so ein Moment, wo du gesagt hast, jetzt haben wir mal wieder so eine Grundordnung drin? Ja, das wird wahrscheinlich jetzt erst kommen Secret Wars soll jetzt kommen. Mhm. Und da soll ja auch ein neues Marvel-Universum entstehen. Und ich denke mal, das ist dann auch so ein Punkt. Mhm. Ne? Ja, wie kannst du unterstützt werden oder suchst du überhaupt Unterstützung bei deinem Projekt? Weiß ich nicht, das ist ziemlich schwierig. Ne, weil das irgendwie,
Also im Moment hast du ja noch ein klassisches Webseitenprinzip. Also das heißt, da ist jetzt nichts irgendwie, wo interaktiv mitgestaltet werden kann. Es sei denn, man schickt dir halt E-Mail mit eventuell der und der Lesereihenfolge, ne? Ja, genau. Genau. Aber prinzipiell wäre das von dir gewünscht, dann sozusagen so eine Art Plattform zu schaffen, wo dann jeder sich mit beteiligen kann? Oder wie ist das gedacht? Oder willst du das erstmal so, wie das bisher läuft, weitermachen? Dass du da so ein bisschen die Hand drüber hältst? Ich wollte es eigentlich erstmal so weiterlaufen lassen, wie bisher. Ich gucke nochmal, ob da ein bisschen vielleicht die Seite mittlerweile ein bisschen modernisiert wird. Mhm. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, weil alles ziemlich zeitintensiv ist. Mhm. Und Zeit ist ja was ich sehr wenig habe eigentlich. Ja, deswegen war so ein bisschen der Grundfrage nach dieser Unterstützung. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn unsere Hörer sich deine Seite mal angucken wollen, dann erstmal vielleicht nochmal die Adresse. Das ist www.superhelden-timeline.de. Mhm. Und falls ihr Ideen habt, wie man das ganze Konzept vielleicht anders oder besser jetzt würde ich nicht sagen, aber anders halt machen kann oder Ideen habt oder auch Lesereihenfolgen habt, die ihr mitteilen wollt, könntest du dich an dich wenden, ne? Ja, genau. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse oder steht die da im Impressum mit drin? Ja, die steht da mit drin. Das ist emil-boskop@freenet.de. Mhm. Aber man kann sich vielleicht auch besser dann über Facebook bei mir melden. Vielleicht dann auch da über die Superhelden-Timeline-Seite bei Facebook. Würde ich dann hier verlinken, ja. Ne? Und weil da gucke ich nämlich öfter drauf als bei meinen E-Mails. Okay, gut. Ja, was ist denn geplant jetzt in Zukunft? Was hast du denn jetzt so als nächstes Größeres auf dem Schirm, was du einpflegen möchtest? Ja, ich habe ja noch einige Timelines, die noch nach unten hin noch ein bisschen ausgeweitet werden müssen. Mhm. Gerade auch bei. Was heißt nach unten hin? Ja, also bei den meisten bin ich ja quasi bei der Dino-Panini-Zeit so angefangen. Mhm. Und dann halt noch ältere Hefte. Ne? Also rückwirkend praktisch vor dieser Zeit dann. Mhm. Ja, genau. Bei Marvel habe ich das schon teilweise schon fertig, wie bei Spider-Man oder ähnliches. Mhm. Ne? Da hilft mir dann meistens auch der Marvel-Guide, ne, weiter. Und aber bei DC gibt es da sowas leider nicht. Habe ich zumindest noch nicht so gesehen. Ne? Ja. Okay. Und welche der laufenden Events oder was ist im Moment das, was jetzt so gegenwärtig am nächsten wäre, was du einpflegen musst oder möchtest? Ja, jetzt kommt ja bald, wie gesagt, dieses Secret Wars. Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das alles voneinander kommt. Mhm. Und ja, bei DC kommt ja Conversions oder so, ne? Ja. Ja. Also da wird es dann auch weitergehen, so chronologisch im Grunde. Ja. Okay, würde ich jetzt noch abschließend fragen, was war denn jetzt so das Letzte, was du da jetzt größer eingestellt hast? Das letzte Größe, och. Also so als Gesamtwerk gesehen oder als Storyline oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Ja gut, immer diese Events halt, ne? Mhm. Und ja gut, gerade bei Marvel ist ja, da folgt ja ein Event im nächsten jetzt momentan, ne? Und ansonsten vielleicht das die Timeline von dem Marvel Cinematic Universe. Ah ja, also da willst du dann auch ansetzen quasi. Ja, das existiert ja schon. Ah, und von DC quasi auch. Da habe ich jetzt auch angefangen. Und parallel hatte ich auch noch X-Men und Spider-Man. Aber Spider-Man hat sich jetzt eh erledigt, weil er eh ein Neustart jetzt ist. Also das heißt, im Fall des Marvel Cinematic Universe zum Beispiel bringst du dann die Reihenfolge der Filme da. Ja, richtig. Wie man die am besten so gucken sollte. Und bringst du dann jetzt solche Serien wie die Agents of S.H.I.E.L.D. oder sowas, die ja quasi parallel zu den Filmen laufen, dann da auch mit rein? Wie die dann praktisch so dazwischen spielen? Ja, die sind auch mit eingepflegt. Mhm.
Weil dich das ja Spin-Off-mäßig immer mal so ein bisschen mit aufgreift, ne? Ja, die, genau. Die Thematik der Filme, also jetzt zum Beispiel ziemlich groß war ja drin, gegen Ende der ersten Staffel halt dieses die Geschehnisse, die da aufgegriffen wurden, die in Captain America 2 zum Beispiel mit reingespielt haben. Ja? Mhm. Da gab es ja schon so gewisse Verquickungen und das, wie man das dann so in der Reihenfolge am besten guckt, das nimmst du dann also auch mit rein. Ja, genau. Wobei ich auch zugeben muss, die Serie habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ja. Ne, nur die ersten drei Folgen, glaube ich. Mhm. Ne? Na gut, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Und wie gesagt, wer da irgendwas beisteuern kann, der kann sich ja mit Emil in Verbindung setzen. Prost. Und, und dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Bitteschön. Willkommen zurück bei den Comic Cookies. Nicht zu verwechseln mit den Comic Schnuckies. So. Habt ihr das auswendig gelernt? Das passiert, wenn man zu lange befreundet ist. Ja, das ist schlimm. Das ist wie die Pest. Oh Gott. Gut, ich rede ein bisschen. Es gibt eine. Achso. Nun, du machst das was. Was redest du? Ich wollte nur kurz moderieren. Hallo. Dann moderieren. Ich bin der Moderator. Du bist der Moderator. Wir haben Steffen jetzt abgelöst. Frauenpower. Es gibt einen kleinen Cartoon-Block. Der Cartoon-Block, der besteht aus zwei. Slots? Drei, oder? Nee, das ist ach so, ja, nee, stopp, Cherry Boys at Girl ist gut. Manga. Genau. Wir reden erstmal wieder über die Entwicklung bei Steven Universe. Mit wir meint Oni nur sich. Ja. Moment, ich möchte einwerfen, das war das mit dem Fusionieren. Ne? Das war das mit dem Fusionieren. Und den Frauen und dem Planeten voller Lesben, weil es keine Männer gibt. Das ist wunderschön. Und zwar. Auf den Punkt zusammengefasst. Und zwar hat Steven. Ziemlich früh in der Serie gibt es so eine Art Bösewicht, die halt auf der Erde rummacht und die Portale repariert. Darüber habe ich euch, glaube ich, schon mal berichtet. Ja. Mhm. Das heißt, sie wissen nicht genau, warum sie das tut. Sie haben halt Angst, dass sie die Invasion der Erde wieder starten. Mhm. Und sie haben die Portale jetzt endgültig zerstört. Das heißt, Peridot, so heißt der Bösewicht, die Bösewichtin, sind alle weiblich, ist halt auf der Erde gefangen. Außer Steven, aber der war mal eine Frau. Genau, das ist wahr. Steven ist seine eigene Mama. Ja. So, und, das ist kein Spoiler. Ja, ist okay. Wirklich wunderschön. Und Peridot, erstmal haben sie ihr ein Bein gestohlen. Da hat man schon mal festgestellt, irgendwie ist das sehr seltsam, dass man so einem Bösewicht einfach das Bein wegnehmen kann. Mhm. Sie hat nämlich in Wirklichkeit, ist sie viel kleiner als sie. Sie hat einfach Enhancements. Sie hat Körper-Enhancements. Und sie ist künstlich vergrößert und nennt alle anderen immer winzig und Maggots und keine Ahnung. Und dann stellt man halt fest, dass sie nicht größer ist als Steven, wenn sie halt diese Flopper, die Dinge aus hat. Ich muss mir die Serie machen. Es ist wunderschön. Sie ist jedenfalls gefangen genommen worden und hat sich nun im Badezimmer von den Leuten, also von den Crystal Gems, verzogen und nennt es jetzt den geheimen Denkraum. Steven ist manchmal so, ich muss da jetzt aber rein. Warum willst du in diesen Raum? Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt erklären möchte. Und dann darf er kurz die Toilette benutzen und sich waschen und dann Sie wohnt in ihrem Klo, okay. Ja, sie ist sehr suspicious darüber, was die Menschen denn in diesem komischen Raum machen. Und sie versteht dessen Funktion überhaupt nicht. Das ist eine schöne Folge, wo langsam wird Peri... Was ich ja schon von Anfang mal vorgesagt habe... So schade, dass es kein Video gibt, um die Blicke von mir und Steffen zusammenzufassen. Denkraum. Ich denke da auch immer sehr viel nach. Ja, genau. Sie hat das schon sehr gut zusammengefasst. So. Jedenfalls habe ich ja schon manchmal damals... Manchmal denke ich auch. Ich habe damals schon gesagt, dass Peridot sich nicht wirklich wie ein Bösewicht verhält. Mehr wie jemand, die ihre Aufgabe schnell hinter sich bringen will. Mhm. Und genau das passiert jetzt auch. Sie ist halt eben auf der Erde gefangen. Und sie verrät jetzt den Steven Universe, der Crew, was wirklich vor sich geht mit dem Krieg, denn der ist noch lange nicht vorbei. Und es wird jetzt langsam richtig spannend und auch etwas gefährlicher, denn man merkt jetzt, dass Peridot, die sich halt wirklich bescheuert angestellt hat und
gar nicht gegen die Gems gekämpft hat. Sie ist immer weggelaufen oder war so, lasst mir doch meine Ruhe. Und die Crystal Gems waren immer so, nein, wir bekämpfen dich jetzt, du bist böse. Und sie war immer so, lasst mich in Ruhe, ich will doch nur meine Aufgabe machen. Nur die Crystal Gems haben halt nie zugehört, sondern haben sie erst mal schießen und dann fragen. Feli. Schießen im Denkraum. Nee, ist klar. Es ist so, auf jeden Fall eine wunderschöne... Steffen schießt immer im Denkraum. Das ist eine schöne... ich werde schon wieder in Ecke getrennt. Eine Vegeta-Situation. Das heißt, sie wird jetzt langsam zum Teil der Gruppe und nicht mehr der Böse. Und das finde ich halt ganz spannend. Hallo Zuhörer. Vegeta, ich wusste, worüber sie redet. Oh, vorbei. So, damit ist der Steven Universe-Blick-Blog wieder... Die sind noch beim Denkraum. So. Ihr seid immer noch auf dem Denkraum. Ja. Apropos Porno-Ping-Pong. Ihr habt doch da so ein... Apropos Porno-Ping-Pong? Ihr habt doch da so... Apropos Porno-Ping-Pong. Ja. Das Dinge, die Steffen mit dem Denkraum verbindet. Ihr habt doch da so einen tollen Podcast gemacht, Feli. Apropos ja, danke, dass du fragst, Steffen. Schön, dass wir alles einstudiert haben. Ha, ha, ha. Mit einem alten Bekannten aus unserem Podcast. Ja, tatsächlich mit dem guten Komiker. Ja. Wir lachen. Oh. Ich habe meine Anweisung gelesen. Genau. Mit dem ich da auch diesen anderen Podcast mache. Echt? Die höre ich mir nicht an. Oh. Der ist gut auch im Moment etwas. Aber was habt ihr denn da gemacht? Ich habe alles verdrängt. Nein, es war wunderschön. Es war ein Erlebnis, dass uns unsere Freundschaft wurde vertieft und wir haben viel gelacht und viel geweint und es hat euch Spaß gemacht. Es war emotional sehr verbindend. Es hat euch Spaß gemacht. Also ich würde mir, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wünschen, dass ihr das häufiger macht. 1000 Euro auf die Kralle, oder wie war das? 1000 Euro spendet 1000 Euro. So nach dem Motto, das könnte euch gehören. Aber jetzt 1000 Euro, nee, Quatsch, ja. Ja, nee, also ganz im Ernst, es hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, ich könnte mir das als Special häufiger wünschen. Ja, vielleicht wird das auch nochmal was. Ja. Also, es ist nur immer etwas schwierig, einen Zeitpunkt zu finden. Für die, die es noch nicht gehört haben, es gibt eine Spezialepisode, die nennt sich Comic Schnuckis und die wird gefuchtelt. Und ja, da unterhalten sich halt Feli und der liebe Basti als alias der Comiker über Comics und Mangas und Pornotitel. Pornotitel. Das war sehr spontan. Ja. Aber gut, wir wollten das Niveau nicht zu hoch halten. Ich habe mich sehr gut amüsiert. Stell's einfach auf den Tisch hier, oder? Ja. Gut, das mal so kurz zum Platten. Eigene und ihr lacht über den Denkraum. Ich bin manchmal echt so... Oh, Denkraum. Da werde ich gleich wieder ganz... Was ist richtig? Ja, der Denkraum, weißt du, der Raum, wo man viel nachdenkt. Und Steffen schießt auch manchmal dort. Und Pornos verbindet er auch damit. Moment, du hast verraten. Apropos Pornotitel. Du hast verraten, dass du dabei singst. Ich singe im Denkraum. Der Denkraum ist nämlich nicht nur das Klo, sondern da ist ja auch die Dusche, wie wir mitbekommen haben. Ah. Ich singe auch im Denkraum. Manchmal. Naja. Es hat einfach eine gute Akustik. Ich fand das schön, dass sie ist ein Alien. Sie hat noch nie ein Badezimmer gesehen. Und ich finde schön, dass sie da gleich die wichtigsten Funktionen dieses Raumes sofort erkannt hat. Ja. Ja, möchtest du noch eine Cartoon-Serie besprechen? Feli hat mich gerade gebeten, dass ich nicht spoilere, aber ich erzähle einfach mal für die, die es interessiert. Das sind die neuen Folgen von Gravity Falls draußen zumindest zwei. Und macht jetzt die ganze Zeit... und Feli macht jetzt die ganze Zeit... Na, genau. Wie weit weißt du es denn? Die neue Staffel weiß ich nicht so viel. Ich kann aber dir zumindest schon mal verraten, dass das Portal wird geöffnet. Nein, wie konntest du mich so spoilern? Jetzt kann ich es nicht mehr gucken. Ja. Und Dinge, die das Fandom schon seit Ewigkeiten herausgefunden habe, haben sich jetzt bestätigt. Stan ist nicht... Stan ist nicht Krunkle Stan. Ich bin raus. Oh no. Oh no, ja. Sondern
Es gibt tatsächlich einen Bruder. Neulich bei Graffiti Falls. Ja, und jetzt gibt es halt zwei Zwillingspärchen, die durch die, die Party machen. Ich einen Sound zu abspielen, aber bis ich den jetzt gefunden habe. Ja, ich habe auch mein Soundboard, aber. Es wird immer dunkler und immer düsterer, wie ich das ja schon mal. Ich meine, man weiß überhaupt nicht, wie Graffiti Falls noch dunkler und düsterer werden kann, aber sie schaffen es. Also, es fängt ja wirklich damit an, mit kotzenden Gnomen. Und jetzt sind wir beim Weltuntergang. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie Alex Hirsch das hingekriegt hat, aber er ist sehr stolz auf sich. Mhm. Und ja. Ich habe Disney ein... Ist doch ja. Disney, ne? Genau, es ist Disney und es ist Dämonenanbetung. Ich habe ein Weltuntergangsszenario. Weltuntergangsszenario, es ist Dämonenanbetung, es ist Possession. Johnny Vasquez sollte von ihm lernen, damit er Invader Sim wieder rausbringen kann. Es muss einfach wesentlich niedlicher sein. Als Comic, ich weiß, ich habe es retweetet, mein Freund. Wollte ich nur mal kurz. Freund. Ich lese doch deine Tweets nicht. Boah! Boah! Hier! Das ist ja... Also ab sofort, wenn ihr Diffamie über Steffen lesen wollt, ich werde ihn nicht verlinken, aber in meinen Twittern schreibe ich alles Mögliche, was ihr schon immer über ihn wissen wolltet und alles Mögliche, was niemand wissen wollte. Ab jetzt. Wir wissen ja etwas Bestimmtes, huhaha. Ich weiß eine ganze Menge bestimmte Dinge. Und alles, was ich nicht weiß, erfinde ich einfach. Ach so. Naja. Und ich werde es bestätigen. Wir waren bei Graffiti Falls. Genau. Weil du sagst, eine düstere Serie bei Disney. Nein, es ist halt kunterbunt gezeichnet. Ja. Super süß. Mabel, das Mädchen hat die lustigsten, niedlichsten Pullis an mit den niedlichsten Aufdrucken ever. Ja, ich habe schon mal gesehen. Also den Zeichenstil kenne ich halt. Ja, es ist halt unheimlich goldig. Aber es geht um... also die Leute, die halt durch dieses Portal gehen, werden verrückt. Mhm. Und nicht nur halt so ein bisschen howdy-doodly verrückt, sondern richtig wahnsinnig. Mhm. Und der Wahnsinn in dieser Stadt wächst halt. Also es war ja eh schon immer ein bisschen seltsam, dass dort Monster und Dinge vorkommen und die Leute sind so... Die Stadt wurde auf einem riesigen UFO gebaut. Das ist so... Ja, die Stadt steht auf einem riesigen UFO. Und das Witzige ist, wenn du das gescheit guckst, also wirklich hinschaust, das wird bis in die zweite Staffel nicht erwähnt, aber wenn du halt du siehst, wie diese Kameraschwenks sind und du rast einfach, was dort abgeht. Mhm. Es ist wirklich cool gemacht und definitiv zum... Es hat halt auch noch diese Zwillingsthematik, also die Stan und sein Zwilling haben sich halt auseinandergelebt und hassen sich heute. Mhm. Und die Mabel und ihr Bruder, die halt auch Alex Hirsch und seine Schwester darstellen, die sehen halt, wie es ihrem Großonkel geht heute. Und sie haben panische Angst, dass sie das sozusagen nochmal durchleben. Also, dass sie sich auch auseinandernehmen. Der Großonkel ist der mit dem Hut? Ja, genau. Und der hat noch einen Bruder. Mhm. Und den hat er jetzt wieder zurückgeholt aus dem Portal. Ah, ja. Das ist der Anfang der zweiten Staffel, deswegen ist es nicht so tragisch. Damit beginnt es direkt. Okay. Und wo kann man denn die Serie gucken? Nur im Fernsehen? Internet.de. Genau. Internet.de. Nee, ich meine jetzt bei irgendeinem Streaming-Portal, also jetzt bei Netflix. Nein. Nee, Amazon Netflix oder Amazon, du kriegst so einen Kram. So einen coolen Kram kriegst du ja auf Netflix gar nicht. Also die coolen Kinder sehen, gibt's leider nicht auf Netflix. Ja, gut. Na gut, muss man mal gucken. Oder die erste Staffel kaufen. Normal. Kann man es irgendwo kaufen? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht du kannst es mit Sicherheit über Amazon kaufen, denke ich. Und iTunes. Also ich weiß, dass ich mir Regular Show kaufen wollte und das kostet 100 Dollar. Man kann sie kaufen. Ja. Ich meine, wenn du 100 Dollar hast. 100 fucking Dollar ohne Untertitel, weil sonst hätte ich ja, also nicht, dass ich 100 Euro irgendwo rumliegen hätte, aber... Ja, wer braucht denn schon Untertitel, außer all den Leuten, die nicht hören können? Genau, für die es halt interessant wäre, DVDs überhaupt zu besitzen. Dankeschön, Welt, Arschlöcher. Graffiti Falls, da steht's schon mal. 7 alten TV-Folgen, ja. Hier kannst du. Ich habe festgestellt, dass das eine Spiel, was ich momentan spiele, in den Videos keine Untertitel hat, also in den Cutscenes. Es hat die ganze restliche Zeit fantastische Untertitel, aber in den Cutscenes hat es keine. Also es gibt Graffiti Falls, Willkommen in Graffiti Falls Staffel 1 kann man wohl erwerben. Mhm. Für? Bei Amazon. Ich finde es nicht. 19 Euro, könnte es sein. Was? Wo bist du jetzt gerade? Auf Amazon.de. Ah. 19 Euro wäre ziemlich erschwinglich. Aber ich bezweifle es gerade. Ja, ich auch. Nicht. Graffiti Falls.
Staffel 1. Kann es sein, dass es die Comicbücher sind? Ich glaube, es sind die Comicbücher. Ja. Ja, da gibt es die komplette Staffel. Tut mir leid. Doch, die komplette Staffel kann man gucken, aber. Auf Prime? Ja, zur Watchlist hinzufügen. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was es denn überhaupt kosten würde. Ja. Okay, Leute, ihr könnt es auf Amazon Prime gucken. Das ist doch super. Hat das Untertitel, weil dann würde ich es auf jeden Fall mal kaufen. Weil mein Mann möchte das auf jeden Fall auch mal sehen. Ich glaube bei Amazon nicht, ne? Oder? Ich weiß, deswegen ist halt Amazon so uninteressant. Tut mir leid, Leute. Ich verstehe nicht, wieso diese ganzen Dinge keine Untertitel haben. Auch auf iTunes, wir haben wir hatten so Schwein, dass das Harry Potter Ding, was wir uns da mal gekauft haben, Untertitel hatte. Weil das ist überhaupt nicht gegeben. Ich meine, Leute, es gibt Menschen, die taub sind oder schwerhörig. Oder Leute, die Filme in anderen Sprache gucken, um es zu lernen. Ich gucke lieber im Originalton, weil ich halt Synchrostimmen nicht gut vertrage, sag ich mal. Und ich habe gern Untertitel, damit ich nachschlagen kann. Da steht. Ja, genau. Weil wenn die mal wieder in ihr Nuscheln verfallen, möchte ich gern nachschlagen können, was er gerade gesagt hat. Der Tennant hat doch eine Der Tennant hat so eine Serie, die in Schottland spielt, gedreht. Die ist auch auf Netflix komplett. Irgendwas. So eine Detective-Sache. Ja. Und die nuscheln wie verrückt. Ich habe zwar auch auf Originaltitel geschaut, aber der hat halt wirklich da alles ausgepackt, was er... Broadchurch, genau. Der Capaldi macht das doch auch bei der neuen Doctor Who-Staffel. Genau, ich verstehe nur die Hälfte von ihm, was er sagt. Ich liebe ihn, aber ich verstehe nur die Hälfte. Wir müssen jetzt, man hat ja auch auf dem Twitter-Foto gesehen, wir haben eine Dalek-Tasse heute ausgepackt zum Andenken der neuen Doctor Who-Folgen. Yeeha. So. Die fantastische Dr. Who-Folge mit der gehörlosen Dame. Ja, wunderschön. Mhm. Eine sehr, sehr schöne Folge. Nun gut. So, genau. Wir sind am Heulen, dass es halt den ganzen Kram leider nicht mit Untertiteln gibt, sonst hätte ich mir das schon ewig gekauft. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei iTunes ist. Da müssen wir mal gucken. iTunes ist ab und an. Da sind die einzelnen Episoden auch etwas günstiger sogar als bei Amazon. Ja, das Problem ist halt, die haben halt auch nur ab und an Untertitel. Also manche Sachen haben, manche nicht. Wir haben, Albans Eltern kaufen sich super viel über iTunes und das meiste davon hat keine Untertitel. Das heißt, völlig nutzlos. Mhm. Und das deswegen, ist echt traurig, Netflix, nicht hören Netflix, wir können. Lieben euch. Netflix, danke. Durch Netflix kann ich so, kann ich endlich Doctor Who mit meinem Mann zusammen gucken, Leute. Ja. Das Schlimme ist, das verleitet einen geradezu, sich illegal Sachen downzuladen, weil, wenn du die Datei illegal auf deinem Rechner hast, kannst du auf Subtitle-Seiten in allen Sprachen wunderschöne Fan-Untertitel dazu holen. Mhm. Für alles. Es verleitet dazu. Es macht natürlich keiner, aber... Es verleitet halt dazu, weil ich meine, wenn man... Es gibt einige Sachen, für die gibt es, wenn du die DVD kaufst, nicht mal Untertitel. Ja, wofür kaufe ich dann die DVD? Ich glaube, Mrs. Müllers Gespür für Schnee. Ich wollte das mit meinem Mann zusammen gucken. Glaubst du, es hat Untertitel? Pustekuchen. Oder die Untertitel sind unglaublich bescheiden, wie bei diesem einen Sci-Fi-Film, wo sie dauernd Texte und Geräusche eingeblendet haben unten in den gehörlosen Titel. Ich möchte mich kurz bedanken bei den Leuten, die Untertitel für Supernatural gemacht haben. Geil. Die machen nämlich auch was gehörloser Spaß. Ich kann auch teilweise mitgucken, ohne dass wir das iPad den Ton anmachen, weil einfach alles da steht. Crash, Boom, Bang. Und also es ist alles drin, was man braucht. Es werden sogar die Liedtexte untertitelt. Das finde ich immer gut. Und mit unterschiedlichen Farben. Also es ist, glaube ich, von VTOC oder sowas. Also es ist tatsächlich gesponsert von Warner Brothers. Steht auch direkt fett drin, wer die Untertitel bezahlt hat. Danke! Danke, so soll das aussehen. Da hat man nämlich auch Spaß, die Serie zu gucken. Und Alban steht nicht da und ist so, hat jetzt wer geschossen? Warum blutet der da? Ja, danke, Leute. Und es ist auch schön, wenn davor steht, welcher Charakter spricht, wenn er gerade nicht im Bild ist. Weil genau, deswegen, die haben leicht andere Farben. Und, ja, entweder Farben oder man halt schreibt einfach den Namen davor. Das ist ja jetzt kein Akt, damit halt jeder weiß, was Sache ist. Es sollte nicht so schwer sein. Aber das ist halt eine Herzenssache. Ja, das stört mich auch bei vielen Computerspielen, die ich habe, dass halt die Untertitel nicht vollständig sind, teilweise, oder dass halt nicht dabei steht, wer gerade spricht, wenn du denjenigen nicht im Bild hast. Und das macht dann einfach keinen Sinn. Woher soll ich das denn wissen, wenn da 5 Charaktere in der Szene sind, keiner ist eingeblendet und irgendjemand redet? Mhm. Toll. Genau. Mein Mann ist immer sehr, sehr unglücklich darüber, dass ich jede Menge coole Cartoons gucke und die hat alle keinen Untertitel. Ja. Mhm. Und auch nicht auf Netflix kommen. Netflix, mehr Cartoons bitte. Und coole Disney-Filme. Ja,
Nein, ja. Die coolen Disney-Filme, coolen nicht Disney. Die anderen, die ihr schon habt, die will keiner sehen. Ja, oh Gott. Das einzig Gute war Bernhard und Bianca im Känguruland. Das habe ich noch gar nicht geschaut. Danke für den Tipp. Ich habe es auch zum ersten Mal jetzt auf Netflix gesehen und das ist der einzig gute Disney-Film, den sie da haben, glaube ich. Okay. Nein, Tangled haben sie auch. Tangled ist auch sehr schön. Kommt drauf an, genau. Ja. Gut. Mal wieder einen Comic zwischendrin, bevor du zu deinem großen wir sind ja Spiele- die Comic. Kommst. Hey, ich krieg auch noch einen kleinen. Genau. Aber das ist ja ein Comic. Ja. Wir machen jetzt erstmal zwei Comics. So, und zwar habe ich mir ein Comic per zweiter Hand gekauft, tatsächlich, von unserem lieben Marshall. Aha. Der hatte mir den mal gezeigt und ich hatte den zwar mitbekommen, dass es den gibt. Und zwar handelt es sich, ich sage es mal, um was es sich dreht, um Deathstroke. Ein alter Charakter aus Zeiten der Teen Titans. Ja. Teen Titans. Nicht diese Teen Titans. Teen Titans. Und, genau. Und der wird jetzt aus ein alter Charakter, der jetzt halt durch die Serie Arrow so ein bisschen mehr Bekanntheitsstatus erlangt. Und das hat sich DC halt ein bisschen zunutze gemacht und hat gesagt, okay, dann bringen wir dem jetzt auch mal, spendieren wir dem jetzt auch mal eine Superhelden-Serie und und das machen sie, oder eine eigene Serie, und das machen sie jetzt hier und im Grunde, man kann es ein bisschen zusammenfassen als die große Familienzusammenkunft, diesen Band. Also das heißt, wie heißt der tatsächlich? Slade Wilson. Ja, Slade, ich muss immer aufpassen, dass ich ihn nicht verwechsel mit Deadpool. Der ist ähnlich. Wade Wilson, genau. Und machen doch auch Wilson-Anspielungen auf der Insel. Mit dem Ball, oder? Entschuldigung. Keine Ahnung. Wie heißt Watson? Nein, wie heißt er? Gott, ich dachte, die... Castaway. Ja, machen sie nicht Castaway-Witze? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls... Leute, das ist wichtig. Schreibt. Schreibt in die Kommentare. Ja, genau. Und dieser Band widmet sich jetzt halt also dem personifizierten Killer des DC-Universums quasi. Und verjüngt ihn. Echt? Ja. Schade. Also er verliert sein typisches Äußeres und hat auch beide Augen wieder. Was? Und das stellt ihn aber vor nicht geahnte Probleme. Normalerweise wird man denken, gut, wenn er jetzt wieder auf beiden Augen sehen kann, müsste ja alles noch ein bisschen einfacher laufen. Aber es ist in dem Fall halt nicht so, weil er halt trainiert darin ist, praktisch nur ein Auge zu benutzen. Cool. Oh nein, ich habe tatsächlich die Entfernung richtig eingeschätzt. Verdammte Axt. Ja, und er trifft halt in diesem Band dann halt auch auf alte Gefährten und also auf alte Weggefährten wie Bronze Tiger heißt er, glaube ich. Ja, und alte Bekannte wie die Suicide Squad. Beziehungsweise ein Mitglied der Suicide Squad, nämlich Harley Quinn. Und es gibt auch noch ein Aufeinandertreffen. Was zeigst du mir da? Es gibt auch noch ein Aufeinandertreffen mit einer... Eye for an Eye. Ja. Das sind Typen mit Augen. Mit einer gewissen Fledermaus aus Gotham. Oha. Und so weiter und so fort. Also alle Gastauftritte drin, die das Ganze natürlich etwas spannender würzen. Mhm. Und insgesamt ist es eine schöne Geschichte gewesen, die so actionmäßig unterhalten soll. Und das hat's auch getan. Wie gesagt, ich finde halt den Plot mit der Verjüngung etwas fragwürdig. Und schade. Auch die Verquickung mit der, wie heißen die? Die Assassinen? Die Gilde der Assassinen? Also im Grunde, was ja wiederum einerseits mit Ra's al Ghul und Konsorten verbunden ist, Kopf schön. Des Dämonen, wird hier ein Zweitarm mehr oder weniger aufgemacht und ich war immer ein sehr großer Ra's al Ghul-Fan und seine Tochter. Der kommt hier nicht drin vor, aber so die Liga der Assassinen wird hier halt aufgegriffen und von daher, also Fans von Arrow würde ich sagen, ja, guckt euch mal den Band an. Wie gesagt, das mit der Verjüngung ist eine Sache.
muss man jetzt mögen, kann man mögen oder nicht. Es sieht halt ein bisschen aus wie Bruce Wayne, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ja. Sehen doch ansonsten, alle gleich aus. Bruce Wayne sieht hier aus wie ansonsten Superman. Halt die große Frage. Nein, sie sind nie im selben Raum. Ich meine, nein, oh Gott. Sie sehen alle gleich aus. Sind große, markante Typen mit dunklen Haaren. Genau, schwarzen Haaren und... Ansonsten geht es halt viel um Familienzusammenkunft. Wie gesagt, er ist so ein bisschen auf der Suche nach seinem Sohn Jericho und auch nach seiner Tochter Rose. Ach Moment, den Text alias, kann ich kaum lesen. Alias Ravager. Und ja. Sehr schön. Ein weiterer, mir bisher unbekannter Verwandter zählt. Unbekannter so Verwandter. Ja, von ihm. Mhm. Ist praktisch ein bisschen der Drahtzieher hinter allem. Ja, ich glaube, ich würde dem zweiten Band auch sogar noch mal eine Chance geben. Moment, ich muss das lesen. Insgesamt, also wie gesagt, vom Actiongehalt her hat es mich gut unterhalten und ich mag auch den Zeichner Tony Daniel auch ganz gern. Der Zeichenstil ist schön, ja. Von daher, ja. Das sah auch in den Action-Szenen sehr gut aus. Ich würde es gerne dann lesen, wenn du damit fertig bist. Mhm. Also, ja. Ist erstmal eine Empfehlung. Die Action-Szenen sehen super aus. Ne? Für Leute, die auf Action stehen und ich finde, bei sowas kann man am besten entdecken, ob der Zeichner was taugt, wenn die Action-Szenen gut sind. Oh ja, und, Baby. Das ist, wenn man den größten Killer, einen der größten Killer des DC-Universums mal ein bisschen näher kennenlernen will, ist das ganz gut. Uni ist verliebt. Nein, ich muss gleich noch eine andere Announcement machen, bevor ich mein nächstes Comic vorstelle. Dann mach doch mal dein Announcement. Es gibt die ersten Folgen von One Punch Man und sie sind großartig. Oh Gott, One Punch Man. One Punch Man ist der arme Superheld, der darüber frustriert ist, dass er jeden Gegner, und zwar wirklich jeden Gegner, mit nur einem einzigen Faustschlag tötet. Ah, okay. Darüber haben wir schon mal berichtet. Damals war es noch ein Manga. Mhm. Heute ist es ein Anime. Er hat ein Anime bekommen. Yay! Ah, und die ersten Folgen sind draußen. Leute, schaut sie sich euch an. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich geil animiert. Man hat das Gefühl, dass der ganze Frust über die schlechten Animes der letzten Monate sich dort entlädt. Die ganzen guten Animatoren dürfen sich dort endlich mal wieder austoben. Mhm. Alle Szenen, die uninteressant sind, haben total langweilige Animationen. Aber sobald es in den Kampf geht, geht's zur Sache. Halleluja. Ich hoffe, die nächsten Folgen, also ich habe jetzt den Pilot gesehen, ich hoffe, die nächsten Folgen halten, was der Pilot verspricht, denn es ist einfach nur unheimlich geil. Kurze Zusammenfassung, der arme Typ, Satomo, ist einfach total normalo und hat irgendwann angefangen zu trainieren. Ihm sind alle Haare rausgefallen, dadurch ist er halt recht hässlich geworden. Er ist unheimlich stark geworden. Durch, wie war das, 3 Sit-Ups am Tag und nur jeden Tag durchhalten, nie zu wenig machen und keiner weiß genau, warum er so stark geworden ist. Er denkt tatsächlich, dass es an den 5 Sit-Ups liegt, die er macht. Es ist wunderschön. Und er bekommt recht schnell einen Apprentice. Alle Leute denken, dass der viel stärker wäre als sein Meister, weil er sieht halt echt so aus wie ein kleiner Hanfling, so ein 0815-Typ mit Glatze. Mhm. Und ja, er ist halt der stärkste Mensch der Welt. Und er hat nachts träumt er davon, dass er endlich mal gegen einen Gegner kämpfen muss. Länger als eine Sekunde, die er halt braucht, um ihn zu schlagen und ihn in alle Atome zu zerfetzen, die er hat. Okay. Ja. Es ist schön. Einfach angucken. Total toll. One Punch Man. So, mein letzter Comic für heute ist wieder ein Online-Comic, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Den Cherry Boy That Girl geht weiter. Ist das nicht Manga? Manga? Was habe ich gesagt? Online-Comic. Online-Comic, ist das ein Manga? Nein, es ist kein Manga. Es ist ein Webtoon, also ein Online-Comic. Ein koreanischer Online-Comic. Für mich ist das alle gezeichneten Dinge, die im Internet erscheinen. Es ist ein Scroll-Comic. Ja, es ist ein Webcomic. Genau. Okay. Gehört zu den Webtoons. Okay. Geht weiter. Ich habe da damals ja schon erzählt, dass mir das Mädchen dort unheimlich gut gefällt, weil sie sich eben nicht dieses typische japanische Mädchenartig verhält, weil es ja koreanischer Comic ist. Sie hatte damals eine Feindin sozusagen. Das war die Ex-Freundin ihres Lovers.
Und jetzt sind die, sie hat ja mit dem Typen Schluss gemacht, Gott sei Dank. Und ihre, die Ex-Freundin, die eigentlich noch mit dem Kerl zusammen war, deswegen hat sie auch mit dem Schluss gemacht, ist jetzt ihre beste Freundin. Yay! Und das ist auch so eine Entwicklung, die man in Comics eher selten hat, dass sich die Mädchen mal zusammentun und den, ja, nicht gegen, sich gegeneinander ausbitchen, sondern tatsächlich Freundinnen werden. Und ist sehr angenehm umgesetzt. Es gab ja noch den Typen, der allergisch ist auf Frauen. Mit dem ist sie, so niedlich. Ja, Walnut! Mit dem ist sie ja jetzt auch zusammengekommen. Da wird jetzt dummerweise ein bisschen Drama reingemacht. Er wird jetzt in die USA verschippert. Das war klar, dass sie da Beziehungsdrama haben Drama, müssen, weil sie es irgendwie nie lassen können. Ja. Und sie erreicht ihn eben nicht mehr. Warum auch immer, das wird zwar erklärt, warum. Der hat einfach jedes Handy und alles abgenommen bekommen von seiner bösen Mama, die irgendwie jetzt plötzlich die Böse ist. Das ist so ein bisschen anstrengend zu lesen, ja. Hm. Das einzig Schöne ist eben die Frauenentwicklung, dass die Mädchen eben sich nicht gegenseitig hassen und für einen Typen umbringen wollen, sondern dass sie zusammenhalten und jetzt eben gemeinsam versuchen rauszufinden, was jetzt mit Walnut los ist und warum der sich nicht mehr meldet. Und währenddessen kämpfen sie eben immer noch gegen den Evil Ex, der verzweifelt versucht, Cherry halt zurückzugewinnen, weil er unheimlich in sie verliebt ist und blau und er wird sterben, wenn sie nicht zusammen sind. Und es ist so schrecklich. Er hat einfach noch nie im Leben was verloren. Er hat noch nie im Leben hat jemand mit ihm Schluss gemacht. Und jetzt haben auch noch zwei Mädchen gleichzeitig mit ihm Schluss gemacht. Ja, das kann ja nicht sein. Er ist viel zu niedlich und zu hübsch. Er ist viel zu hübsch, damit er alleine auf der Welt einsam rumläuft. Und das kann ja gar nicht sein. Sie beide miteinander betrogen hat, das ist ihm gar nicht so bewusst, weil er ist nicht schlau genug, um das zu... Alles, also seine Welt dreht sich nur um ihn. Genau, das ist das Problem. Er hat keine Empathie für andere. Genau. Und Cherry hat ihn halt durchschaut und findet ihn nur noch schrecklich und doof und die, wie heißt sie denn nochmal? Barry? Nee, Barry ist ja sie. Barry ist ja das Hauptmädchen. Yeah. Cherry ist ja die andere. Moment, so rum. Barry findet ihn noch doof. Ja, die heißen alle nach Früchten. Die andere heißt Melone. Ja. Es ist so, super. Gott. Ja, wie gesagt, Walnut und so. Ja, also das ist halt irgendwelche koreanischen Pams. Jedenfalls, Barry ist das Hauptmädchen. Die war mit dem, wie hieß der nochmal, der Böse? Welcher Böse? Der Blaue. Der Blaue. Ja, er hat blaue Haare. Wie ist er denn? Keine Ahnung. Mit dem sie halt Schluss gemacht hat. Absolut keine Ahnung. Also, Cherry ist jetzt auf Barrys Seite. Oh mein Gott. Und, Jedenfalls, interessante Charakterentwicklung. Ich hoffe halt, dass sie den Drama-Part jetzt wieder ein bisschen rausnehmen, weil das tut dem Comic nicht so gut. Leider. Aber wie gesagt, es ist halt eine sehr, sehr lang laufende Serie jetzt schon. So langsam gehen die Ideen aus. Und ich mache mir etwas Sorgen. Viele Webcomics sterben eben daran, dass sie zu lange laufen. Mhm. Ja. Weil irgendwann geht es halt nur noch darum, dass man Charaktere irgendwie umnietet und möglichst dramatisch irgendwelchen Scheiß verzapft. Eigentlich hätte der Comic schon vor 5 Kapiteln, 6 Kapiteln wunderschön aufhören können. Ne? Dann hätten wir ein gutes Ende gehabt. Hätte er, ja. Ja. Ist halt nicht. Jetzt müssen wir halt mal dadurch, durch diese seltsame Aktion mit wir entführen den Jungen nach Amerika. Whatever. Okay. Genau. So, koreanischer Webtoon. Hast du noch was zuzufügen? Nein. Okay. Nein. Nein, wir sind fertig für heute. So, du bist jetzt... Naja, ein Comic kommt dann noch, aber... Ja, du bist jetzt in deinem... Jetzt den Game Part. Ja. Game Part. Game Part. Ja, jetzt in kurzer... Diesen Monat kamen 2 Sachen raus, die mich... sehr beeindruckt haben, deswegen teile ich die jetzt mit der Welt. Das eine war A Beginner's Guide. Das kam Anfang des Monats raus. Ist von dem Macher von Stanley Parable. Ja, Uni freut sich. Yeah. Und A Beginner's Guide ist nicht direkt ein Spiel in dem Sinne, sondern es geht mehr darum, dass einem etwas erzählt wird. Und zwar gibt es einen Erzähler, der halt sagt, ja, ich habe Spiele von jemandem, einem Freund, der früher halt einfach so ein bisschen vor sich hin programmiert hat. Und er hat 2011 aufgehört, diese Spiele zu machen. Und ich zeige euch jetzt diese Spiele. Ich habe sie zusammengefasst und ich erzähle euch ein bisschen was darüber, was ich so glaube, was er damit aussagen wollte und über die ganze Entwicklung. Und es sind halt Spielereien. Man merkt, derjenige hat halt versucht, programmieren zu lernen. Man kann oft nur rumlaufen. Es gibt dann ein Gefängnislevel, in dem man in einer Zelle eingesperrt wird. Und im Originalspiel, sagt der Erzähler, hat man 1 Stunde warten müssen, 1 Stunde Realzeit, bevor sich diese Tür geöffnet hat.
Und er hat das natürlich dann für den Spieler verkürzt. Das heißt, du stehst dann nur eine halbe Minute drin, er erzählt dir das, dann macht er die Tür wieder auf und es geht weiter. Und man fragt sich irgendwann die ganze Zeit lang, was ist mit diesem Freund, der die Spiele gemacht hat? Was ist mit dieser Freundschaft passiert? Warum macht er keine Spiele mehr? Und es nimmt dann eine sehr interessante Wendung, anders als die meisten Leute sich wahrscheinlich vorstellen. Und ich finde interessant, dass es einem viel Einblick gibt über das kreative Schaffen und über Freundschaften im kreativen Bereich, auch über Fans, darüber, wie man als Fan vielleicht Leute zu sehr unter Druck setzt und so weiter und so fort. Zwischenmenschliches Zusammensein, dass man einen nicht auf den Podest heben sollte, etc. pp. Super cool, sehr emotional, wenn man sich drauf einlassen will. Und sehr interessant, auch wenn man sich halt für Computerspiele, für die Entwicklung und so interessiert. Mhm. Wie viel kostet's? Das kostet auf Steam momentan, ich glaube, 9 Euro. Also das kann man sich ruhig leisten. Cool, ja. Was ist da jetzt genau? Ist das so, was ist das Spielprinzip? Hast du Stanley Parable gespielt? Nee. Okay. Es fällt ein bisschen unter Walking Simulator. Mhm. Also du läufst halt durch diese verschiedenen Spiellevel. Und der erzählt dir was. Genau, und der Erzähler erzählt dir halt diese Geschichte mit seinem Freund, der programmiert hat, der diese Spiele gemacht hat, was er glaubt, was diese Spiele... Du läufst sozusagen von einem Spiel, was der Typ gemacht hat, ins nächste Spiel und darfst sie halt anspielen. Er hat sie verbunden. Es sind halt alles eher Prototypen. Es sind Sachen von jemandem, der Programmieren gelernt hat. Also am Anfang, wie gesagt, du kannst zum Beispiel in einem Level nur rumlaufen und wirst dann in dieser Zelle eingesperrt. Mhm. Und er erzählt halt diese Anekdote, dass er diese ganzen Spiele wirklich gespielt hat und Diskussionen mit dem Freund darüber hatte, was ein Spiel spielbar macht oder zu einem Spiel macht überhaupt. Und dass sie so unterschiedliche Meinungen hatten auch und solche Sachen halt. Und du beginnst dich für diesen Freund zu interessieren und für die Beziehung zwischen denen halt. Mhm. Und ja, also man merkt halt auch, dass die Spiele immer besser werden mit der Zeit, also grafisch und auch vom Ganzen her. Am Anfang benutzt er halt eine Engine für Half-Life und macht da einfach so Level, in denen man nur rumläuft, die sehr unkreativ sind. Mhm. Und ja. Okay. Und wenn man sich drauf einlässt, investiert man halt viel, viel Emotionen da rein mit der Zeit, dass man wissen will, was ist passiert, warum man hat aufgehört, Spiele zu machen. Das erfährt man direkt am Anfang. Das ist direkt am Anfang, sagt er, ja, 2011 hat er aufgehört, Spiele zu machen. Und fragst dich immer mehr, je weiter es geht, fragst dich, was ist da passiert, was ist abgelaufen. Mhm, okay. Also es ist... Auch Stanley Parable war ein erzählerisches Spiel, kein spielerisches Spiel. Mhm. Also du hast... Ja. Bist im Prinzip durchgelaufen und dir sind Dinge passiert, aber du hast nicht, deine Interaktion mit der Welt war sehr gering. Also du hast dich im Prinzip Stanley Parable, wachst du in deinem Büro auf und irgendwas ist anders als sonst. Und es gibt diese Erzählerstimme, die sehr, sehr cool ist, die dann sagt, was du quasi tun sollst. Also die Erzählerstimme sagt... Jetzt läufst du... Nein, die Erzählerstimme sagt, Stanley wollte wissen, wo seine Kollegen sind. Genau. Also beschloss er, die rechte Tür zu nehmen zum Konferenzraum. Und du kannst aber auch links gehen, wenn du möchtest. Wenn du das tust, dann ändert die Erzählerstimme und sagt so, Stanley hatte offensichtlich Lust, noch mal kurz beim Snackraum vorbeizuschauen. Aber er wusste, wenn er jetzt links geht, dann kommt er zum Meetingraum. Und man konnte dann entweder die Geschichte spielen, die der Erzähler einem vorgibt, oder man macht einfach andere Dinge und die Erzählerstimme wird mit der Zeit auch ein bisschen grantig darüber und macht dann sarkastische Kommentare, dass du irgendwie 10 Minuten in den Besenschrank stehst, nur weil er anfängt, dich zu beleidigen, dass du ihm das Spiel versaust und was dir denn einfällt, seine Geschichte zu ruinieren. Also Stanley Parable war sehr humorvoll, mit ein bisschen was Subtilem im Hintergrund. Beginner's Guide ist nachdenklicher und sehr viel... Marco. Ernster zum Schluss hin. Aber es ist sehr, sehr cool gewesen. Ich habe es in einem Livestream gesehen und wir waren alle sehr beeindruckt davon. Das war schon krass. Ich möchte auf jeden Fall noch selber spielen, deswegen nicht weiter spoilern. Ja? Nee, deswegen sage ich auch nichts weiter. Ich will nichts da kaputt machen. Es geht im Grunde um die Geschichte dann. Ja? Genau, es ist ein Geschichtenspiel. Es gibt immer mehr Geschichtenspiele und da bin ich auch sehr, sehr happy drüber, weil es gibt genug Baller- und Rumschießspiele. Mhm. Ja, ich habe nichts gegen Spiele mit Action, aber ich mag auch die Geschichtenspiele. Das ist, wenn man ein gutes Geschichtenspiel mit Baller- und Rumschieß-Action haben möchte, kann man auch... Jetzt bin ich gespannt.
Spec Ops The Line spielen. Danach hat man überhaupt keinen Bock, jemals mehr einen Shooter anzufassen. Alba muss sich erstmal trösten in den Arm nehmen. Als ich es gespielt habe, Spec Ops The Line gespielt habe, habe ich nicht einmal mehr Battlefield angefasst. Weil man kann es einfach nicht mehr. Wenn man das wirklich mit offenen Augen gespielt hat, möchtest du nie wieder einen Knopf in deinem Ohr haben, der dir sagt, schieß jetzt auf diesen Menschen da drüben, der ist böse. Okay. Deswegen, wenn ihr das wirklich mal, wenn ihr keinen Bock mehr auf Shooter haben möchtet, so von heute auf morgen, spielt es. Okay. Das ist eines der bösesten Spiele, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Mhm. Ich habe mich danach so scheiße gefühlt. So dreckig. Oh, ja. Oh Gott. Ja. Yay, Comic next. Oder noch ein Spiel? Comic noch Spiel. Ein Spiel. Spiel. Okay. Steffen will nur das letzte Wort haben. Natürlich will er das letzte Wort haben. Nein. Also was diese Woche rausgekommen ist, die letzte Episode von Life is Strange. Was heißt letzte Episode? War ein Serienspiel? Life is Strange war eines dieser Episodenspiele, ja, wo du halt immer eine Folge bekommen hast. Wie man sie von Telltale genau, zum genau. Kennt. Es gab fünf Stück. Life is Strange ist von Dotnut. Mhm. Dotnut, ich weiß nicht, wie man sie aussprechen soll. Donut. Nein. Dotnet. Nein, Dotnut. Ihr Logo ist ja. Egal. Ja, who cares? Egal. Egal. Who cares? Also, Life is Strange geht um ein junges Mädchen, die auf ihre, ja, die Uni ihrer Wahl wächst. Ich glaube, es ist eine Uni. Sie studiert dort Fotografie. Okay. Sie möchte professionelle Fotografin werden. Und sie sitzt halt in einer Lecture. Und ja, es läuft alles nicht so gut. Also sie hat zu wenigen Mitschülern Anschluss und träumt vor sich hin. Und sie ist ein bisschen unglücklich. Am Anfang war sie voll gehypt. Jetzt ist es halt nicht mehr. Und dann nach der Stunde verkriecht sie sich im Badezimmer, also auf der Toilette, der Schultoilette, und sieht dort, wie ein anderes Mädchen von einem Typen erschossen wird. Und in dem Moment, wie ein Comic von mir. In dem Moment, wo es passieren soll, entdeckt sie ihre neue Fähigkeit, nämlich die Zeit anzuhalten und zurückzudrehen. Mhm. Also sie, das ist wirklich wie ein Comic sie bekommt mit, dass dieser Typ halt eine Waffe rum und sie rennt vor und ruft und in dem Moment hält auf einmal die Zeit an und sie stellt fest, sie kann die Zeit zurückdrehen. Mhm. Und ab dann geht es in dem Spiel drum, also sie kann halt nur einen gewissen, sie kann nicht auf ewig, sondern sie kann halt nur ein paar Minuten zurückdrehen, aber darum geht es. Sie rettet diesem Mädchen das Leben, indem sie einen Feueralarm auslöst, bevor der Typ sie erschießt. Und sie hauen dann ab aus dem Badezimmer. Und daraufhin kann man halt interagieren. Es stellt sich raus, dieses Mädchen ist ihre alte Jugendfreundin. Also sie hat ursprünglich in dem Ort gewohnt, ist dann mit ihren Eltern weggezogen. Und ist ihre alte Jugendfreundin, also Kindheitsfreundin. Und sie hängen dann wieder zusammen rum. Sie gesteht dieser Freundin später auch, dass sie diese Fähigkeiten hat. Und sie erleben Fettabenteuer. Es wird sehr krass. Sie suchen nämlich Rachel, die vermisst wird. Also über den ganzen Campus sind Vermisst-Poster. Rachel war die beste Freundin von ihrer anderen Freundin in der Zeit, wo sie halt nicht da war. Und es passieren dann eine Menge krasse Sachen. Ich meine, wie gesagt, der eine Junge hat eine Waffe, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Und dann wird das ganze Zeitreisethema noch krasser mit Parallelwelten zwischendrin. Mhm. Und alle, die gespielt haben, haben hart der letzten Episode entgegengefiebert. Mhm. Die ganz okay war. Also Enden sind schwer. Es ist in Ordnung, muss ich sagen. Es ist nicht. Ich habe befürchtet, dass es schlimmer wird, weil Enden halt schwer sind, gerade für so krasse, verworrene Zeitreise, Sci-Fi-Geschichten ist es immer schwierig. Dafür war es gar nicht schlecht. Es war zwischendurch ein bisschen langgezogen zwischendrin. Da waren ein paar Szenen, die hätten sich meiner Meinung nach sparen können, aber ich war auch mit dem Ende von Episode 3 nicht sehr glücklich, von daher. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, würde ich eine große Empfehlung für das Spiel aussprechen. Also wenn man damit leben kann, dass die englischen Dialoge wohl ein bisschen seltsam wirken auf Native Speakers. Mir ist es nicht so aufgefallen, aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Native Speaker. Sie haben ein bisschen versucht, Jugendstyle reinzubringen. Sie haben so ein bisschen halt versucht. Aber es ist halt, es hat mich jetzt nicht so groß gestört. Ich bin eh nicht in der Jugendszene drin, genauso wenig wie die Autoren. Und ich bin kein Native Speaker. Dementsprechend, man kann sich deutsche Untertitel modden, aber die Sprache ist halt Englisch.
mich hat das jetzt nicht so sehr gestört. Ich habe die zwischendurch etwas komischen Slangwörter einfach ignoriert oder als Besonderheiten der Charaktere ausgelegt. Das war so, ja, okay, der Charakter sagt halt gerne komische Sachen, was soll's. Mhm. Aber wenn das nicht stört, ansonsten sehr cool. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu beenden. Sehr interessante Sache, sehr absurd. Ein bisschen Hipster, also der Hauptcharakter ist sehr Hipster, aber es ist schön, dass es halt mal nur um Mädchen geht im Endeffekt, die Abenteuer erleben und allerdings nichts für zarte Gemüter, es wird zum Schluss sehr düster in den späteren Episoden. Ja, wie gesagt, Rachel ist nicht umsonst verschwunden. Yay. Oh. Ein kleines noch Cartoon-Spiel? Ja. Die finale Episode von Prison Architect, also nicht Episode, sondern finale Update, also Prison Architect 1.0 ist endlich erschienen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es kostet. Ich habe es schon in der Alpha gekauft. Das andere. Und hier wird... Moment noch kurz. Das andere Spiel, was du damit genannt hast, wie hieß das? The Beginner's Guide. Nee, Stanley Parable. Ach, Stanley Parable. Gut. Bim, 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 bim. Genau. Prison Architect. Du baust ein Gefängnis, genauso lustig, wie es sich anhört. Du bist, du stellst eben ein, wie viele Gefangene du am Tag überhaupt einlochen möchtest in dein Gefängnis. Dafür, wenn du niedrige, also Offender nimmst, die halt nicht viel gemacht haben, vielleicht mein Auto geklaut, dann laufen die halt im Minimal Security Trakt rum. Es geht bis zur Max Security und ich glaube, mehr hatte ich eh noch nie. Und man baut, muss halt aufpassen, wenn man dann noch jemanden hat, der zum Beispiel früher mal Polizist war, also Ex-Law Enforcement, der wird dann gerne mal abgestochen. Und da muss man halt aufpassen, dass man denen ihre Cafeterien, also die Kantinen, weit weg von den gewalttätigen Gefangenen baut. Ich wusste das am Anfang nicht, habe ich immer gewundert, warum nicht die sterben, wie die fliegen. Man kann das nämlich erst im Laufe, also früher war es so, dass man das erst im Laufe des Spiels freischalten konnte, überhaupt die Ansicht, wer jetzt welche, was jetzt welcher überhaupt verbrochen hat. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen anders geregelt. Definitiv Kaufempfehlung. Es ist, glaube ich, nicht so teuer. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich denke auch im Bereich von 10 Euro. Ja, auch bei Steam oder was? Ja, Steam. Mhm. Es ist wirklich ein süßes kleines Spiel, wenn man halt solche Strategiekram mag. Natürlich geht es um Gefangene und Gefängnisse, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als zum Beispiel Cities in Motion, dass man halt Linien baut. Dort baut man halt eben die schönsten Gefängniszellen. Die schönsten Gefängniszellen. Ja, man kriegt dafür auch keine Belohnung, wenn man besonders hübsche Gefängniszellen baut. Was ich zum Beispiel etwas ungeschickt fand, darüber habe ich auch, glaube ich, schon mal mit Feli geredet, dass es direkt mit dein Tutorial ist, führe die Todesstrafe aus. Und ja, so als du Deutscher baust deine Todesstelle. Ist es halt echt, dass du setzt jemanden auf den Stuhl. Genau. Also es findet direkt eine Hinrichtung auch statt. Genau. Und ich habe das übersprungen. Ich habe es in einem Let's Play gesehen von jemandem, der das Spiel angespielt hat und das nicht wusste. Und er war sehr schockiert und die Zuschauer waren auch. Wir haben dann angefangen, im Chat Gags drüber zu machen, weil es einfach nicht ging. Du schickst den Typen erstmal zum Pfarrer, damit er so leicht hat. Genau, es ist wirklich bitterböse. Wir waren echt so, was? Ungeschickt als Start, wenn ich ehrlich bin, weil später, also ich den Teil... Jetzt mal sie auch behaupten, dass sie nicht zwingend amerikanische Gefängnisse als Modell nehmen. Wie viele Todeszellen haben wir in Deutschland? Ja. Und in einigen anderen Ländern? Also es ist sehr creepy, weil das kannst du... Ich habe zum Beispiel diesen Truck gar nicht freigeschaltet. Das musst du dann später, wenn du das Spiel nicht das Tutorial spielst, sondern ist sozusagen im Tutorial hast du schon alles freigeschaltet, was es halt gibt. Später im Spiel kannst du dich halt selber entscheiden. Ich gehe halt voll auf Reform. Mhm. Also meine Leute müssen erstmal in die Schule. Ich baue jede Menge Schulklassenräume. Ich lasse auch nur ganz wenige von denen arbeiten. Also das muss man halt gucken, wie man dann das Geld finanziert bekommt. Also je weniger du halt deine Leute auf die Arbeit schickst, desto weniger verdient natürlich dein Gefängnis Geld. Und desto schwieriger ist natürlich, deine Gefangenen zu ernähren. Mhm. Und wenn du die halt alle auf die Schulbank schickst, dann hast du zwar lauter glückliche und educated Leute in deinem Gefängnis, aber die verhungern dann irgendwann. Ist halt schon ein bisschen fies gemacht. Du musst halt schon gucken, was du da anstellst. Aber so als Simulator und als Architekten-Ding, also das tatsächlich, wie baue ich jetzt auf, dass die sich aus dem Weg gehen und dass die... Du hast halt verschiedene Türen, die unterschiedlich... Manche, die Gefangenen können nur eine Türenart öffnen. Also das heißt, sie können nur die ganz normale Holztür öffnen, die wir halt hier auch haben. Dann gibt es halt den nächsten, der
Das können nur Arbeiter im Gefängnis. Das heißt, Gefangene stehen halt vor diesen Türen und können damit nichts anfangen, außer sie klauen den Schlüssel sozusagen. Dann hast du eben die richtigen Gefängnistüren, die können nur von Wärtern geöffnet werden. Und wenn du es halt ungeschickt anstellst, dann funktioniert dein Gefängnis nicht, weil die Leute alle sich an irgendwelchen Türen drücken, durch die sie nicht benutzen können. Es ist wunderschön, weil du halt so kleine Pixelfiguren spielst. Da muss ich noch zu erwähnen, es gibt auch das Gegenspiel, es gibt Prison Escape. Genau. Wo man, es ist auch im selben Stil. Es ist wirklich, das Gegenstück dazu, wo du dann einen Charakter spielst, der versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das ist auch im selben Grafikstil und es gibt auch für das Prison Architect einen Escape Mod. Also das du kannst im Prison Escape kannst du auch Leute benennen, also Mitgefangene habe ich in einem Stream gesehen, der hat dann seine ganzen Freunde mit ins Gefängnis und mit denen interagierst du dann halt auch, verprügelst sie oder kaufst was von ihnen. Cool. Weil du hast doch die ganzen Contrabands, also Schmuggelware, die musst du halt regelmäßig raussuchen, sonst geht dein Gefängnis halt. Ich habe ein sehr gewaltloses Gefängnis, weil ich halt auf diese Education-Schiene gehe. Du kannst dein Gefängnis natürlich auch mit Hundestaffeln ausrüsten und Leute verprügeln und die 24 Stunden das in Einzelhaft schicken. Das ist gar nicht amerikanisch. Nee, wirklich ist es total freaky. Und es gibt halt eben ein Interview mit den Leuten, und die das gemacht haben, und die sind so, ja, ist doch ein schönes Spiel so ungefähr. Und diese ganzen etwas kritischen Themen, also vor allen Dingen eben, fange in einem Tutorial mal mit der Todesstrafe an. Das ist halt schon ein bisschen uiuiui. Und die sind so, ach ja, ist doch ein Spiel. Ist halt so. Ich glaube denen langsam echt, dass sie sich überhaupt nichts dabei gedacht haben. Ich denke, dass ihnen das nicht klar war. Das ist halt krass. Okay, ja, Prison-Architekte. Fertig, und jetzt gehen wir noch zu? Wir gehen nach Bagdad. Zu Isnogut. Wer kennt Isnogut? Ich will Kalif sein anstelle des Kalifen. Ganz genau. Das will er jetzt schon wie viele Bände lang? Wir sind in... Ich kenne nur die Zeichentrickserie, aber er wollte es sehr lang und er war nicht sehr erfolgreich. Ja, oh Gott. Das ist immer so, dass... Er hat ja schon den Namen, der... Das ist immer so Foreshadowing. Mhm. Ja gut, den Namen hat er, weil er nicht gut ist. Ja, aber er ist auch sicher kein guter Kerl. Up to no good. Ich meine, das ist mit diesem Namen ist im Grunde ein ähnliches Prinzip wie bei Asterix auch, dass die Figuren halt irgendwie heißen, wie das, Tobadix. Was sie tun. Ja. Oder das, was sie charakterisiert. Genau. Und im Grunde geht es jetzt in diesen neuen Band, der übrigens erschienen ist bei Danny Books jetzt, wieder einmal darum, wie kann der Großvisier des Kalifen, nämlich Isnogut, Kalif anstelle des Kalifen werden. Mhm. Wer nicht hüpft, ist gegen Isnogut. Mhm. Und dazu kommt er mehr oder weniger auf den Trichter, wir könnten ja mal demokratische Wahlen einführen. 28 Bände lang versucht er es bereits. Steht hier vorne. Steht direkt drin, ja. Und das zieht immer noch? Das zieht immer noch. Und ich beschwere mich über meine, was sind 70 Kapitel, 70 Bände von Cherry Boy. Uni, das ist was anderes. Das ist nur gut. Das muss so laufen. Das muss so. Das gehört so. Das ist genauso typisch, wie du bei den Asterix-Geschichten immer am Ende ein Festbankett hast. Und die Römer gewinnen nie. Ja. Kriegen immer aufs Maul. So. Und im Grunde ist es jetzt also hier die Idee, wir führen jetzt demokratische Wahlen ein. Und die Leute sollen halt, also eigentlich... Ist nur gut wählen. Die sollen also den neuen Kalifen wählen, ja. Oder das neue Oberhaupt quasi. Und der Kalif kommt auch auf die Idee, ist nur gut, dann halt praktisch aufzustellen, damit er halt garantiert wieder gewinnt. Und also darum geht's im Grunde. Und die Menschen in Bagdad werden immer unzufriedener. Das hat auch wieder einen bestimmten Grund, weil im Hintergrund noch jemand werkelt, der selber Großvisier anstelle des Großvisieren werden möchte. Wie geil ist das denn? Und schön wäre es, wenn das der Kalif wäre. Ach, ist das herrlich. Tschüss. Mit dem Band ist auch ist nur gut so ein bisschen in der jetzigen Zeit angekommen, weil Facebook Einzug hält in Bagdad, und zwar in Form einer Ziege, die einen Fess aufgesetzt bekommt. Facebook. Fessbock. 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 Fessbock.
Ja? Die beste Erfindung. Das ist ja fast so gut wie Fuchsen. Wer hat sich Facebook ausgedacht? Bitte melde dich. Wir möchten der huldigen. Wir möchten, dass du Kalif wirst anstelle des Kalifen. Ja. Und ähnlich bitte uns dann halt einfach ein etwas fuchsen, dann wissen wir ja Bescheid. Also das ist so ein bisschen der Humor, der dahinter steckt, und es ist ziemlich. Ich habe Mario gefunden. Ja. Oh, Tatsache. Realistico. Also es ist wieder so der Humor, den man halt von ist nur gut. Ich habe mich an meine Jugend erinnert gefühlt, weil ich genau diese Geschichten ja damals in der Bücherei mir ausgeliehen habe. Oh. Und tatsächlich ist es der Zeichner mittlerweile ist der Sohn vom Originalzeichner, und der heißt Nicolas Tapari, das ist der jetzige Zeichner, und den Text haben Nicolas Cantelup und Laurent Vassillon gemacht. Ja. Das ist bestimmt richtig ausgesprochen so. Bestimmt. Und die beerben jetzt natürlich auch hier große Namen wie René Goscinny, wie spricht man ihn aus? Der ja auch ist nur gut damals getextet hat seinerzeit, und ich weiß gar nicht, wer zwischendrin mal dran war, aber ja, wie gesagt, der Sohn ist jetzt für den Vater eingesprungen, dessen Vorname mir aber gerade nicht einfällt, und von daher eine dicke Empfehlung für den Band, wer diesen Humor. Festbock. Trüffel. Trüffel bedeutet Ziege rollt über den Fußboden und lacht. Trüffel. Jetzt verrate ich alle Gags. Was? Das ist ein. Wie viele Seiten hat das Buch, wenn das die einzigen beiden Gags sind? Nein. Aber sie blättert ja durch und sie verrät ständig. Facebook ist der beste Charakter, Facebook. Leute. Und genau, also es ist. Wer diesen abgedrehten Humor mag, den zu diesen franco-belgischen Funny-Comics liefern, der ist mit Isnogut auf jeden Fall auch bestens bedient. Und an dieser Stelle verlosen wir ein Band von Isnogut. Yay! Vom neuesten, ich will ihn haben. Du kannst leider nicht teilnehmen, es tut mir leid. Ich bin ja kein offizieller Comic-Cookie. Doch, bist du mittlerweile schon. Frag Storm. Was tut er denn da hinter seine Hände? Also mit der freundlichen Unterstützung von Danny Books können wir halt ein Exemplar. Yay, danke Danny Books. Können wir ein Exemplar verlosen an dieser Stelle? Was haben wir denn da für eine knifflige Quizfrage, ihr Kreativen? Das kannst du doch nicht einfach dir aus der Nase ziehen lassen. Doch. Wie viele Abenteuer lang hat Isnogut schon versucht, Kalif anstelle des Kalifen zu werden? Exklusive des Neuesten, den ihr gewinnen wollt. Ja, also, schreibt bitte nicht in die Kommentare, sonst verraten wir. Schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns eine PN oder schreibt uns sonst was. Aber nichts Öffentliches. Ruft Steffen an. Also ihr könnt es auch gerne öffentlich auf seinem machen. Handy. Ja. Die Nummer geben wir gleich durch. Genau. Er freut sich, wenn ihr auch so einfach nachts um 3 anruft und euch unterhaltet. Ich weiß, wie viele Bände. Wollen wir uns über Ist nur gut ja, unterhalten? Ja, dann müssen wir leider auch einen Facebook Gag einrichten. Gag bringen. Na, Facebook haben wir ja. Aber, ja, schreibt uns über Facebook. So. Ein Running Gag unseres Podcasts ist ja, das war jetzt die letzte Episode, in der Philly dabei war. So. Ja. Reedy konnte es nicht verhindern, weil er wieder einmal nicht da ist. Oh. Oh. Ja. So, und damit sind wir hier fertig. Am Tende. Es wird nicht besser. Und, können wir das doch nicht antun? Tende schreibt man mit 3 E. Und deswegen neue deutsche Rechtschreibung. Begebe ich mich jetzt praktisch eine Woche in die Zukunft. Breedstorm nur mit 2. Heute und ist gar nicht der Zurück in die Zukunft-Tag. Der war doch schon gestern. Der ist gestern gewesen. Wenn man es genau nimmt, heute ist der für die Deutschen heute erst. Nein. Doch. Nein. Egal, wir sind eh jetzt 2 Wochen erklären, in der ist schon zu spät. Hallo Leute, so, die jetzt überhaupt nichts mehr mit Oktober zu tun haben. Denkt zurück, vor einem Monat gab es noch einen Monat. So. Der Monat ist auch Tende. Mit dieser albanen Weisheit verabschieden wir uns jetzt nach Bayern.
T-Ende. In die Zukunft. Und da werde ich jetzt dann... Hi, Breedstorm! Auf dem Breedstorm-Ende. Hattest du viel Spaß? Wir vermissen dich nicht, Breedstorm. Komm nicht wieder. Ey. Ich werde immer mit dir verwechselt. Das ist doch gemein. Die Oni, die ist voll fies. Was? Echt? Ja. Voll gut. Nein, nicht voll gut. Also. Wir können es ja drunter schreiben. Die gemeine Person, das ist Feli. Ich bin sehr stolz darauf. Genau. Wir sagen soweit tschüss an dieser Stelle. Ihr zumindest. Ich sag schon mal tschüss. Es ist vorbei. T-Ende. Tende. Tende. Ihr macht mich fertig. Ja, wie eben angekündigt, vor einer Woche, verdammte Zeitkontinuitäten, sind wir jetzt in Bayern, im bayerischen Außenstudio. Fränkisch bitte, Fränkisch. Ja, Fränkisch, Bayerisch, ist doch alles das. Ja, hallo Breedstorm. Mahlzeit. Wie geht's? Ja, man hört. Steht, möchte ich lieber nicht wissen. Man hört es eigentlich an der Stimme schon. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es zieht mir jetzt durch, ne? Ja. Genau. Was ich letzte Woche vergessen habe anzukündigen, ist ein weiteres Interview, was ich geführt habe. Deswegen schonen wir jetzt dem Breedstorm seine Stimme noch ein bisschen und hören erstmal in das Interview rein. Und zwar mit einem alten Bekannten, mit David Puller. Viel Spaß. So, ich bin hier mit David Boller, der uns zur Buchmesse wieder besucht. Hallo. Hey, hallo. David, du hast ein ambitioniertes Projekt gestartet, von dem ich gelesen habe. Das ist die Virtual Comics School. Ich muss mal kurz überlegen, ne? Weil damit ich Virtual Graphics nicht mit Virtual Comics School durcheinanderbringen. Genau. Weil das war ein bisschen die Idee, dass wir den Namen ein bisschen assoziieren mit Virtual. Aber es ist natürlich auch die Idee, dass die Virtual Comic School ist, weil sie wirklich virtual ist, also auf dem Internet ist eigentlich. Also es gibt ja eigentlich keinen Klassenraum oder keine eigentliche Schule, sondern es ist eigentlich alles im Äther. Ja, genau, da hast du schon ein bisschen was erklärt. Erzähl doch noch ein bisschen mehr. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das eigentlich auf die Idee gekommen bin ich, weil ich hatte eine richtige Comic-Schule eigentlich und das war mangels Teilnehmerzahlen eingestellt worden. Das war über die Kunstgewerbeschule in St. Gallen. Da habe ich gesagt, darf ich das sagen, fuck it? Ja, okay. Wir sind explicit. Genau, habe ich gesagt, fuck it. Wir machen doch mal was Eigenes und da habe ich mir gedacht, ich habe die Curriculums schon alle, ich habe die Lesslektionenpläne und alles zusammen, habe mir gedacht, ich mache das einfach selbst über das Internet, weil da kann jeder eigentlich daran teilnehmen und niemand, ich habe da ein bisschen gesucht auf dem Internet und gesehen, dass niemand eigentlich das anbietet, was ich anbiete. Okay. Da hast du auch verschiedene Klassenmodelle, habe ich gelesen. Richtig, genau. Also die Idee hinter der Schule ist eigentlich die, das ist keine reine Zeichenschule, weil es gibt Zeichentutorials auf YouTube, auf Instagram, was auch immer. Sondern wir wollen eigentlich wirklich etwas machen, wo wir zeigen den Schülern, wie sie einen Comic von Anfang bis zum Ende machen können. Also alles, das involviert ist, das ist von der ersten Idee über die Skizzen zur Reinzeichnung, zur Tusche bis zur endgültigen Veröffentlichung, alles eigentlich. Also was braucht das wirklich? Weil das sind so viele Schritte und niemand zeigt dir das auf dem Internet. Du musst das wirklich selbst zusammenpuzzeln und das braucht Monate, bis du das alles zusammen hast. Und was war die Frage? Ja, die verschiedenen Klassenmodelle. Ah ja, die verschiedenen Klassenmodelle, natürlich. Weil ich habe mir gedacht, natürlich, nicht jeder ist im gleichen Stadium. Es gibt ja auch verschiedene Stile. Also ich will ja stilunabhängig sein. Also ich will ja nicht sagen, ich mache eine Superhelden-Schule, ich mache eine Graphic-Novel-Schule oder eine Manga-Schule. Sagen wir mal, das Grundkonzept ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann kann man das mit den Stilen variieren. So habe ich mir gedacht, ich mache mal 4 Basismodelle. Das ist ein Basiskurs 1. Das ist wirklich, das sind dann 2 Monate, 8 Lektionen, 5 Webinare. Und das ist dann wirklich, also da wird einfach nur Basissachen durchgegangen und eine kurze Comicgeschichte gezeichnet, aber nichts Großes, kein freies Schaffen, sondern eigentlich nur ein Folgen von vorgegebenen Lektionen planen. Dann gibt es Basislektion 2, da geht man einen Schritt weiter und da gibt es eine kleine Veröffentlichung. Und dann gibt es der fortgeschrittene Kurs 1, das ist dann für die, die eigentlich entweder wirklich schon sehr gut sind oder schon die ersten 2 Kurse eigentlich absolviert haben. Und da gehen wir dann nochmal einen Schritt weiter und da gibt es dann wirklich dann eine Veröffentlichung. Und da werden wir auch ein bisschen an einer größeren Geschichte arbeiten. Und dann gibt es die Meister, also die Masterclass, der Meisterkurs. Und das ist für die, die dann wirklich professionelle Ambitionen haben und wirklich sagen, okay, gut, ich will jetzt was aus mir machen und ich will jetzt die Zeit investieren. Und dann machen wir da auch größere Sachen, weil das geht dann auch über mehrere Monate hinweg, das sind dann 5 Monate. Da sagen wir, wir machen jetzt ein komplettes Heft.
und ein kleines Buch und ich helfe dann auch mit der Veröffentlichung, ich gebe dir dann auch Kontakte zu Verlagen. Also es ist nicht so eine Situation, wo ich sage, ja, ich lasse jetzt einfach gehen, sondern es ist eine Situation, wo ich sage, ich bin jetzt nicht nur der Zeichnerlehrer oder der Comiclehrer, sondern ich bin auch ein bisschen dein Agent und ich vermittle dir unter Umständen mit meinen Kontakten etwas, das du sonst nicht haben könntest. Okay, also Rundumversorgung auch neben dem eigentlichen Lehrplan quasi. Genau, weil das gehört ja letztendlich auch dazu. Natürlich kann man sagen, ja, ich zeichne meinen Comic und das ist alles schön und gut. Aber heutzutage haben wir so viele Arten der Veröffentlichungen, die Möglichkeiten und alles. Es wäre irgendwie schade, wenn das eben, wenn du in deinem kleinen Zimmer zeichnen würdest und die Welt nie deine Arbeiten sehen würde. Ja. Wie lange machst du die Schule jetzt schon? Erst angefangen eigentlich, das sind ein paar Monate, das sind glaube ich 2-3 Monate. Und wenn es jetzt einfach weiterhin sukzessive aufbauen. Aber die wird schon richtig gut genutzt, oder? Der Anfang ist jetzt eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, also ich habe ein gewisses Ziel gehabt. Ich möchte eigentlich auf 20 Schüler kommen. Wir sind jetzt bei 6 Schüler bis Ende des Jahres wahrscheinlich auf 10. Okay. Und dann bis Mitte nächstes Jahres dann auf 20. Und ich möchte aber nächstes Jahr auch wirklich das mehr auf Conventions und Festivals und mehr promoten. Es gibt aber auch neben den eigentlichen Klassen auch noch einen Schnupperkurs, gell? Genau, der Schnupperkurs, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das ist eine Low-Cost-Alternative eigentlich für jemanden, der sagt, ja, ich will mal schauen, wie das aussieht und was kann ich überhaupt machen. Und da gibt es zwei Schnupperkurse. Also der Basis-Schnupperkurs, der kostet 19,95 und da gibt es 3 Aufgaben. Die kann man dann auch einreichen und die werden dann auch von mir korrigiert. Sagen wir nicht unbedingt korrigiert, mit Anmerkungen versehen. Und da lernt man dann auch ein bisschen was davon. Und das ist doch ein ziemlich gutes Dokument, das man dann auch kriegt. Und der Schnupperkurs, der kann dann letztendlich, wenn man sich entscheidet, einen Basiskurs oder einen anderen Kurs zu besuchen, wird die Kosten für den Schnupperkurs auch abgezogen. Also das Geld kommt dann wieder zurück. Okay. Das heißt, es ist nichts verloren eigentlich. Man kann nichts verlieren eigentlich mit dem. Und dann gibt es einen zweiten Schnupperkurs, der ist ein bisschen teurer, aber das gibt dann auch noch ein Webinar dazu eigentlich. Also die Aufgaben werden dann in einem Webinar nochmal besprochen. Und du kannst auch Fragen stellen zum Beispiel und ja, was dich sonst so interessiert. Jetzt sind wir auch schon beim Ablauf der Unterrichtsstunden. Wie läuft das im Grunde, oder der Kurse, wie läuft das im Grunde ab? Das läuft folgendermaßen. Die Lektionenpläne sind als PDF-Format. Die kriegt man pro Woche eine Lektion. Da gibt es zwischen 1 und 3 Aufgaben. Sollte ungefähr 10 Stunden, zwischen 5 und 10 Stunden, hängt ein bisschen davon ab, Arbeit sein. Die werden gemacht, die werden eingeschickt. Dann werde ich die mit Anmerkungen versehen. Die werden zurückschicken. Und an gewissen Eckpunkten gibt es dann ein Webinar. Das ist One-on-One, also 1:1. Wo wir dann über die Aufgaben besprechen und einfach die Details besprechen, die teilweise auch schwierig zu sehen sind. Und es gibt auch dieses Programm, das heißt der Join.me. Da kann ich auch leicht zeichnen. Das heißt, ich kann auch direkt über deine Arbeiten dir Korrekturen zeichnen, wie zum Beispiel, dass man das hätte noch besser machen können. Du kannst dann auf meinem Monitor sehen, wie ich das mache. Das klingt sehr gut, ja. Ja, wie läuft das ab, wenn du merkst jetzt, oder gibt's den Fall überhaupt? Jetzt bewirbt sich jemand und du hast das Gefühl, das wird gar nichts, der ist da jetzt absolut untalentiert. Gibt's sowas oder? Nein, das gibt es nicht, weil für den fortgeschrittenen Kurs und die Meisterklasse, da muss man sich mit Arbeiten anmelden. Das heißt, ich muss vorher sehen, weil sonst ist man überfordert, das ist einfach zu streng. Das ist ganz klar. Also es muss jemand sein, der wirklich Ambitionen hat für den Basiskurs. Spielt das echt keine Rolle, weil die Sache ist, die gut zeichnen können ist eine Sache, einen guten Comic machen ist eine andere Sache. Das heißt, man muss nicht der größte Zeichner aller Zeiten sein, sind wir ehrlich. Die meisten Leute, die sich für sowas anmelden, werden nie großartige Zeichner werden. Es geht auch nicht darum. Die meisten machen das als Hobby, die machen das, weil sie es gerne machen, um eine gute Geschichte erzählen zu können, auch wenn das mit Strichmännchen ist letztendlich, spielt das auch keine Rolle. Ich meine, ist auch ein bisschen so, dass all das Wissen, das in diesen Lektionen drin ist, muss auch nicht alles verwendet werden. Es ist kein unnützes Wissen, aber es ist ein Wissen, dass es gut ist, dass man das mal gesehen hat. Es ist in der Schule, in Mathematik. Letztendlich, solange du Geld zählen kannst, kommst du im Leben durch. Musst du wirklich wissen, wie man Geometrie macht und wie man Pi macht und weiß der Teufel, was in einem in der Mathematik hast, braucht man nicht. Ist trotzdem gut zu wissen.
Also braucht sich niemand scheuen, jeder kann zu dir kommen und sich da anmelden bei dem Kurs und ja, im Grunde bei dir das Handwerkszeug erlernen. Das ist absolut so. Also ich sehe zum Beispiel, ich sehe das auch sehr viel mit jüngeren Schülern, die ich in Workshops gehabt habe, dass das mit wenig Hilfe die Qualität der Arbeit exponentiell besser wird. Also nur indem, dass die Komposition verbessert wird, nur indem, dass zum Beispiel die richtigen Kontraste, Schatten, Licht, alles so eingefügt wird, macht 1000% Unterschied. Okay. Wenn wir jetzt die Hörer neugierig gemacht haben, wo können die sich informieren, wo können sie sich anmelden? Sie können sich auf zwei Orten anmelden. Das eine ist auf unserer Webseite virtual-graphics.ch oder virtualcomicschool.com, ein Wort. Okay. Dann danke ich dir recht herzlich für die kurze Information. Bitte gern geschehen, Mr. Cookie. Aber ganz zu schnell lasse ich dich natürlich nicht gehen. Was gibt es denn von dir persönlich noch demnächst Neues in Sachen Comics? Tell, Wilhelm Tell. Der klassische Stoff quasi. Der klassische Stoff, genau. Also wir werden sicher diese Tell-Sachen weiter aufbauen und dann kann ich endlich zu meinen Projekten zurückkehren und den Superhelden Tell 3 und Aya 2 endlich fertigstellen und dann natürlich kontinuierlich weiterarbeiten an Roter Himmel, die Fortsetzung von Ewiger Himmel. Ja. Und irgendwann ist dann alles mal fertig. Ja, also es gibt noch ein bisschen was offen ist und da können wir uns alle drauf freuen. Okay. Dann vielen Dank. Dank dir auch. Tschüss. So, nach dem Interview ist im Podcast. Das sind wir wieder. Ja, wir hatten uns ja schon seit einiger Zeit mal vorgenommen, so ein paar Blem-Blem-Titel durchzusprechen. Wollen wir erstmal anfangen mit dem, den wir schon länger angekündigt haben. Genau, und zwar ist das Guttertown, ja. Eine Importserie aus den USA, die sich Blem-Blem Productions gegriffen haben. Mhm. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir eine Art dystopische Zukunft haben. Mhm. Also die Welt wird von Konzernen beherrscht und die Menschen leben in so großen, leicht schmuddeligen Städten. Es gibt keine Hoffnung auf eine gute Zukunft und so weiter und so fort. Das Leben ist für die Arbeit da. Aber es gibt ein paar in diesem Guttertown, also es ist der Ort, in dem das Ganze spielt, wo die Protagonisten gegeneinander bei so einer Art Battle antreten. Und zwar so eine Art Tanzbattle ist das, ne? Tanzbattle ist es, genau. Mhm. Und im Prinzip ist es, ja, es wird zu diversen musikalischen Ergüssen, so in Richtung Hip-Hop und so weiter, zu Tanzmusik wird gegeneinander gebettelt. Mhm. Also ähnlich auch wie so ein Kampfbattle, aber dazu kommen halt durch eine Droge verstärkt auch noch Licht und Soundeffekte, mit denen man sich gegenseitig beschießen kann und so weiter und so fort und das kampfmäßig alles einsetzen kann. Ja. Ist optisch sehr, sehr interessant umgesetzt. Das hatte ich noch nie so gesehen, dass man diese Licht- und Soundeffekte so intensiv da in Kampfgeschehen eingebunden hat. Und was ich noch recht interessant fand, es gibt ja wie so eine kleine Hommage auch an so Kampfspiele wie zum Beispiel Street Fighter, sind da auch viele Begrifflichkeiten aus diesem Bereich eingebaut. Aber es geht ja nicht nur um die Kämpfe in dieser Serie, sondern es geht außerdem noch um den jungen Protagonisten. Der hat natürlich noch das ein oder andere Problem. Ja gut, so. Die Lichteffekte, die haben mich beim ersten Mal lesen natürlich so ein bisschen an Green Lantern erinnert. Also da ist es ja halt dann doch oftmals drin, was man hört im Hintergrund, musst du erklären. Ja, ich weiß auch nicht, dass es hier... Diese Kobolde. Ja, ja. Diese bayerisch-fränkischen Kobolde. Ja, ja genau. Also das hat mich... Aber so vom Setting her, wie gesagt, das Ganze in so einer Endzeitstimmung, sage ich jetzt mal, passt super und dann hast du dann auch noch irgendwann drin irgendwelche Echsenkreaturen, die dann also praktisch die Straßengangs darstellen. Ja. Und also eine der vielen Straßengangs sehr wahrscheinlich. Und ja gut, das erste Heft, das führt halt erstmal so ein bisschen in diese Welt rein. Und es ist ein interessanter, sehr interessanter Zeichenstil. Der gefällt mir so von der Optik her sehr gut. Auch so ein bisschen Hip-Hop-Sprayer-Optik, alles genau. So ein bisschen gelegt. Ne? Ja.
so, ja genau, alles sehr dynamisch auch gehalten natürlich, was ja bei den Kampfszenen sehr gut kommt oder bei den Tanzszenen. Und ja, also es sieht echt sehr interessant aus und ich freue mich eigentlich auf den nächsten Teil. Also der hat auf jeden Fall Spaß auf mehr gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist der Cliffhanger, der kommt, ja, also im Prinzip wird das Setting erzählt. Ja. Und der Cliffhanger hängt dann so hinten dran, als wäre es vielleicht erst anders gedacht gewesen oder sowas. Also ja, für mich ist das ein bisschen also ein komischer Zeitpunkt, um den so zu verpacken, wie er da gemacht wurde. Aber ich denke, in Heft 2 wird sich das Ganze mal so ein bisschen anders darstellen nochmal. Mhm. Ja. So, und der nächste Titel von den Blem Blem Productions? Ja, das wäre ein Science-Fiction-Titel. Und zwar ist das Savages Nummer 1. Mhm. Auch eine Ami-Serie, die importiert wurde. Machen sie jetzt recht erfolgreich, ne? So. Ja, also ist auch so Indie-Serien, nehme ich mal an. Das ist alles von so, ja, im Programm mit Platz findet. Finde ich gut. Ja, also das sind Sachen, wo man sonst auch nicht drauf kommen würde, letztendlich. Ne? Und ja, weil es gibt, der Markt ist ja riesig. Und ja, selbst wenn man einen Fokus auf die Indie-Serien legt, ist es immer schwierig, sich da durch den Dschungel durchzuforsten. Da gibt es halt eine Vorauswahl. Mhm. Und wie gesagt, das Savages ist eine feine Science-Fiction-Serie. Also es geht um so eine Art Rescue-Team, ist das ja im Prinzip, die quasi, wenn es eine Havarie oder zerstörte Raumschiffe gibt im Universum, werden die von größeren Konzernen beauftragt, diese Wracks quasi auszuschlachten. Mhm. So was gibt es ja auf der Erde bereits auch, ja, dass man solche Wracks dann irgendwie verwertet. Mhm. Und das ist ein Team, bestehend aus mehreren illustren Figuren, also ist nicht jeder wie der andere. Ja. Ich war am Anfang etwas irritiert, weil vom Cover hat es mich zunächst, dachte ich, wow, ist das eine alte Image-Serie oder was aus den 90ern? Weil du so diese typische Konstellation auf dem Cover hast, dass da ist einer der smarte Captain letztendlich, dann gibt es so ein großes Powerhouse, also jemanden großen, starken, es gibt eine gut aussehende Dame und dann gibt es noch einen kleinen Zwerg, der ein bisschen listig daher schaut. Mhm. Und so sahen in den 90ern sehr, sehr viele Image-Serien-Cover aus. Und diesen Zeichenstil haben sie auch beibehalten, aber es geht halt nicht um Superhelden bei der ganzen Geschichte, sondern, wie gesagt, um dieses Rescue-Team. Und die werden zum havarierten Schiff geschickt, bloß nicht alles an Bord ist so tot. Ja, stimmt. Ne? Viel mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen von der Handlung her. Ja. Ja gut, also es fängt halt so ein bisschen an wie so ein ganz normales Weltall-Horror-Setting, fast ein bisschen, weil die werden gehen aufs Schiff und die Funkverbindung bricht ab und was ist da jetzt los? Und das ist so die Ausgangssituation. Die Dame, die du auf dem Cover erwähnt hast, die hat im Grunde den Einsatzleiterjob, mehr oder weniger, also sie befindet sich auf dem Basisraumschiff, was auch, glaube ich, Selvedge heißt, ne? Oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich glaube, das sind einfach Selvedge. Also das ist die Berufsbezeichnung, oder? Also. Ja, naja, gut, egal. Jedenfalls, die koordiniert das so ein bisschen vom Basisschiff aus und kann es aber im Grunde gar nicht weiter koordinieren erstmal, weil, wie gesagt, die Funkverbindung abbricht und sie dann praktisch die Funkverbindung zu den anderen Mitgliedern sucht und ja, die sich so ein bisschen gegenseitig versucht, dass die sich wiederfinden. Ja, naja. Und das ist so die Basis. Ja, also mich hat es sofort an den ersten Alien-Film erinnert. Das ist ein ähnliches Setting. Jetzt ist der Ausgang da natürlich etwas anders, aber auch da kommt ein Team auf dem Schiff und guckt sich das an, oder? Mhm. Es gibt eine großartige Antenne-Hörspiel-Kassette, das Totenschiff, ja, was einen ähnlichen Ausgangspunkt hat. Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwas, was Neues nie da gewesen ist, zu erfinden. Man sagt ja, dass es generell nur, was weiß ich, sieben Arten von Geschichten gibt, die immer in irgendwelchen anderen Variationen neu erzählt werden.
Aber hier ist es sehr charmant verpackt und optisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Ist jetzt im direkten Vergleich zu Guttertown ist es mehr mein Stil, okay, wo ich sofort drauf anspringen würde. Und ja, also der Stil, wie du schon gesagt hast, erinnert sehr stark vom Einfluss her an die alten Image-Serien. Ja. Kann man schon so ein bisschen Jim Lee rauserkennen und ein bisschen oder auch so die ganzen Wildstorm-Zeichner. Ja, ein bisschen Inkonsistenz in der Zeichnung, zumindest in auf einer Seite ist mir das besonders aufgefallen. Ich muss gerade nochmal gucken, um dir das nochmal zu zeigen. Man sieht einmal die Einsatzleiterin hier schön im Profil da sitzen. Ja. Und dann auf einmal von der anderen Seite und da hat sie, es mag ein Schattierungsfehler sein, aber eine völlig platte Figur und die Proportion stimmt da so überhaupt nicht irgendwie gefühlt. Ja, also da ist noch ein bisschen Potenzial, aber gut, wie gesagt, dafür ist es ein Indie-Comic-Projekt und sicherlich passt da nicht alles, da kann man noch das eine oder andere finden, aber ja. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das heftmäßig dann weitergeht. Es ist ja auch teilweise bei den Eigenproduktionen von Plam Plam Productions, sieht man es ja relativ gut, wie sich so ein Stil einfach entwickelt, dadurch, dass die Leute das dann einfach durchziehen und dass sich so ein Zeichenstil dann auch so leicht verändern kann mit der Zeit, klar, beziehungsweise dass man konsistenter wird im Prinzip. Ja. 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 Hat man zum Beispiel bei Changer hat man das gesehen, also da lässt sich die Entwicklung sehr, sehr gut nachvollziehen, wie sich das, aber das sieht man dann natürlich erst nach ein paar Heften. Richtig, ja. In einem und ja, also das ist für mich ein sehr interessantes Setting, was ich natürlich auch weiter verfolgen möchte. Ja. Ja gut, Inspiration hast du im Grunde schon eine genannt. Mal gucken, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, dann haben wir noch einen Titel aus Blam Blam Productions, nämlich War Comics Nummer 5. Ja, War Comics ist ja die Anthologie-Reihe von Blam Blam Productions. Das ist, glaube ich, auch die am längsten lebende Reihe bisher, oder? War das nicht auch gleich die erste Reihe überhaupt? Also mit Sicherheit, aber mindestens eine der ersten War Comics. Ne? Ja. Wo sich die Jungs, die jetzt das zusammen betreiben, zusammengetan hatten und dann einfach mal einen Comic rausgebracht haben. Also es ist halt ein schöner Schritt, wenn man sagt, ich finde das total klasse und würde sogar was gern machen, aber das dann wirklich umzusetzen, dazu braucht es natürlich noch einiges an Ausdauerkraft mehr. Ja, ja. Also das nur vom Reden, ich könnte was Schönes zeichnen und ich könnte das viel besser als alle Autoren und Zeichner zusammen, davon ist noch nie was geworden. Ja, klar. Aber man muss, irgendwann kommt der Punkt, wo man das umsetzen muss und daran scheitern die meisten. Die haben es halt wirklich durchgezogen. Ja. Und die ersten War-Comics, die haben auch dazu geführt, dass es jetzt teilweise eigene Reihen gibt von den Sachen, die da enthalten waren. Ja. Und gab es einen gewissen Cut. Und zwar ist jetzt... Sag nochmal, der erste Zyklus ist vorbei. Genau, das ist jetzt die zweite Staffel. Und in der zweiten Staffel ist keiner von den Hauptmachern von Plim Plim Productions. Also keiner vom Stammteam mehr drin. Sondern verschiedene andere Zeichner. Und wie es für eine Anthologie üblich ist, sind auch sehr, sehr unterschiedliche Zeichenstile dabei. Und Blam Blam Productions möchte damit, glaube ich, auch so eine Plattform bieten, einfach, dass man einfach sagen kann, hier, ich möchte gerne was veröffentlichen, gerne in Papierform, weil nur im Internet davon haben die wenigsten was. Also natürlich gibt es Leute, die damit sehr, sehr gut fahren, aber die kann ich an einer Hand abzählen, wer das ist. Ja, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Ich glaube, Till Felix ist dabei, ne? Ja. Sagen wir mal ganz kurz der von den bekannteren Till Felix, genau. Und dann Sunny Ray hat was beigesteuert, Hannes Radke hat was beigesteuert. Polly, mir sagen fast alle noch gar nichts, außer halt Till Felix, Katrin Felder und INM einfach abgekürzt. Ja, der INM hat ja nur das Backcover quasi gemacht. Im Grunde, ja. Eine Seite und die Dame davor, die, wie heißt sie, Katrin Felder war das, glaube ich, die hat das Cover gestaltet. Wobei das auch sehr, ist gleich ins Auge gefallen, ist jetzt ein komplett anderes Design, als es vorher war. Ja. Moderner, so ein bisschen gehalten.
Und ja, das Cover ist auf jeden Fall schon mal catchy, ja, weil es ist lustig gezeichnet, sehr funny-mäßig und hat im Grunde die ganzen Figuren, die im Heft auftauchen, oder sagen wir mal die Hauptfiguren, darauf vereinigt. Und das ist ein schönes Konzept, also gefällt mir gut, ja. Ja, mich hat es ein bisschen irritiert, weil ich erst dachte, ist das jetzt ein Team, was zusammen unterwegs ist? Ne? Ja, weil ich dachte, ist das jetzt, weil man sieht das, da sind sehr, sehr unterschiedliche Wesen da drauf. Es ist aber jetzt nicht hier, was weiß ich, wie die Gefährten, ja, sind unterwegs zusammen, sondern das ist einfach, das vereinigt in einem großen, schönen Bild. Mhm. Ja, aber ein schöner Ansatz, finde ich. Also, ja. So hat zum Beispiel der Till Felix zeigt Einblicke in eine Insektenwelt. Ja. Wo es kleine Menschen oder wahlweise riesige Insekten, so ganz klar ist mir ist das noch nicht, die zusammen unterwegs sind und gegeneinander teilweise kämpfen, verschiedene Fraktionen, aber halt auf riesigen Insekten dabei reiten, Marienkäfer, Mücken und so weiter. Und auch in dem für ihn typischen Stil. Ja. Und auch da, das wäre zum Beispiel was ich mir auch komplett als Heftreihe vorstellen könnte, wenn er das noch ein bisschen ausgestaltet. Mhm. Dass natürlich auf Heftlänge kommt. Und also das wäre zum Beispiel so ein Ding, was mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Was hat dir so? Was war so? Nee, das war auch direkt das erste, das, was mir am besten gefallen hat bisher. Wobei ich auch den Ansatz mit dieser Superheldengeschichte mit dem Minion ganz gut fand, wobei mich da die Zeichnungen jetzt nicht ganz so überzeugt haben, aber ja, okay, aber der Ansatz von der Story ist auf jeden Fall schön, ja. Von der Superheldengeschichte, ja, da geht es ja im Prinzip darum, dass ein Sidekick ist ungebührlich gekleidet. Ja. Und das gefällt seinem Superhelden-Mentor natürlich nicht. Mhm. Aber in der kleinen, witzigen Geschichte entwickelt sich das Ganze dann doch zu was Positivem. Mhm. Zeichnerisch am besten überzeugt hat mich im Grunde die Geschichte, wie heißt sie denn jetzt gerade? Moment, ich muss wieder vorblättern, es ist ein Kreuz. Der Steffen kämpft mit einem iPhone. Raider. Ja. Genau. Die hat mich jetzt vom Grafischen her am meisten überzeugt. Weil da schon sehr viel Liebe drin steckt. Also ein sehr dynamischer Zeichenstil und viel mit Monstern gearbeitet und so weiter und so fort. Ja. Also man kann es ja kurz mal anteasern, da geht es im Prinzip um eine Welt, wo es wohl auch Magie gibt. Mhm. Und es gibt so eine Art Wandergesellen in dieser Welt, die ausziehen müssen und 100 Mal Leuten helfen müssen. Also im Prinzip wie ein Zimmermann, der auf die Walz muss 3 Jahre oder wie lange auch immer. Mhm. Und hier müssen die halt 100 Taten machen, bevor sie wieder nach Hause kommen dürfen. Mit einer Einschränkung ist da, oder mit 2 Einschränkungen, es darf keine Magie verwendet werden. Mhm. Das scheint da in der Welt üblich zu sein, dass man auch Magie verwenden kann. Mhm. Und man darf keine Schusswaffen einsetzen. Ja. Und da begleiten wir einen von diesen, ich sag mal, Gesellen. Mhm. Und auch das wäre für mich auch was ich gern in Häftlinge sehen würde. Ja, durchaus, ja. Aber ich denke... Und ich sag mal so, dadurch, dass dieses Heft ja das Konzept so ein bisschen ist, um einfach mal so ein paar Serien anzutesten, ist das nicht unwahrscheinlich, dass wir davon irgendwas in Heftlänge wieder sehen. Ne? Mhm. Ja. Auch interessant, der Story-Ansatz mit der Geschichte mit dem kleinen Schwein. Ich weiß nicht, ja, ein paar schöne... Also Ideen hat es sehr schöne hier drin. Also wirklich durchweg. Da haben sich alle was dabei gedacht. Und gute zeichnerisch qualitativ. A, ist es Geschmackssache. Klar, das sowieso immer. Und aber es ist für jeden was dabei, würde ich behaupten. Ja. Muss natürlich dann an so Reihen wie zum Beispiel Gesam denken oder Panik-Elektro, die es vorher, Panik-Elektro gibt es ja zum Beispiel leider nicht mehr, aber die damit auch sehr, sehr gut fahren und auch zum Beispiel beim Icon-Prize, beim Icon-Prize sehr gut dann auch bedacht werden. Also das hätte das Potenzial bestimmt dazu. Ist auf jeden Fall mal was ich da die Jury irgendwie mal vorknüpfen könnte. Näher anschauen könnte, ja. Ja, also so macht das Spaß. Das Konzept funktioniert so ganz gut. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt von den Vorgängerausgaben noch nicht wirklich was gesehen. Ich habe zwar mal die ein oder andere mal reingeblättert, aber ein schönes Konzept und
Ja, und die Reichweite gibt den Jungs ja irgendwie auch recht. Und ist dann natürlich für die neuen Künstler, die da schon in der Schlange stehen quasi, ein schönes Produkt, wo sie mal ihre Sachen präsentieren können. Ja, ich denke gerade mit den War Comics, das könnte zum Beispiel bei den nächsten Comic-Messen, egal wie sie jetzt heißen, also bei mir ist es jetzt, meine nächste wird erst Erlangen sein. Bei mir sehr wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Also die Cons möchte ich mir eigentlich nicht unbedingt geben. Wobei die eine erst danach ist. Ja, aber weiß ich nicht, bin ich glaube ich nicht so die Zielgruppe für sowas. Ja. Und wenn die da den einen oder anderen Zeichner bringen, denke ich, dass du da auch viele Leute mit drauf aufmerksam machst. Weil klar. Also der Großteil der Leute geht ja zu Comic-Messen, um sich vielleicht auch was zeichnen zu lassen von irgendwem. Und damit verkaufst du sowas natürlich wie geschnitten Brot halt auch. Ne? Also das hat man letztes Mal bei Jazam gesehen in München. Mhm. Natürlich gab es auch den Preis für den letzten Jazam. Aber wenn du dann die passenden Zeichner dazu da hast, dann kannst du sowas, was ja auch preislich alles relativ im adäquaten Bereich liegt, sage ich mal, kannst du sowas natürlich auch immer gern mitnehmen. Ne? Also das, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt und werde ich auf jeden Fall dann zuschlagen. Wir haben ja jetzt zu Rezensionszwecken die PDFs davon bekommen, dass wir das rezensieren können, aber wie gesagt, da steige ich natürlich noch ein. Ja. Wenn mir jemand was zeichnet. Ja, also die Druckausgaben sind ja auch wirklich für schmales Geld zu haben. Bei Blimblim, das wissen wir. 3,90 €, 4,90 €. Ja, das sind schon ganz realistische Heftchenpreise und gute Qualität auch. Also das und was ich schon. Also was ich noch sehr gut finde, ist, dass gerade bei Neuausgaben werden gern solche zusätzlichen Angebote gemacht. Wir hatten ja damals, dass zum Beispiel ein signierter Druck dabei ist oder Sketchcover oder Sketches, genau, und so. Und also das finde ich wirklich das Service dann. Mhm. Und ja, und das verstehen die Jungs von Blimp. Ja, also ist das klar. Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von Plam Plam Productions. Naja, nein, gut, im Grunde nicht. Sind wir damit jetzt ja auch erstmal durch, glaube ich. Genau. Kommen wir mal zu einer Rubrik, die ich viel häufiger bedienen würde, aber leider kommt nicht so viel Feedback oder so viele Beiträge, deswegen immer der Aufruf, wenn ihr irgendwas mitzuteilen habt, schickt es einfach her. Gemacht hat es in dem Fall der Herr Rossi. Der Herr Rossi ist derjenige, jetzt kommen wir es mal auflösen, das ist natürlich nicht sein echter Name, aber möchte halt so genannt werden. Ist derjenige, der uns damals das nette Care-Paket geschickt hat, mit jeder Menge Comics drin. Material. Und der hat uns jetzt praktisch nochmal seine persönliche Comic-Origin zuteilkommen lassen. Weil wir das in einer der letzten Folgen auch nochmal ein bisschen aufgewärmt hatten, das Prinzip. Und von daher freuen wir uns über sowas natürlich immer. Also wer auch mal seine persönliche Comic-Origin-Story mitteilen möchte, wir sind da immer gerne offen. Sei es im geschriebenen Text oder sei es als Audiodatei, nehmen wir gerne alles. So, nochmal einen Schluck getrunken, weil ich muss jetzt viel vorlesen. Ich bin jetzt nicht so der gute Vorleser, aber dadurch, dass der Brietstorm, wie man hört, so ein bisschen am Kämpfen ist. Männergrippe. Ja. Notarztwagen ist schon bestellt. Notschlachtung. Ja. Notschlachtung, genau. Deswegen fange ich doch jetzt einfach mal an. Hallo Comic-Cookies. Comics sind meine Leidenschaft. Ich bekenne mich schuldig. In allen Punkten. Welche Initialzündung letztendlich für mein inneres Brennen verantwortlich war, das kann ich heute leider nicht mehr sagen. Zu verschwommen ist die Sicht nach hinten jedenfalls, und das kann ich mit aller Sicherheit sagen, wurde es im Laufe der Zeit immer mehr und ich bin immer schneller in die Spirale hinabgestürzt. In meiner ersten Phase sah das ungefähr so aus. Jetzt sehen wir hier ein Cover von Topolino, das ist also das italienische Mickey Mouse Magazin im Grunde. Dann sehen wir ein Cover zur deutschen Ausgabe von Die Spinne, ne? Damals noch Condor. Dann Dylan Dog und
ein Cover vom Punitore. Wer könnte das sein? Punitore? Der Punisher? Ja, genau. Punitore. Also auch italienisch. Wie nicht unschwer zu erkennen, bin ich in zwei Comic-Kulturen aufgewachsen. Mein Lieblingscomic in den 90ern war Dylan Dog. In meiner Metal-Holland... Ach so, Moment, was ist denn das? Metal-Holland? Holland? Metal-Holland, das ist... musst du mir erklären. Das ist Heavy Metal. Das Heavy Metal-Magazin ist das. Okay. Das ist der französische Titel. Metal-Holland. Okay. Metal-Holland, Hochphase. Hatte sich mein Geschmack radikal verändert. Ich sog alles in mich hinein, was nach Alternative, Science Fiction und Horror roch und nicht bis drei auf den Bäumen war. Da ich keineswegs über die finanziellen Mittel besaß, blieb mir vieles verborgen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle den damaligen hohen Standard unserer Bibliotheken loben, ohne die ich viele der Comics wohl nie gelesen hätte. Stimmt, da muss ich recht geben, das war ja bei mir ähnlich. Da nicht alle Bände einer Serie vorhanden waren, war meine Leseerfahrung höchst kaleidoskopisch. Mein Lieblingscomic in der Bibliothek war ein Manga namens Begraben im Sand und versammelte einige Kurzgeschichten von Katsuhiro Otomo, dem Schöpfer von Akira. Um die Jahrtausendwende verblasste mein Interesse mehr und mehr. Die Sicht wurde verschwommener und ich begann zu vergessen. Über Monate und Jahre hinweg war es still. Unzählige Sterne sind verglüht. Kontinentalplatten haben sich verschoben. Dann eines Tages machte es Plopp und ich las wieder Comics. Einfach so. Verrückt. Und so sieht es aktuell bei mir aus. Dann sehen wir hier Cover von Mobile Suit Gundam. The Origin. Mhm. Auch von Yasuhiko ist es. Dann, oh Gott, jetzt kommen hier auch noch. La Fetta Dickly Dai. Keine Ahnung, was der deutsche, die deutsche Bezeichnung für die Serie sein könnte. Sagt ihr das was? La Vita, der Gipfel der Götter. Ah! D ist das. Okay, dann Baltimore von Mike Mignola und Fatal von Ed Brubaker, und schon Sean Phillips. Ja, ja, warst du schon? Ja, das war's im Grunde. Ja. Genau, also er hat dann mal so einen kurzen Anriss gegeben über seine zwei Comic-Kulturen, in die er aufgewachsen ist. Natürlich ist das schön, wenn man mehrere Sprachen fließend kann, wie das hier offensichtlich der Fall ist, und dann halt auch, sagen wir mal, auf italienische Comics zurückgreifen kann. Was ich natürlich in der Hinsicht beneide, weil er damit theoretisch jede Menge Disney-Comics lesen kann, die hierzulande einfach noch nicht stattfinden oder niemals. Oder vielleicht auch niemals, weil ja, das ist halt das europäische Mecca, was Disney-Comics angeht. Also ist ja so, dass zwar in Amerika auch noch Disney-Comics entstehen, aber bei weitem nicht mehr so viele. Und selbst da werden mittlerweile Comics aus Italien importiert. Also von daher ist das eigentlich das Comicland, was Disney angeht. Ja. Genau. Pippo Reporter. Bitte, Ehappa, bringt Pippo Reporter. An dieser Stelle der Aufruf von mir. Pippo ist, wer ist Pippo? Goofy. Ja. Was sonst? Oh, ja, und da gibt es halt eine Serie, die in der Goofy offensichtlich als Reporter unterwegs ist. Gab es das nicht schon mit Mickey? Mickey ist doch auch als Reporter ja, Zeit lang. Ja, damals, aber das ist ja auch schon wieder ein Weilchen her. Und das Setting ist hier ein bisschen ein anderes. Das ist wohl so ein bisschen, ja, ich konnte es jetzt nicht genau ausmachen, aber 30er, 40er Jahre vielleicht angesiedelt. Ah, so ein bisschen noir-mäßig. Mhm. Ja, aber das dann halt natürlich im sehr lustigen Stil. Bin mal gespannt, ob das irgendwann noch mal auf Deutsch kommt. Wird es mir natürlich am liebsten gesammelt in einem Premium oder sowas wünschen, aber naja, er hört schon auf mich. So. So, ich habe wieder was von Image Comics gelesen. Und zwar ist das eine hübsche Serie namens Bitch Planet. Okay. Der Titel hat mich natürlich gleich angefixt. Nein. Also was mich dazu gebracht hat, war, dass das wieder die gute Kelly Sue DeConnick gemacht hat, die mir schon in anderen Serien äußerst gut gefallen hat, speziell Miss Marvel. Also sie hat ja Miss Marvel im Prinzip
genommen und hat die so ein bisschen in eine emanzipiertere Version ihrer selbst reingedrückt, hat das Kostüm zum Beispiel geändert, dass das nicht mehr so, wie soll ich das sagen, mega sexy ist, wie das, wie das alte schwarz-gelbe Kostüm, sondern hat ihr eine Kree-Kampfanzug im Prinzip angezogen und ja, sie auch ein bisschen emanzipierter handeln lassen. Und auch in diese, ja, Frauenpower-Geschichte, so ein bisschen zumindest, schlägt auch Bitch Planet. Und zwar ist es auch eine Zukunft, in der es ein Patriarchat gibt. Das heißt, Männer beherrschen die Welt und die Frauen sind eigentlich immer nur das Anhängsel dazu. Und ja, für Frauen, die sich da ungebührlich aufführen, die kommen dann in Lager oder Gefängnisse, je nachdem, wie man es betrachtet, auf anderen Planeten. Ne? Ja. Und so beginnt auch der erste Band damit, dass ja, verschiedene Damen größtenteils gegen ihren Willen auf einem fremden Planeten geschossen werden mit so einem Raumschiff. Ganz interessant, die Transporttechnik ist, dass man da in so einer Flüssigkeit eingelegt ist, also nackt. Und was nicht immer ein schöner Anblick ist in dem Fall. Und ja, zu quasi so einer Art Erziehungslager. Also was ist, ne? Kennst du ja noch von früher hier, der Werkshof in der DDR, ne? Schön auf den Werkshof geschickt. Gibt es hier auch mit den Damen, dass die mal ein bisschen demütiger werden und für ihre Männer das alles ein bisschen besser erledigen, was ihre Aufgaben sind. Ne? Hier ist zum Beispiel auch von einer Dame die Rede, die, wo der Mann sich einfach eine Affäre gesucht hat. Und das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, jetzt wo sie das weiß. Und dann lässt sie halt auf diesem Planeten da verschiffen. Halt. Ne? Kommt nicht so mega gut an. Mhm. Aber die Damen, die da sind ein paar recht taffe. So eine zum Beispiel eine sehr übergewichtige schwarze junge Dame mit punkiger Frisur, die da auch mit den Wachen da vor Ort ziemlich aufräumt durch einfach ihre schiere Masse. Und ja, die Handlung ist so ein bisschen geteilt in das, was auf der Erde passiert und was dort vor Ort passiert. Also es gibt schon so eine Art Hauptprotagonistin, die da auch eine der Tafferen ist. Und diese wird dann vorgeschlagen seitens der Lagerleitung dann auch. Sie kann bei so einer Art sportlichen Wettkampf, können die sich beweisen und gegeneinander antreten. Und sie soll dann ein Team zusammenstellen. Also im Prinzip gibt es das ja in den USA auch. Da gibt es ja auch solche Gefängnisse. Und einmal im Jahr gibt es da dieses Rodeo. Ja, ich weiß nicht, ob du da schon mal Berichte drüber gesehen hast. Also die Amis lassen dann die Knackis Bullen reiten und Hengste und was weiß ich. Also wirklich sehr gefährliche Sachen, quasi Brot und Spiele, um einige Vergünstigungen zu haben. Und so ist es dann auch hier. Und ja, schnell findet sich da auch ein Team, was antritt. Aber also es ist jetzt nicht die obligatorische Sportgeschichte, wie man es von amerikanischen Football- oder Baseballfilmen zeigt, sondern es geht mehr in die Tiefe und auch auf der Metaebene sehr in Richtung Frauenrechte. Wie untertänig muss man sein und so weiter und so fort. Besonderheit sind die Cover. Die sind alle so ein bisschen wie so ein Pulp-Cover von so Pulp-Romanen und sowas. Auf dem Cover ganz vorne steht zum Beispiel Mädchengangs eingefärcht und aufgewiegelt und so weiter und so fort. Und also das ist alles so in so einem palpigen Stil gehalten. Ja, und da verspreche ich mir sehr, sehr viel von der Serie. Ja, also der erste Band war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, sehr gespannt, wie es weitergeht. Für einen Ami-Comic ist natürlich sehr auffällig, dass auch recht oft ja, einfach nackte Menschen gezeigt werden. Es sollen selbst Penisse vorkommen. Schade, dass Feli jetzt nicht hier ist, dann können sie es sicherlich abfeiern. Aber das ist für sie werden hier, aber im Gegensatz zu anderen Ami-Comics nicht immer positiv dargestellt. Also in den meisten Superhelden-Comics, da hast du immer
ja, extrem übertriebene weibliche Proportionen und so weiter, dass der Fanboy auch was zu gucken hat, das ist hier halt nicht so. Also hier ist schon, denk, das liegt auch wieder an Kelly Sue, dass sie das alles auf einem realistischen Level irgendwie noch gehalten hat. Also gibt's keinen Silikonalarm oder solche Sachen, sondern teilweise sieht's auch, muss man sagen, nicht wirklich schön aus. Also gerade wenn die auf dem Planeten ankommen und frisch aus der Dusche kommen, sind teilweise unterernährt und sowas. Also das ja, erweckt keine erotischen Assoziationen in dem Fall oder sowas. Ja, man darf gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt, weil, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt dauernd nur auf diese sportliche Betätigung vorgeht. Mhm. Zwischendurch gibt es eine Episode, die gerade dieser etwas übergewichtigeren Dame voll gewidmet ist, ihre Lebensgeschichte und ja, mit sehr viel Einfühlsamkeit das Ganze geschrieben. Mhm. Also wirklich Tipp, Bitch Planet von Image Comics. Ja. Was anderes? Der Steffen schüttelt schon wieder den Kopf. Einer Serie, die ich natürlich schon geraume Zeit treu geblieben bin, ist Crossed. Mhm. Und das Ganze war ja mal eine Idee von Ennis und es wurde ja im Prinzip so eine Art The Walking Dead, bloß krasser und übertriebener mit sexuellen Eskapaden und so weiter und so fort. Okay. Von verschiedenen Autoren geschrieben und gezeichnet. Ja. Gibt's mehrere, sag ich mal, Arcs, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind in der Ausrichtung, aber bei manchen geht's halt wirklich nur auf Provokation und wer ist der krasseste und so weiter und so fort. Was mich sehr, sehr überrascht hat, ist, dass Alan Moore jetzt auch da eingestiegen ist, und zwar in der Serie Crossed Plus 100. Mhm. Er geht da in einem Vorwort drauf ein, outet sich auch als großer Fan, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Man hat diesen schönen Band hier geschrieben und es wird auch nicht, wird weitergeführt. Mhm. Das ist eine schöne Nummer 1 hinten drauf. Das Plus 100 bedeutet in diesem Fall, dass die Ereignisse von Crossed, also im Prinzip gibt es, so ähnlich wie bei The Walking Dead mit den Zombies, gibt es da die Gefirmten. Mhm. Und die haben so ein Mal über dem Gesicht, quasi ein Kreuz halt, ne? Wie der Name schon sagt, ein Kruzifix im Prinzip im Gesicht, ausgebrannt, man weiß nicht, wo es herkommt. Mhm. Bei den Leuten ist es so, dass die jegliche Hemmungen im Prinzip verlieren, also da wird alles ausgelebt, Fressen, sexuelle Begierden, Gewalt, wird alles miteinander vermischt und die ziehen halt im Prinzip auch wieder wie Zombies, aber sind halt keine, übers Land und ja, vergewaltigen und morden und brandschatzen und amputieren und was halt auch alles dazugehören mag. Crossed hat das Setting jetzt um 100 Jahre in die Zukunft verschoben. Also okay. Die klassischen Cross-Geschichten sind ja quasi kurz nach dem, ja, ist es eine Epidemie, wir wissen es nicht. Mhm. Nach dem Auslöser ist ja auch vollkommen egal eigentlich für die Geschichten. Mhm. Nur 100 Jahre in die Zukunft. Und man merkt wieder, Alan Moore macht sich mit Gedanken bei dem, was er macht. Und zwar hat er festgestellt, dass die Gefirmten im Prinzip schlechtere Karten haben beim Überleben, weil die sind vollkommen hemmungslos. Also wenn die irgendwelche Körperöffnungen sehen, dann müssen die halt mit was auch immer fusioniert werden. Ja, also das ist ja, und demzufolge, die merken auch offenbar den Schmerz und sowas, merken die nicht so. Und das ist natürlich, wenn du dich rein darauf konzentrierst, zu fressen und zu vögeln und nichts anderes zählt, das sind keine guten Voraussetzungen, um zu überleben. Also gerade was Schmerzresistenz, also Schmerz ist ja immer ein Warnsignal. Und wenn ich nicht merke, dass mein Fuß abgehackt wurde von irgendwem, weil ich noch auf irgendwas anderem draufhänge, dann führt das nicht zwangsweise dazu, dass jemand längere Zeit überlebt. Mhm. Und 100 Jahre später haben sich die Menschen halt zu Städten zusammengefunden. Mhm. Es gibt mehrere große Städte, die mit Windrädern zum Beispiel betrieben werden. Mhm. Und es hat sich so eine kleine Gesellschaftsform aufgebaut. Und es gibt natürlich ist eins verloren gegangen mit der Zeit und das ist Wissen. Ne? Ich meine, Internet ist gut und schön, aber wenn du keinen Strom hast, ist irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Internet so. Mhm. Hier gibt es Teams, die nicht nur wie in den alten Cross-Serien auf der Suche nach Nahrungsmitteln, Konserven und anderen Dingen sind, sondern hier wird bewusst Wissen und Bücher und sowas gesucht. Und eine der Protagonistinnen ist so eine Art Bibliothekarin, die dann auf der Suche nach Wissen durch die Lande zieht. Und es gibt nur noch sehr, sehr wenig gefilmt. Also man sieht die kaum. Und die man sieht,
die sind nicht besonders kämpferisch ausgelegt. Also die sind meistens auch unterernährt. Und man muss ja bedenken, 100 Jahre später, das heißt, sie müssen schon mindestens 2 Generationen dazwischen sein. Und die Gefirmten sind nicht unbedingt geeignet dafür, Kinder auszutragen. Ja, mhm. Weil wenn es dir vollkommen egal ist, was mit deinem Körper ist, das ist vielleicht auch schlecht, wenn man schwanger ist. Und das hat Moore sehr gut durchdacht, dass es dadurch ja schon allein weniger sein müssen einfach. Mhm. Ja, das im Prinzip muss es ja bei Zombies eigentlich auch, solange es genug Menschen mit Waffen gibt, müssen die Zombies halt auch irgendwann alle sein. Ja? Und ja. Nichts anderes ist es hier. Und ja, er hat dann noch Ideen reingebracht, dass zum Beispiel von allen Religionen hat in den USA in einer Stadt nur der Islam überlebt. Okay. Weil es einfach relativ strikte Handlungsanweisungen waren. Die Leute haben teilweise überlebt und so hat sich das dann irgendwie eingebürgert, dass eine Stadt da komplett dem Islam quasi obliegt. Mhm. Aber auch in einer sehr abgeschwächten Form, also mit gelegentlichen Koitus und so weiter, hat man auch keine Probleme bei denen. Okay. Und so ergänzt man sich gegenseitig bei den Städten. Und was er hier definitiv als Abgrenzung zu den anderen Cross-Comics gemacht hat, ist die Sprache. Mhm. Es gibt eine eigene Sprache, die er entwickelt hat. Ich meine, klar, auch 100 Jahre zurück von jetzt haben die Leute sich anders unterhalten, wenn die, sag ich mal, durch Offenbach gehen würden und Cross, Olde, was ist das hier? Verschärfte Scheiß hier. Mhm. Ja? Dann würden die sich auch wundern, wie wir reden heutzutage oder wie manche reden heutzutage. das ist in dem Fall hier halt auch umgesetzt. Bloß du kannst natürlich nicht einen Dialekt oder sowas so rüberbringen, aber die Sätze sind halt einfach anders geformt. Also es gibt zum Beispiel statt Denken sagen die hier in Crossed Hirnen. Also ich hirne das. Mhm. Ja? Oder ne, das körperliche Betätigung ist generell als Sex betitelt. Ja, also das, es gibt, wie gesagt, auch satzstellungsmäßig ganz seltsame Schöpfungen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, muss das, ist das so gedacht? Ja, ist das so, weil bei der Übersetzung ins Deutsche ist das so gedacht. Ich habe zwischenzeitlich mal in US Crossed reingeguckt, Crossed 100. Und da ist es aber so, dass zum Beispiel dass das Ich Hirne ist da mit ich Kopfe im Prinzip. I Head. Ne? Ne? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer gewesen, das so umzusetzen. Und mich hat das vom Lesefluss etwas auch behindert, muss ich sagen. Weil es gibt ja viele so Beispiele für Sprach. Umänderungen, wie zum Beispiel in der dunkle Turm. Ja, das ist da gibt es immer wieder Wortschöpfungen, also die sagen nicht Sir oder sowas oder mein Herr oder sowas, bei denen ist das halt sei. Mhm. Ja? Oder bei denen ist Jesus der Jesusmensch. Ne? Das sind so Sachen, die haben sich eingebürgert, die liest du alle paar Seiten mal und dann ist gut. Hier ist aber bei allen, wo sie sich durchweg unterhalten, ist die Sprache verändert. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich nehme jetzt mal ein wahlloses Panel. Mhm. Ja. Und wurde gewacht von Ruf zum Gebet raus, den fackgroßen Boxern am Swanson Building. Es war nett wohl, es horchte alt aus einer anderen Welt. Wir blickten, wie die fege Gang der Slams auskickte, wegten dann zum Timsford Damm und der Pride of Chuga. Ja, also das ist, wo ich so sage, okay. Ja, naja, also das, das behindert mich vom Lesefluss doch sehr. Ja. Ich meine, die Zeichnungen von Gabriel Andrade, die sind gut. Mhm. Da haben wir schon bei Crossed deutlich weniger detaillierte und schöne Sachen gesehen. Es geht hier auch nicht so megamäßig um Gewalt, definitiv nicht, sondern um den Zusammenhang zwischen den Leuten. Aber was mich doch schwer beim Lesefluss behindert, war wirklich die Sprache. Weiß ich nicht, ob das so eine geniale Idee war. Man müsste es direkt mal vergleichen, ob ich das die englische Version, wo ich nur kurz reingucken, ob ich die besser lesen könnte. Aber das ich bin sehr gespannt, wie da die Resonanz drauf wird, ja, mit dieser Sprache. Ja. Ja, wo nicht getan wurde, was die Peoples nicht vorher schon getan hatten, und aber das war nicht so im Herrn der Ringe. Für wahr haben Infizierte dieses Bild.
Ja, gut, an gar nichts hören bis morgen. Ne? Also mich ein bisschen an Cloud Atlas, sagt ihr was? Nee. Habe ich jetzt auch nur den Film gesehen, aber da ist es, meine Freundin hat halt vorher das Buch gelesen und da ist es halt auch so, dass da im Grunde in der Zukunft eine eigene Sprache entstanden ist. Ist ja auch realistisch, gar keine Frage. Also, was heißt eine eigene Sprache? Eine neue Grammatik halt. Ja. Neue Begriffe und ja, genau. Ja, und hat es dich da, wie hat das da auf dich gewirkt? Ist es nur gelegentlich oder ist es durchgängig? Na, da ist es auch, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, relativ durchgängig. Aber du findest dich dann irgendwann rein. Also du weißt dann, okay, das ist damit gemeint. Also da das doch über ein paar Kapitel, glaube ich, geht, ist es dann, ja, kann man sich damit abfinden, denke ich. Mhm. So, passend zum Thema Zombies haben wir auch eine Serie, die der Sepp vor Jahren, muss man ja jetzt wieder sagen, schon mal vorgestellt hatte. Da hätte man auch nicht gedacht, dass das auf Deutsch erscheinen würde. Mhm. Und zwar ist das die Serie iZombie. Mhm. Diese erste Band, Tote leben länger, erschienen. Okay. Und jetzt kann man sagen, warum bringen die diese alte Vertigo-Serie? Mhm. Die wäre schon vor 5 Jahren mal dran gewesen oder so. Nein, es liegt daran, dass einfach die Fernsehserie jetzt mittlerweile in Deutschland verfügbar ist. Ich glaube, über Netflix oder sowas kommt es, glaube ich. Ja, sogar bei Six läuft es, glaube ich, sogar im Free TV. Ja, Free TV sogar. Mhm. Und das hat Panini zum Anlass genommen, diese Serie dann in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Okay. Worum geht's? Es geht um die gute Gwen Dillon. Die ist ihres Zeichens Bestatterin, sondern Totengräberin. Okay. Arbeitet mit ein paar abgefuckten Typen auf dem Friedhof und ihr Beruf ist es halt, Löcher auszuheben und die wieder zuzuschippen. Mhm. Schöne Sache. Bloß, was sie ihren Kollegen nicht sagt, ist, dass sie nachts auch auf diesem Friedhof ihre Zeit verbringt. Mhm. Gern Sachen nochmal ausgräbt, die Köpfe von den Toten öffnet und das Gehirn frisst. Okay. Und wer frisst besonders gerne Hirn? Zombies. Genau. Ja. Bei ihr ist das allerdings so, also Zombies wollen ja immer Hirn. Aber bei ihr ist es so, dass sie das braucht, um nicht, durchzudrehen. Mhm. Also für sie ist das Hirn eines Toten ist ungefähr so wie Ritalin für den für den ADHS-Patienten. Also es hilft ihr, dass sie einfach normal weiter klar denken kann und nicht so eine rauschartige Zombie-Phase da verfällt. Mhm. Dann hat sie noch einige obskure Freunde. Eine ist Ellie, das ist ein Geist, aber auch kein, wie man sich so bettlagenmäßige Casper-Geist vorstellen mag, sondern das ist eine Dame, die ist mal in den 60ern gestorben und so sieht die halt auch noch volles Paket aus. Also optisch könnt ihr direkt hier, mich erinnert so ein bisschen an Gwen Stacy, muss ich sagen. In dem Stil ist sie gehalten wie die blonde Freundin von Peter Parker aus den 60ern. Mhm. Und dann gibt's noch ihren Kumpel Scott. Mhm. Den nennt sie aber eher Spot. Okay. Weil er ist ein Wehrterrier. Ah ja, das war das ja. Ja, okay. Ich glaube, die eine Folge heißt sogar so. Ne? Ah, müssen wir auf jeden Fall mal verlinken. Der Semp hat das schon sehr eindrucksvoll beschrieben. Mhm. Ja, und es ist halt, ihr merkt schon, Wehrterrier ist ein bisschen seltsam, das ist halt abgefahrener Scheiß. Also wenn er zum Wehrterrier wird, dann wird er auch nicht zum besinnungslosen, möchelnden Monster, sondern er sieht dann halt aus wie die freundliche Version von Teen Wolf. Mhm. Aber er dreht halt nicht durch. Und so kann er sich zum Beispiel auch mit Kapuzenpullis und ähnlichem behelfen, wenn er unter Menschen weilen möchte. Er ist auch schwer verliebt in die Dame. Okay. Und sie kriegt dann natürlich auch immer, wenn sie das Hirn frisst, kriegt sie immer ein bisschen Eindrücke davon, wie das Leben von den Menschen so gewesen ist. Mhm. Also wir haben ja Ähnliches schon in anderen Serien gehabt. Wie heißt's? So, der Steffen hat mir wieder aushelfen müssen. Das ist natürlich Chu. Mhm. In Chu, wenn er da irgendwas isst,
von den Menschen, dann kriegt ihr auch einen Eindruck, zum Beispiel, wie derjenige gestorben ist. Hier ist es so, dass ihr Visionen vom ganzen Leben so ein bisschen von denjenigen kriegt, was natürlich nicht immer angenehm ist. Mhm. Aber sie hat dann auch so eine Art Mission teilweise im Kopf, dass sie das gewisse Sachen einfach aufklären will. Mhm. Wenn man sagt, gut, das ist ja ein sehr jämmerliches Konzept, dass du dann immer ein Stück Hirn ist und muss dann irgendwen helfen, so dass das Hirn des Monats oder so, aber das wurde hier erst in den ganzen sehr dicken Band, ich glaube, es sind 8 US-Heft oder sowas, wurde das Konzept nur einmal verwandt und ansonsten geht es um allen möglichen Kram, teilweise auch sehr abgefahrenen Kram, wie man es von Mike Allred halt kennt. Mhm. Ja, und sieht gut aus. Das ist, geschrieben hat es allerdings Chris Robertson. Mhm. Also, was wahrscheinlich der ganzen Serie hilft, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Und für mich funktioniert das sogar besser mit Allred, wenn er von wem anders geschrieben wird. Okay. Weil bei seinen eigenen Sachen ist es mir persönlich manchmal ein Tick zu viel, wenn er auffährt. Mhm. Wie bei Mad Men zum Beispiel. Also, das ist mir manchmal too much. Einfach. Und ansonsten zeichnerisch natürlich wunderbar. Ne? Also gut, man muss halt Allred lieben, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Mhm. Und werde diese Serie auch gern weiterverfolgen. Mhm. Mit der Fernsehserie indes scheint das Ganze nichts zu tun zu haben. Also nur grob was zu tun zu haben. Also ich habe mir das jetzt mal den Trailer angesehen und so weiter und so fort. Also da ist die Hauptperson heißt anders und die Optik ist schon ähnlich. Also haben sie auch eine etwas bleichere Dame genommen. Mhm. Aber die arbeitet in der Pathologie. Mhm. Okay. Wo man natürlich das Ganze auch sehr gut miteinander verbinden kann, um das in so eine richtige Krimi-Geschichte dann so reinzubringen. Aber weiß nicht, ob ich das CSI mit Hirnfressen und Flashbacks irgendwie verbinden kann. Weiß ich nicht, ob das so. Weiß ich nicht, also müsste ich wirklich reingucken. Also, wie gesagt, ist der richtige Zeitpunkt, um so einen Comic zu veröffentlichen und man kann sich ja über jede Vertigo-Serie freuen, die noch in Deutschland erscheint. Ja. Mhm. Gut, dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher in den franco-belgischen Funny-Bereich. Wir haben ja letzte Woche schon über den neuen Is-No-Good-Band gesprochen und dieser Tage ist noch ein, hat man glaube ich auch kurz angekündigt oder erwähnt, ist ja noch ein weiterer Band erschienen von René Cossini geschaffenen Figuren, nämlich Asterix. Ist nun mittlerweile der, wie viel der Band? Ja, ich will sagen, was, doch, da oben steht Band 36. Genau. Mittlerweile 36. Band, aber der zweite Band unter neuer Regie quasi, kann man sagen. Also mit Band 35 hat ja ein neues Team übernommen, ne? Nachdem die letzten Uderzo-Geschichten nicht mehr so ganz gezündet haben irgendwie. Und deswegen macht jetzt den Text der Jean-Yves Ferry und die Zeichnungen kommen von Didier Conrad. Genau. So. Und dem Muster treu bleibend handelt die Geschichte dieses Mal im gallischen Dorf, mehr oder weniger, also größtenteils zumindest. Der erste Band vom neuen Team war eine Reisegeschichte und der Papyrus des Cäsar heißt jetzt praktisch der neue Band, spielt im gallischen Dorf. Im Grunde hat Cäsar ein Teil seiner Memoiren veröffentlicht, nämlich die Kommentare zum Gallischen Krieg, meine ich, nennt er es. Oder der Gallische Krieg. Warte mal, wie war es denn jetzt genau? Ist auch egal. Also jedenfalls ist es ein Teil seiner Memoiren und er bekommt von einem seiner Berater doch nahegelegt, den ganzen Part mit dem unbeugsamen Galliern doch rauszulassen, weil ihn das doch schmälern würde. Ne? Gesagt, getan, macht er das, aber ein Whistleblower, kann man sagen, kriegt davon Wind und unterrichtet das gallische Dorf praktisch davon, dass genau dieser Part rausgelassen werden soll oder entfernt werden soll. Und hat auch diesen Part diesen Teil um das gallische Dorf praktisch bei sich
und lockt damit nun eine kleine römische Einheit auf sich, die ihn dann halt praktisch dieses Schriftstück abnehmen soll, bevor er das gallische Dorf erreicht. Was, wie wir wissen, den Römern natürlich nicht gelingt. Und naja, und so verstricken sich dann so ein paar Sachen wieder um die ganze Geschichte. Ja, was mir ist nun gut schon ziemlich deutlich aufgefallen war damals, ist ja, dass das Neuzeitliche immer sehr eingebunden wird. Das ist bei Asterix ebenfalls so. Und deswegen hat man jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen die Geschichte um irgendwelche Leaks, ja, und um Whistleblower so ein bisschen mit verstrickt und das in die gallische Zeit transportiert. Kurznachrichten werden geschickt über Brieftauben und weiteres. Und ja, also im Grunde ist die Neuzeit wieder einmal im gallischen Dorf angekommen und das spürt man hier sehr deutlich. Genau. Zeichnerisch ist es ein solider Asterix. Also man erkennt die Figuren auf jeden Fall. Sie sind deutlich dem nachempfunden, was man halt aus der bisherigen Phase kennt. Oder aus den bisherigen Abenteuern. Gut, auch da haben sie sich ja weiterentwickelt. Aber so eine gewisse Entwicklung findet natürlich auch hier statt. Es ist gefühlt alles ein bisschen dynamischer noch, als es bei Uderzo war. Und es kommen eigene Einflüsse mit hinzu, wie zum Beispiel ein riesiger Bär, der da im gallischen Wald lebt, oder nee, das ist im Carnutenwald, da wo die Druiden praktisch sich immer wieder treffen und austauschen, so eine Art Basis auch haben. Und dort gibt es halt auch so gewisse Informationssysteme in Form von Eichhörnchen und ebenfalls irgendwelchen Vögeln und so weiter und so fort. Genau. Also der neueste Asterix hat mir sehr viel Spaß gemacht, sogar etwas mehr Spaß gemacht als der erste vom neuen Team. Insofern bin ich da sehr optimistisch, dass das ganz gut weitergeführt werden kann. Ja. Tja, den muss ich gleich mal ausleihen. Ja. Sehr schön. Und den ist ein gut, den hast du wahrscheinlich schon ausgeliehen. Der ist ausgeliehen, beziehungsweise, ich glaube ja. Ja. Ich glaube, den habe ich ausgeliehen, ja. Naja, der bleibt auf jeden Fall gleich. Aber nochmal an dieser Stelle die Erinnerung, es gibt ja noch ein Band zu gewinnen von Ist nur gut. Ehrlich? Ja. Der liebe Janu hat uns da einen Band zur Verfügung gestellt. Aber die Frage dazu gibt es schon weiter vorne im Podcast. Müsst ihr noch mal suchen gehen. Unglaublich. Heiliges Raum-Zeit-Kontinuum. Ja, ist interessant, wie unterschiedlich das so aufschlägt halt so, ne? Also dass der Asterix wirklich so zum globalen Medienthema ist, dass du den sogar wirklich dann in der Tagesschau wiederfindest. Mhm. Und also jetzt nichts gegen Asterix, ist zweifellos der bestverkaufte Comic der Welt, glaube ich. Mhm. Aber das ist wirklich, das hast du ja von nichts anderem. Ja, also da muss wirklich dann schon eine Ikone sterben wie Superman oder Captain America, dass sie überhaupt mal irgendwo erwähnt wird. Ja, und dann aber auch fast nur in einschlägigen oder na gut, bei den Amerikanern dann eher als hierzulande mal, ne? Aber ja gut, Asterix, das kommt halt immer. Also ich hatte das an dem direkt am Erstveröffentlichungstag auch Hanau liegt hier quasi auf dem Weg nach Hause. Ja. Und da bin ich direkt zum Bahnhof gefahren und dort hat man es auch sehr prominent platziert, direkt vor der Kasse und so weiter und so fort. Ja. Und da waren auch jede Menge Exemplare da, also man hat sich da schon drauf eingestellt. Hat also jeder einen Bezug zu, ne? Hat jeder Kindheitserinnerungen dran. Ja, und ich meine, so ein Softcover, den nimmt man halt auch mal mit. Für 6,50 Euro oder was. Das ist jetzt gut, früher waren es 6 Mark, aber gut, aber immer noch ein recht erschwinglicher Preis für so ein Band. Und es wäre halt schön, wenn sowas auch mal andere Comics gewidmet werden könnte. Also wir haben ja wirklich. Naja gut, Umpapa war ja hat ja nochmal den Anlauf gestartet so ein bisschen. Ja, das schlägt ja in dieselbe, aber ich meine, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland auch Comiczeichner.
Ja, 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 okay. Das wird irgendwie so komplett nicht wahrgenommen. Ne? Ja. Und das ist halt sehr schade, ja, eigentlich, ne? Weil da auch sehr begnadete Leute dabei sind. Ja, das ist halt das Phänomen, was man da ganz gut betrachten kann. Also Asterix, okay, da weiß jeder noch was mit anzufangen. Und aber da hört es dann bei vielen aber auch schon leider wieder auf. Ja. Und das ist halt das, natürlich in unserer Filterblase jetzt nicht. Nee. Ja, da ist Asterix sogar eher fast eine Randerscheinung. Mainstream. Und weil halt jeder drüber redet im Grunde. Und wir haben da andere Schwerpunkte, sage ich mal. Aber ich nehme die Bände immer noch ganz gern mit, weil das war bei mir halt auch so ein gewisser Eye-Opener damals. Und von daher hat das immer einen Platz in meinem Herzen. Und umso mehr freut es mich, wenn es jetzt ein anderes Team weitermacht und das gut weitermacht und das alte Team beerbt. Und wie gesagt, der neue Band jetzt macht mir sogar noch ein bisschen mehr Spaß als der letzte, Asterix bei den Pikten. Und also so kann es gerne weitergehen. Ja. Ein schönes Schlusswort. Möchtest du? Ja, läuft schon. Nachdem wir jetzt gestärkt sind, habe ich mal ein etwas älteres Album rausgesucht, was mir jetzt mal bei eBay geschossen hatte. Und zwar ist das Die Tote von St. Michaelis. Aus dem schönen Verlag Comic Plus von Ivo Kircheis und Eckhard Sackmann. Schon auf dem Cover sieht man, da ist jemand, ein Junge von der Hitlerjugend, der eine junge Dame vom Bund Deutscher Mädel schubst. Okay. Und was verbirgt sich dahinter? Sind die letzten Tage von Hildesheim. Hildesheim vor Kriegsende 1945. Okay. Und der Protagonist ist quasi bei der Hitlerjugend, glaubt auch an das System und sagt, ja, wir schaffen das und erinnert sich ole ole. Und seine Angebetete, also die er wirklich liebreizend findet, die ist nicht so ganz dieser Meinung, dass sie dass da noch ein Endsieg zu machen ist. Okay. Und also ist jetzt kein großer Spoiler, weil es schon auf Seite 8 ist, im Print dann ein Streit darüber, den sie mit den Worten und dieses Führergewäsch kann ich auch nicht mehr ertragen, du dummer kleiner Pimpf, beendet und er stößt sie dann zurück. Und ungünstigerweise stürzt sie dann dabei versehentlich eine Treppe runter. Also es war, glaube ich, nicht seine Intention, dass die dann dabei stirbt, bricht sich das Genick. Oh, okay. Oder zumindest liegt sie erstmal wehrlos da. Und dann kommt es aber zum Fliegerangriff. Also Hildesheim wurde auch stark bombardiert natürlich zu Kriegsende. Er lässt sie dann liegen und versucht dann zu dem Bunker zu kommen. Ne? Wie die Geschichte dann weitergeht, das muss man dann selbst lesen. Aber es ist ein sehr schöner Bericht aus den letzten Kriegstagen. Aha. Sehr szenisch umgesetzt. Gerade so diese Thematik hat mir ja größtenteils durch irgendwelche amerikanischen Comics, wo dann die GIs kommen und 200 Tigerpanzer sprengen und Hitler noch persönlich in den Arsch treten. Und das hier ist jetzt halt sehr nah an dem, wie es wahrscheinlich wirklich gewesen ist. Also, dass dann natürlich alles in Trümmern liegt und dass noch ein paar Versprengte gibt, die noch glauben, dass das nochmal was wird. Und es gibt Plünderungen. Die Leute wollen natürlich irgendwas zu essen haben, finden aber nichts mehr. Leute werden aufgehangen, weil sie nicht das machen, was man von ihnen erwartet. Und ja, es ist schon spektakulär. Naja. Und sehr schönes Ding. Es ist eine fiktive Geschichte, aber halt vor realem Hintergrund. Die Schauplätze sind alle original, wie sie überliefert sind, wie das auch recherchiert wurde. Mhm. Und ist auf jeden Fall ein Tipp. Gibt es für wenige Euronen zu schießen auf eBay als Hardcover-Album von Comic Plus und kann man sich. Wie alt ist das schon? Wenn du von 2004. Ah, ja. Okay. Also ist noch nicht mega alt. Nö, aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, und hinten drin gibt es noch ein kleine Erläuterung dazu, mit den realen Bildern, die als Vorlagen gedient haben und
sehr detaillierten Sachen jetzt zum Thema Hildesheim. Das bringt einem jetzt natürlich, wenn man nicht aus Hildesheim kommt, relativ wenig. Beziehungsweise ist viel spannender, wenn man den Ort natürlich auch selber kennt. In die Zielrichtung ist es, glaube ich, auch mal gegangen. Mhm. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend umgesetzt, wurde auch großes Augenmerk gerichtet, dass die Uniformen stimmen und sowas, was du ja in vielen Comics halt nicht hast, die sich nur an irgendwelchen Filmklischees irgendwie bedienen oder sowas halt. Ne? Und das war ein wirklich gutes Ding. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir hatten es ja vorhin von einer Serie, die jetzt in Deutschland erschienen ist, weil da sehr wahrscheinlich die TV-Serie so ein bisschen im Hintergrund steht. Wieder mal. Und dasselbe haben wir jetzt hier im Grunde auch bei einer Serie, die da heißt Gotham Central. Die hat jetzt Panini neu aufgelegt und will wohl jetzt anscheinend die komplette Reihe bringen. Wem es jetzt ein bisschen im Ohren klingelt, Mensch, Gotham Central, da war doch schon mal was. Ja, die hatten vor Jahren auch schon mal, als die Serie in den USA auch noch relativ frisch erschienen war, hatten sie das schon mal probiert und hatten es leider nach dem ersten Band direkt schon wieder abgesetzt. Jetzt, wie gesagt, der neue Versuch vor dem Hintergrund, dass es halt eine Gotham Fernsehserie gibt, die so das Polizeipräsidium Gothams bzw. den noch nicht Commissioner Gordon so ein bisschen im Fokus hat. Und vor dem Hintergrund funktioniert sowas natürlich dann ganz gut, das einfach nochmal zu probieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir unsicher, ob ich damals den Band gekauft und gelesen habe. Jedenfalls habe ich das jetzt zum Anlass genommen, das dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das sei mal vorweggenommen. Ich meine, das Konzept, was jetzt zuletzt bei Maul, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, auch ne? mit Shield gab es doch einen ähnlichen Anlauf. Ja. Dass man halt versucht hat, so die sagen wir mal so, die Randfiguren oder die, wie sagt man denn jetzt? Die normalen Menschen. Die normalen Menschen und also das ein bisschen im Mittelpunkt zu rücken. Das ist halt hier das Konzept, was jetzt hier auch schon eine ganze Weile zurückliegt. Ich weiß gar nicht, von wann das ursprünglich war, aus welchem Jahr. Ich wollte gerade nochmal gucken, finde es aber gerade auch nicht. Jedenfalls war es lange vor New 52 auf jeden Fall. Und es war zu einer Zeit, in der auch Commissioner Gordon gerade weg war von der Polizei. Das wird hier immer mal so wieder erwähnt. Es gibt zwar einen ganz kurzen Auftritt von ihm, aber es ist wirklich nur ein kurzer Randauftritt. Und ansonsten dreht sich hier alles mehr oder weniger um die Polizeitruppe. Das ist alles im Grunde ein Team von Leuten, das von Commissioner Gordon noch persönlich angeheuert wurde, zumindest in diese Einheit gesteckt wurde. Und da sind natürlich ein paar bekannte Namen dabei, wie zum Beispiel René Montoya, die ja schon länger dabei ist, dann auch Chris Bussell. Dann Harvey Bullock wird erwähnt namentlich, ist aber nicht mehr dabei. Und Maggie Sawyer ist noch mit im Team, die ja eigentlich aus Metropolis stammt, also früher in Superman Comics zu Hause war und dann später nach Gotham City gewechselt ist. Genau. Kern steht aber hier ein weiterer Ermittler, der mir so vorher nichts sagte. Muss jetzt auch gerade nochmal nach dem Namen gucken. Das war jetzt wieder so ein relativ normaler Name. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ach, guck doch gerade mal nach dem Namen mit. Erwähnt. Und Marcus Driver. Genau. Ja. Und der ist praktisch mit seinem Partner unterwegs, um einen vermissten Fall aufzuklären. Also es gab praktisch offensichtlich eine Entführung und ein Erpresserschreiben von einem vermissten Mädchen. Und irgendeine Spur führt die in ein Hotel und dort erwischen sie die falsche Tür. Offensichtlich, denn da plant ein gewisser Mr. Freeze gerade irgendein größeres Ding und fühlt sich natürlich durch die beiden gestört und feuert die Eiskanone auf die ab.
Und das kann ich jetzt so verraten, weil das passiert relativ am Anfang. Der Partner von dem Officer oder wie sagt man denn dann? Detective, glaube ich, ne? Mhm. Treiber geht halt drauf dabei und Treiber selbst wird zwar auch in Mitleidenschaft gezogen, allerdings betreffen es bei ihm nur die Hände und also die praktisch eingefroren werden und kommen dann halt Unterstützung von der restlichen Einheit und für seinen Partner ist es leider schon zu spät dann. Aber jetzt haben es halt mehrere Fälle im Grunde aufzuklären, nämlich einmal den mit Mr. Freeze, was hat der da zu tun, was plant der wieder? Ja? Und zum anderen ist dann noch der Fall mit dem verschwundenen Mädchen. Und später kommt noch ein weiterer Fall hinzu, der mit einem gewissen Firebug zu tun hat. Auch einer der, Metakriminellen. Also Metawesen sind sie im Grunde nicht, aber jetzt sagen wir mal technisch ausgerüsteten Kriminellen in Gotham City. Und im Grunde werden diese drei Fälle dann auf eine gewisse Weise miteinander verquickt. Also es ist spannendes Ding. Und es findet aber hier auch seinen Abschluss in dem Band. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bände das dann noch geben soll. Ich glaube, es sind 25 oder so in dem Dreh US-Ausgaben. Ja, also sollten es dann 5 Sammelbände sein. Ja. Ja. Also ich habe mir seinerzeit das erste Trade von Panini schon geholt. Ja. Und dann anlässlich eines New York-Besuchs damals das zweite US-Trade, als sie es nicht mehr weitergeführt haben. Aha. Und vor einem halben Jahr oder so habe ich mir dann die restlichen Ausgaben einfach mal auf Comixology geholt, weil ich irgendwann gesagt habe, hier, komm, jetzt ist gerade ein Sale und die wollte ich sowieso schon immer zu Ende lesen. Ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Gefällt mir wesentlich besser, als was ich aktuell zum Beispiel bei Batman sehe. Mhm. Und man muss natürlich dazu sagen, Ed Brubaker und Greg Rucka, ja. Das ist natürlich ein Dreamteam. Ja. Speziell Brubaker und Rucka da wirklich als Autoren in ihrer Hochphase. Mhm. Ja, wie gesagt, Michael Lark, Zeichner, der hat ja später noch einiges mit Brubaker gemacht. Und Daredevil war es, glaube ich, ne? Mhm. Und hatten die beide wirklich einen Run. Also Rucka zu der Phase mit Queen and Country, was ist eine Serie, die ich sehr, sehr schätze, die damals in Deutschland bei Eidolon rauskam. Mhm. Und also wirklich sehr großes Tennis und lebt halt davon, dass das Batman gelegentlich auftaucht, aber wirklich immer nur am Rande. Also er ist nicht die Hauptfigur und die Cops, die da drin vorkommen, die sagen, wir können das auch ohne ihn. Wir sind ja Polizisten, wir sind ja nicht immer nur die Nebenrollen, sondern wir wollen selber die Fälle lösen und dazu brauchen wir nicht hier irgendeine seltsame Fledermaus oder sowas. Und die das sehr, sehr kritisch sehen, wenn dann mit ihm auch gearbeitet wird, speziell bei dem Kollegen, der getötet wurde, wollen sie das halt auch gottverdammt mal selber aufklären. Ja. Und im späteren Verlauf der Serie wird das alles noch viel, viel intensiver und der Fokus wird immer mal so auf den einen oder anderen gelegt, speziell was dann mit Montoya und so weiter noch passiert, ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und ja, es war halt zu einer Hochphase von DC Comics, Moment, möchte ich fast sagen. Ja. Also, sie ist schon einige Jahre überschritten, aber da hat es richtig Spaß gemacht. Auch noch kurz davor waren ja solche Sachen wie das Erdbeben und so weiter, ne? Und das No Man's Land. Und das war einfach für mich eine richtig, richtig gute Phase bei DC Comics, speziell in Gotham. Ja, da das im Moment da mir im Moment viele solche realistischere Comics sowieso ein bisschen einen Tacken besser gefallen, kommt sowas natürlich gerade richtig. Also auch so vom Zeichenstil her muss ich sagen, das ist ja relativ schlicht und so schematisch und aber sehr gut. Und es passt wunderbar dazu und erinnert mich sogar ein bisschen an obwohl das natürlich vorher war, nämlich an Daredevil, sondern an, was ich gelesen habe, war ja hier Hawkeye.
Ja. Ja. Der ja auch so in die Richtung ging, so ja. Von der Thematik her, einfach so das Menschliche zu zeigen. Ja, auch die Koloration ist sehr stark, dass halt immer nur ein Farbton ist. Also das Gesicht hat einen Farbton, die Jacke hat einen Farbton und nicht hier irgendwie. Aber genau, auch die Koloration erinnert natürlich auch sehr stark an Batman Year One. Okay, den habe ich zwar gelesen, aber habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Ach so, von der Stilisierung her. Ja, genau. Also dicke Empfehlung und das möchte ich kurz zum Anlass nehmen. Was ist denn hier los? Mein Handgelenk vibriert. Was der Steffen sagen möchte, dass sein iWatch hier... Ja, heißt nicht iWatch. Nein, sondern? Apple Watch. Immer noch. So, was ich kurz zum Anlass nehmen möchte, dieses Comic hier ist... dazu haben ist mal einen weiteren Comic-Blog zu empfehlen. Und zwar ist das Bizarro World. Schon mal gehört? Schon mal gelesen? Ja, folge ich bei Twitter. Genau. Und der hat mich im Grunde wieder auf die Serie gebracht, weil er hat sie in größten Tönen gelobt. Und wie gesagt, das habe ich gelesen und gedacht, jetzt macht er mir den Mund so bissig. Dann habe ich mir den Band halt doch gekauft und muss sagen, also das passt, was er geschrieben hat. Und lest mal rein in den Blog, der macht super schöne Rezensionen und auch kritisch, was mir sehr gut gefällt. Ich glaube, er hatte jetzt was zum erneuten DC Reboot. Okay. Wenn ich das richtig. Ich glaube, ich noch gar nicht gelesen. Ja. Aber sehr empfehlenswerter Blog und kann man nur empfehlen, wird hier an der Stelle auch verlinkt. Und ja, so viel dazu. So viel von mir. Ich bin raus. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne vorstellen wollte. Ja. Einmal ist es Deadly Class von Rick Remender, der natürlich der Mann von der Wert Kelly Sue Dynamic ist. Mhm. In Deconic natürlich. Und gezeichnet von Wes Craig. Und Deadly Class sieht man schon auf dem Cover, da sind ein paar Jugendliche mit Schwertern und anderen Waffen in der Hand. Mhm. Und dann spiegelt sich in dem Regen unter denen, die sich selber als Skelette wieder. Mhm. Es hat aber nichts Mystisches oder sonst irgendwas, sondern die Deadly Class ist quasi, sind die Jugendlichen, die in der Schule für Assassinen sind. Und zwar ist es so, dass in den 80ern, ich glaube, es spielt 1987, das ganze Setting, was man natürlich auch wieder in Klamotten und diversen Fahrzeugen und so weiter sieht, auch mit Schauspielern und ähnliches. Also President Reagan wird gerne mal erwähnt hier drin zum Beispiel. Und diverse hohe Verbrecherfamilien stellen dahin ihre Kinder ab, damit die ein bisschen was über die hohe Kunst des Tötens lernen. Also so ein bisschen Harry Potter mit Killern. Okay. Und Protagonist ist hier der Teenager Marcos Lopez Arguello, der aus seines Zeichens aus Nicaragua kommt. Mhm. Und auf der Straße gelebt hat und dadurch allein schon einige Skills erlernt hat, wie er sich gegen andere behaupten kann, aber er ist natürlich kein Killer. Mhm. Aber es wird wahrgenommen, dass er sich da recht gut hält auf der Straße und irgendwann kommt das Angebot hier, möchtest du nicht auch auf diese Schule, weil du hast wohl das Talent dazu, ein guter Killer zu sein. Und natürlich sträubt er sich erst, kommt dann aber trotzdem zu dieser Schule und lernt dann alle möglichen Techniken und so weiter und so fort. Und natürlich kommt es auch zu Konflikten, weil die Kinder von irgendwelchen Mafia-Bossen sind natürlich nicht so einfach untereinander, auch zu Liebeleien. Und ja, so ein bisschen darf man sich das Ganze als, ja nicht Harry Potter, sondern mehr also X-Men-mäßig vorstellen. Also es sind halt natürlich Jugendliche, die in einer bestimmten Schule zusammengefercht sind und ihre Fähigkeiten trainieren. Nur hier ist es halt, gehen die Fähigkeiten in Richtung Mord. Und da ist früher oder später muss man auch mal Tacheles reden und sagen, hier, in der Prüfung kann es durchaus mal sein, dass ich dir sage, du gehst jetzt auf die Straße und bringst jetzt einen um, mir egal wen. Okay. Und das ist natürlich dann eine Gewissenssache, wo man lange Zeit drüber nachdenken muss. Das erste Trade ist relativ in sich geschlossen. Können wir schauen, ob das 8 Ausgaben sind. Auf jeden Fall ist es auch so eine 9,99 Dollar Ausgabe mit genau Deadly Class 1-6. Und da werden die Charaktere eingeführt, es gibt das ein oder andere Fältchen und wie man es von Remender gewohnt ist, sehr gutes Character Building.
Also, wie gesagt, wer Spaß an X-Men hatte und sich das in etwas düsteren Setting vorstellen kann, für den ist es genau das Richtige. Manche von den Kids sind natürlich krasse Klischees halt irgendwie angelegt. Also so der Sohn von dem Gangster-Rapper, der sieht natürlich aus mit so diesen angelegten Dreadlocks, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt oder so, oder auch von den Italienern oder ja, das sind natürlich krasse Klischees, aber Rick Remender wäre nicht Rick Remender, wenn er nicht da noch das eine oder andere auf der Pfanne hätte, wie er das alles so ein bisschen erklärt. Also es ist nicht platt, sondern sehr tiefgründig geschrieben und ja, wieder eine sehr schöne Serie von Image, wo ich immer noch sagen muss, dass die momentan Image der Verlag ist, der für mich die meisten interessanten Comics einfach produziert. Und es ist nicht immer die gleiche Geschichte, sondern es kommen so, so viele kreative Ideen von da. Nicht alle funktionieren natürlich, also nicht alle Serien werden bis ins Endliche weitergeführt, wie es zum Beispiel bei The Walking Dead ist. Aber dafür sind richtig, richtig viele unterschiedliche Sachen und ich sag mal, je mehr die Leute das lesen, ist ja bei dir im Prinzip auch so. Also gerade bei denen, die über Superhelden sozialisiert sind, irgendwann willst du nicht immer wieder dieselbe Geschichte lesen und dann kämpft er gegen den und der steht wieder auf und dann ist wieder Reset und eine Crisis und was weiß ich, Marvel Now, und irgendwann willst du nicht das nächste Großevent haben, sondern du willst einfach eine gut erzählte Geschichte, vielleicht mit neuen, auch frischen Charakteren. Ja. Und das bietet halt Image in letzter Zeit auf sehr, sehr hohem Niveau an. Muss ich wirklich sehr loben. Ja. Was ich ja nicht loben. Jetzt hast du wieder die einschlafen wollen beim Podcast geweckt. Wieso? Mit dem Zusammenklappen des Buches? Ja, weil es so zusammengeklappt ist. Ja, gut. Was einen weniger kreativen Ansatz hat, ist Star Wars. Ja. Okay. Da Disney hat ja irgendwann die Rechte eingesackt an Star Wars. Also es macht nicht mehr Dark Horse. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, nicht mehr. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Ja. Hat er die Rechte eingesackt und Disney bringt jetzt selber quasi Star Wars raus, nicht mehr Dark Horse. Sondern Marvel im Grunde, ne? Marvel, über Marvel, aber letztendlich ist Disney. Ja, klar, ein Konzern. Ne? Und da hatte ich ja das erste Heft auch schon mal, glaube ich, solo vorgestellt. Die Nummer 2 ist die Fortsetzung von der Geschichte, also der zweite Teil mit dem Titel Skywalker schlägt zu. Und es ging ja darum, dass auf dem Planeten so eine Waffenfabrik des Imperiums zerstört werden sollte von allen beliebten Protagonisten, die man so kennt. Also Luke und Leia, Han Solo, R2-D2 ist dabei, der Chewie ist dabei, also sind wirklich alle dabei. Darth Vader ist natürlich dabei. Und das geht zeichnerisch auf einem sehr, sehr hohen Level weiter. Also wirklich wunderschön, was sie da gemacht haben. Technisch sehr hohes Niveau. Es ist auch eine schöne Geschichte, aber es kommt mir immer noch so vor, als hätten sie einfach die beliebtesten Teile aus dem Film genommen, die neu verquirlt und eine neue Geschichte zusammengetackert hat raus. Okay. Also ich sag mal, da gibt's einen Kampf mit einem AT-AT. Mhm. Ja, wir erinnern uns jetzt noch, wie man den zu Fall bringt, indem man mit einem Seil und so weiter und so fort. Das wird hier auf eine andere Art und Weise gemacht, aber das Thema ist vollkommen dasselbe. Mhm. Ja? Dann gibt es natürlich noch weitere Parallelen. Also ist fast schon zu. Natürlich müssen wir uns auch mit Jabba beschäftigen. Ne? Da bekommt Jabba dann Besuch von Darth Vader. Da hat man diese zwei sehr beliebten Figuren auch gleich miteinander verquickt. Und natürlich stehen dann die Leute sonst auch rum, die auch im Film genau darum stehen. Also diese schweineähnlich aussehenden Wachen und ein paar von den Kopfgeldjägern werden wieder gezeigt. Und ja, also das, es gibt wieder was auf dem Wüstenplaneten. Also sehr, ja, als hätte man die. Wir haben Luke Skywalker, der wieder mit seinen Trainingsrobotern mit dem Laserschwert kämpft, wie wir es auch im Film gesehen haben. Kleine Liebesaspekte werden eingeflossen. Ja, das ist okay. Alles schön. Es sieht klasse aus. Also es ist wirklich cineastisch inszeniert, das Ganze. Aber so ein bisschen fehlt mir doch ja so die Eigenleistung dabei. Also es ist so, wie gesagt, geschreddert, neu zusammengesetzt und hier nehmt das und schön lackiert drüber. Ja, also das klar, sie haben sich hier auf die Hauptfiguren eingeschossen. Also es gibt sogar Boba Fett kommt natürlich, ist auch eine der beliebtesten Figuren, natürlich auch wieder drin vor. Und ja. Schön,
aber unkreativ halt. Ne? Es ist halt, aber vielleicht ist es für die Zielgruppe, die sagt, hier, der neue Film kommt und ich finde das alles so geil. Das ist aber ja die Star Wars reguläre Serie. Da gibt es ja dann auch noch Einzelserien. Ja, es gibt noch Darth Vader, es gibt noch Leia. Hast du von denen schon mal irgendwas in die Hände gekriegt? Ich habe das ja relativ beschränkt. Ich hatte die alte Star Wars Serie im Abo und das ist jetzt die logische Fortsetzung und da habe ich mich jetzt noch nicht so richtig dran getraut, muss ich sagen. Ob ich das Wobei Prinzessin Leia, glaube ich, in einem Sonderband erschienen ist sogar, ne? Ja, also ich wollte jetzt mal sehen, was macht die reguläre Serie. Also wie gesagt, wunderschön. Aber so ein bisschen Eigenleistung wäre gut, wenn nicht nur das nimmt, was. Wie war das jetzt nochmal? Wo spielt die zeitlich angesiedelt? Ich glaube, zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Mhm. Okay. Also das ist noch bevor Han Solo eingefroren wurde, aber zwischen dem ersten und quasi zwischen Episode 4 und 5. Es gibt übrigens in diesem Heft ein Star Wars Monopoly zu gewinnen. Ja. Okay. Nur. Naja, gut. Ja, ich habe mich ja irgendwie noch nicht so richtig rangetraut, aber auch wenn ich die erste Ausgabe habe, aber irgendwie noch nicht so wirklich. Naja, mal gucken. Wir hatten ja die Sache, dass irgendwann Disney dann gesagt hat, alles, was Dark Horse gemacht hat, ist nicht mehr Kanon. Ja. Was ich zu gewissen Teilen natürlich auch nachvollziehen kann. Aber da waren halt auch wirklich sehr kreative Sachen dabei, die einfach damals gemacht haben. Vollkommen neue Figuren, die sie wirklich richtig, richtig gut aufgeführt haben. Und hier ist halt wirklich das, was ich im Film habe. Das kriegst du neu zusammen. Wie gesagt, es ist kein schlechter Comic, aber mir fehlt so ein bisschen was. Okay, okay. Ja gut, bleibt abzuwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Also wie gesagt, vielleicht wäre mal ein Projekt, sich eine der Solo-Serien anzugucken dann, aber ob das irgendwie in eine andere Richtung schlägt. Aber ansonsten besteht ja die Hoffnung, dass eine neue Hoffnung, dass auch im Filmuniversum nicht nur die neue Trilogie geplant ist, sondern auch Solo oder Solo-Spin-Offs von anderen Charakteren. Ne? Mhm. Und vielleicht besteht ja da auch die Möglichkeit, dass da dann irgendwas weiter gesponnen und weitergeführt wird. Mal gucken. Ja, also sie hauen da auch vom Kreativteam richtig auf die Kacke. Ich meine, Jason Aaron lese ich ja wirklich sehr gerne und John Cassidy, das ist ein wirklich großartiges Kreativteam. Aber letztendlich ist es ein wiederkehrende Szenen aus den anderen Filmen halt irgendwie zusammengeschnitten. Ja. Aber ja. Wie seht ihr das? Hat das jemand gelesen? Würde mich interessieren, ob ich der Einzige bin, der das so findet. Oder? Schreibt mal was dazu, genau. Ja. Ja. Oder sprecht was dazu an. Noch besser. Dann muss der Steffen nicht wieder vorlesen und ihr schützt eure Ohren damit im nächsten Podcast. Hallo? Ja. Das nächste Mal kriegst du da wieder vor und bessere Stimme. Ja, wobei es geht schon wieder. Ja, okay. Dann glaube ich, sind wir auch schon durch. Haben wir sonst noch irgendwas zu erwähnen? Ja, ihr wisst ja, nach dem Comic-Festival ist vor dem Comic-Salon. Ne? Mein Zimmer für Erlangen jetzt bereits gebucht. Das solltet ihr auch langsam tun. Ja. Und genau. Das war's eigentlich. So von den diesjährigen Messen ist nichts dabei, wo man jetzt irgendwie noch mal hin müsste. Ne? Nee, wie gesagt, ich glaube, ich bin da nicht so die Zielgruppe. Also ich möchte schon auf eine Comic-Messe sehr gerne. Wenn es sowas wie Erlangen oder München nochmal gäbe, dann sehr gern. Also ich würde zum Beispiel auch, wenn es mal passen würde, zum Beispiel nach Leipzig fahren, wo der Comic-Garten ist, wo es ein bisschen kleiner alles ist. Oder das wäre vielleicht mal was, klar. Berlin soll gut sein. Ja, also es gibt ja viele kleinere Sachen. Die Comic-Invasion meinst du jetzt? Ja. Also es gibt ja viele kleinere Sachen im Prinzip, in Anführungsstreichen. Aber diese Cons, da ist mir der Fokus, was ich in dem Vorankündigung lese, bislang auch immer noch zu sehr aus erster Hand erfahren haben auch zum Teil. Ja. Auf Film. Mhm. Und klar, natürlich viel Marvel und andere Geschichten, andere Science-Fiction-Filme und was weiß ich, Herr der Ringe teilweise, aber da bin ich nicht der Typ für. Also mich interessieren Autogramme von irgendwelchen Schauspielern interessieren mich nicht so. Mhm.
Da würde ich eher, wenn wir hatten ja einen sehr schönen Bericht vom Flattermann auf dem Blog, wie er nach Paris gefahren ist, um Frank Miller zu treffen. Das hat verdammt nochmal geklappt. Ja, also sehr lustig geschrieben auch von ihm. Da hat er sich eine Tortur angetan. Aber das wäre mir zum Beispiel, ein Autogramm von Frank Miller auf einen von seinen Werken wäre mir viel mehr wert als von irgendeinem Schauspieler. Also das war dafür interessiert es mich zu. Also ich natürlich gucke ich die Filme und es gibt auch super Filme. Aber ob ich deswegen mich großartig bewegen würde, ich glaube eher nein. Aber du bist ja so ein bisschen mehr filmaffin, oder? Ja, wobei sich das jetzt so in den, also das jetzt mit den Autogrammen jetzt auch nicht so manifestiert bei mir. Also das, ja. Ich lese halt auch immer wieder dann, okay, du bezahlst deinen Eintritt, das ist klar. Aber du bezahlst dann auch noch für die Fotos oder für die Autogramme oder für das und das noch und dann noch mit Premium-Paket und das hin und her. Es ist mir auch zu umfangreich und zu. Es ist fast schon so ein bisschen wie Prostitution. Also natürlich bezahle ich gern für eine Leistung, aber. Klar, also ich meine. Gut, das ist ja wie bei den Zeichnern im Grunde. Die kommen jetzt hierher extra und machen das und das und das. Mhm. Ein bisschen das Hotel bezahlt bekommen und so weiter und so fort. Und das ist ja bei Schauspielern, glaube ich, nochmal ein Ticken schärfer. Ja, alles. Dass es dann auch das Hotel sein muss und nicht irgendeins und ja, so. Ne? Die wollen dann auch ein gewisses Programm erleben und so weiter und so fort. Mhm. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da irgendwelche Preise herangezogen werden müssen dafür. Aber dass die nun nicht völlig umsonst kommen. Aber einfach das ganze Preissystem und sowas habe ich immer so, wenn ich das mir nur mal im Ansatz durchlese, habe ich immer so das Gefühl, dass man irgendwie studieren musste. Habe ich schon keinen Bock zu. Speziell irgendwie dann noch das VIP-Paket und das und dann hast du dann aber... Darfst zwei Minuten vorher rein. Wenn du das nimmst, dann darfst du dich mit allen drei Schauspielern fotografieren lassen. Das war jetzt hier, da hatte ich mir mal näher angeguckt tatsächlich. Hanse, letztes Jahr in Frankfurt war das, glaube ich, ein Fan-Meet gemacht zu Buffy. Ja. Und da waren dann halt auch drei der Schauspieler von damals angekündigt und und da gab es dann halt auch das VIP-Paket und das VIP-Paket Plus und dann auch das VIP-Paket Plus Gold. Also ich überspitze jetzt, aber nach oben gab es halt keine Blowjob ohne Blowjob. Ja, nee, oder nee, war dann halt das höchste der Gefühle, war dann halt wirklich, dass du mit allen drei Schauspielern ein Foto machen kannst. Ja, und was war da so ungefähr angesetzt, weißt du das noch? 200 Euro. Ja. Und das ist einfach, es ist einfach zu unüberschaubar und. Dafür interessiert es mich zu wenig. Ja. Genau. Das ist halt auch der Status, den ich dann habe. Da bin ich dann einfach zu knausrig, das dafür auszugeben. Es ist halt auch für mich, also ich bin seit Ende der 90er jährlich mindestens auf einem Metal-Festival. Ja, ja. Minimum. Erst im Wacken, aktuell beim Partisan und Eisenbahn war ich jede Menge Festivals. Ja. Das wäre so, als würde ich auf ein Festival fahren, würde einen Eintritt bezahlen und dann sagen, ja, wenn du aber die Band sehen möchtest, mit Ton, dann musst du noch mal 15 Euro bezahlen. Ja, aber ich bin auch. Also, wo ich so denke, hä? Da, also ich bin da nicht die Zielgruppe. Ja. Dass ich natürlich, nehme jetzt mal Erlangen, natürlich bezahle ich da Eintritt und, aber es kann nicht sein, ja, mal gucken. Aber es kann nicht sein, dass ich da hinkomme. Da muss ich nochmal nach. Für die pure Anwesenheit, weil ich kaufe ja auch irgendwie die Sachen von denen. Ja, klar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da. Also ja, ich würde jetzt man auch nicht. Man merkt halt, dass man was dafür bekommt. Ja. Also klar, kriegst du das da auch. Du hast ja. Das ist dann auch ein ideeller Wert zum Teil und was weiß ich, aber. Also ich würde zum Beispiel nicht, wenn ich ein Sketchbuch hätte, was ich nicht habe, zum Künstler hingehen, sagen, zeichne mir was und würde nichts von dem kaufen. Mhm. Das würde ich nicht machen. Mhm. Vielleicht habe ich aus dem Grund kein Sketchbuch, keine Ahnung, aber wenn ich zu irgendjemandem gehe, dann kaufe ich da auch was, dann kaufe ich dem sein Produkt, weil es mir gefällt oder gefallen könnte. Mhm. Bei vielen, den Unbekannteren, lasse ich halt gerne mal drauf ankommen und sage, hier komm, dann kaufe ich halt das Ding
und lass mir dann gern was reinzeichnen. Ja. Diese 5 Minuten, die er damit verbringt, das ist dann, ich will nicht sagen sein Lohn, aber damit soll es dann auch abgegolten sein. Halt, ja. Ne? Und wie gesagt, ich bin zu wenig Fan von da gibt es ja, relativ wenig Zeichnung. Ja, ja. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, wenn jetzt kein Produkt da ist oder ja. Man hat die Produkte schon, gerade jetzt in der Zeichnerallee zum Beispiel in ja. Essen oder so, da ist es halt oftmals so, dass man dann sagt, okay, dann, wenn du mir was zeichnest, dann wird das halt bezahlt. Ja, ja. Dann ja. Verlang halt was für die Zeichnung. Ja. Ja. Oder so, ja. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit halt. Ja. Aber es, auch da hatte ich hier schon in München angemarkert, da stehen Leute, die ich, also wo ich mich, denke ich mal, relativ viel mit Comics beschäftige und noch nie was gehört und gesehen habe und schlagen dann Preise auf, wo ich so denke, so wow, vielleicht solltest du erstmal versuchen, ein Produkt zu machen, was überhaupt einer kauft. Was überhaupt einer kauft. Und aber wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er will halt. Es gibt wenig Leute, wo ich wirklich so viel dann bezahlen würde, um mit dem ein Foto zu machen. Ich habe jetzt im Panini-Forum The Lizard King, der war zum Beispiel, glaube ich, in London und hat das mit Stan Lee gemacht. Das ist natürlich geil halt, ne? Weil du triffst halt, machst ein Foto und er signiert dir noch was. Das ist natürlich geil. Gar keine Frage. Ja, oder jetzt hier halt Flattermann mit Frank Miller. Ja. Aber der hat ja jetzt auch nicht extra für bezahlt, sondern der war nur ganz normal. Stimmt, ja. Und da gibt es wenig, die diesen Status hätten, wo man wirklich mit denen ein Foto machen würde. Stimmt. Was weiß ich, Shatner vielleicht oder sowas, ja. Müsste ich jetzt auf Anhieb, also erst müsste die Gelegenheit da sein. Ich würde es jetzt nie so weit kommen lassen, Hut ab vor Mike, dass er das macht, aber ich würde es jetzt nie so weit kommen lassen, dass ich da jetzt nach Paris feiere und gut, okay, ich fahre wegen dem Disneyland nach Paris, aber dann bin ich halt auch 4 Tage da oder 3 oder wie auch immer. Und dann habe ich da ein bisschen was von. Das ist dann halt ein Kurzurlaub. Ja. Aber jetzt einen Tag und dann das und das. Gut ab, dass er das tut, aber das wäre es mir nicht wert. Ja, aber er hat nicht dafür bezahlt, dass er ein Foto mit dem Mann macht. Ja. Und das ist der nein. Nochmal ein anderes Beispiel. Er hatte ja schon vorher was veröffentlicht mit, wo war er denn da? Ja, Michael J. Fox. Genau, das, ja. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel mal einer, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich schwach werden. Könnte man sich überlegen. Oder Christopher Lloyd natürlich genauso. Ja. Ja. Aber auch da jetzt explizit deswegen dahin zu fahren, das ist halt schon das krass, Fandom, ja. Das muss man erstmal auf den Schirm bekommen. Ja. Da fehlt es bei mir schon. Da kriege ich manchmal gar nicht mit, so Sachen. Mhm. Und dann, wo war denn das? In London, ne? Mhm. Ja. London wäre jetzt zum Beispiel was gewesen, okay, aber du bezahlst halt ja nicht nur dann dort den Eintritt und das Foto und so, du musst ja auch irgendwie noch hinkommen. Ja. Und London ist jetzt auch nicht gerade ein Katzensprung, das heißt, entweder im dümmsten Fall musst du halt mit dem Schiff rübersetzen oder durch den Tunnel fahren. Ja gut, du würdest schon fliegen, das ist klar. Aber genau, man würde fliegen und das Fliegen kostet halt auch schon wieder was. Ja, ja, also da muss man schon, daher, wobei beim Flattermann ist ja auch so, der verbindet das dann ja gern auch mal damit, dass er diese, der hat ja so ein Augenzeugen, das macht. Ja, der hat ja so ein Augenzeugen Ding, dass er quasi für andere Sachen signieren lässt und dann richtig, bestätigt, dass das auch original ist und dass da nicht nur einer Frank Miller zum Beispiel draufgeschmiert hat oder sowas, sondern dass er dabei war und dass das quasi zertifiziert ist. Mhm. Aber ich denke, da wird mit demnächst nochmal was anderes zu tun. Da werden wir ihn selber mal zu Wort kommen lassen. Ja, weil das haben wir eigentlich auch schon geplant. Ist halt nur die Frage, wann wir es jetzt machen. Aber wird auf jeden Fall sowas in der Art stattfinden. Und vielleicht muss ich es auch mal hier benutzen. Ich bin ja von auch nicht so, der geeignet ist, um stundenlang mit Comic-Fans in der Schlange zu stehen. Das ist nicht so mein Bereich. Ich hatte es ja letztes Mal bei Don Rosa probiert und da war ich relativ weit vorne. Da war ich, glaube ich, schon auf Platz, was weiß ich, 10 oder 11 oder 12 in dem Dreh. Und trotzdem habe ich gesagt, also ich möchte hier. Ach, so weit hinten werden jetzt die einen sagen, ja. Aber die waren noch nie an der Rosa-Schlange. Ja, der Rosa dauert ein bisschen. Ja. Wäre natürlich geil gewesen, aber ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht 1,5 Stunden hier stehen und zusätzlich noch das Gesabbel von dem einen oder anderen, der nichts anderes macht, als in solchen Schlangen zu stehen. Also dafür ist, dann habe ich gesagt, dann gehe ich lieber in einen Vortrag vom anderen Comic-Schaffenden oder sowas. Mhm. Da waren ja zum Beispiel in München ja sehr, sehr schöne Vorträge, auch von bekannten Leuten. Und habe ich mir das dann halt so angeguckt.
Ja, dann nehme ich unterm Strich dann mehr mit. Aber jeder ist anders. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, im Grunde ist es eine Art von, oder ist es eine Sache von dem, was man selber immer bereit ist, auf sich zu nehmen. Ja. Wenn ich halt merke, okay, das wird mir zu viel, jetzt da in der Warteschlange, oder in deinem Fall, dass es dann halt so ist, wenn das im Grunde schon zu viel ist, ja gut, dann muss ich halt damit leben, dass ich dann halt auch mal was verpasse. So, das aus, ist dann ja. halt so. Aber Hut ab vor denen, die den Laden aufbringen und das so durchziehen. Ja. Und ja, klar, also mein Ding wäre es auch nicht. Weil ich bin dann auch lieber so gestrickt, dass ich sage, okay, das muss dann jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, ich habe ja in München, hat mir das mit den Interviews sehr viel Spaß gemacht, was wir beim letzten Mal Erlangen auch schon so ein bisschen angefangen hatten. Und das werde ich nächstes Jahr in Erlangen wieder vormachen. Ja. Das kann man sehr schön Gespräche aufbauen mit den Leuten und kriegt viel mit und macht mir halt Spaß. Das ist dann halt so meins. Da brauche ich nichts Gezeichnetes in dem Moment. Ja. Gut. Freut mich. Sehr gut. Dann haben wir es eigentlich. Jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gebabbelt hier raus, aber muss ja auch mal sein. So sieht's aus. Also dann, gehabt euch wohl, habt einen schönen November und wir hören uns dann, glaube ich, Anfang Dezember zur offiziell letzten Episode des Jahres, denke ich. Okay, bis dann. Adios. Tschüss. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.